Und heute steht es an. Das Highlight des Jahres 2020 für die Youngtimer, aber auch für die Fahrergemeinschaft Historischer Rennsport, die 24-Stunden-Classic. Wir haben ein ganz, ganz tolles Starterfeld mit Fahrzeugen aus den Jahren 66 bis 91. Ist die Sonderregelung normal bis 90 und ein paar dürfen noch mit 91 fahren? Ja, wir fahren bis 88 normal. Da gibt es die Sonderregelung, denn die Youngtimer, auch die werden sich irgendwann einmal öffnen müssen bis 91. Und die Fahrzeuge, die wir ja dann in den historischen, in der richtigen historischen Serie haben, in der Fahrergemeinschaft Historischer Rennsport, dort darf man ab dem Homologationsjahr 1947 schon an den Start gehen. Und Olli, das Ganze hier aufgeteilt in drei Startgruppen. Und es ist wieder mal schön, dass du an meiner Seite hier bei diesem 3-Stunden-Rennen bist. Denn 3 Stunden, erstmals eine lange Distanz. Spannend wird zugehen ohne Ende. Aufgeteilt das Feld in eben 3 Startgruppen. Die Youngtimer, die bestimmen die Startgruppe 1 und Startgruppe 2. Und die FAR, das ist die Fahrergemeinschaft Historischer Rennsport mit der HEC um die Dunlop Trophy, das heißt Historic Endurance Cup, die füllen komplett die 3. Startgruppe. Da gibt es auch einen besonderen Grund, weil diese Fahrzeuge zum größten Teil mit profilierten Dunlop-Rennreifen unterwegs sind. Aber hier haben wir, Olli, ich glaube, keine Diskussion um die Reifen. Nee, im Moment alles, ja, es ist leichter Nieselregen, der aber so stark war, dass die Strecke komplett nass ist, zumindest mal hier im oberen Bereich. Wie es rund um die Nordschleife aussieht, das werden wir dann gleich sehen, wenn die Einführungsrunde mal läuft. Warum sind wir beide, du machst die ganze Serie, du bist begeistert. Ich mache im Prinzip nur das 24-Stunden-Rennen, das Klassikrennen, 24-Stunden-Klassikrennen, so ist die offizielle Bezeichnung. Warum bin ich so begeistert davon? Einfach, weil es sind Autos, erstmal tolle Erinnerungen an vergangene Jahre. Die Autos, die habe ich selber live in Action gesehen in ihrer Blütezeit. Und das sind Autos, die haben nicht diese hochmodernen, super tollen Fahrwerke, wo im Prinzip der Fahrer eigentlich nur noch lenken und bremsen muss und nichts anderes mehr machen muss. Nein, die haben eine Haarschaltung, die haben teilweise keine Servolenkung. Und das ist richtig, richtig toller Motorsport. Den Helm hier, den kennen wir zu Genüge. Olaf Manthey, ich habe gestern mit ihm noch lange gesprochen. Hey, Jörg, du kennst ihn ja auch seit Jahren. Der ist heiß wie Frittenfett, würde man sagen. Der war stinkesauer gestern, weil er kurz vor Schluss nochmal rübergehen wollte, wollte nochmal seine 8. Trainingszeit nochmal verbessern. Und dann gab es eine Code 120 auf der Grand Prix-Strecke, wo er ein bisschen langsamer machen muss, hat er, okay, kein Problem, dann fahre ich nochmal durch die Hyundai-Endkurve, hole nochmal Schwung und dann wurde abgewunken. Er wollte unbedingt noch besser als Platz 8 da stehen und der hat so eine Laune mit dem BMW 635 CSI von Jürgen und Peter Schumann. Und er hat auch gesagt, da gibt es auch keine Diskussion, ich fahre auch den Start und ich verspreche euch eins, der macht gleich eine Riesenshow. Nassen, also Olaf Manthey im BMW 635 im Nassen. Ah, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich an die Vergangenheit zurückdenke. Das ist einfach ein Überflieger. Das beste Trainingsergebnis seit 3-4 Jahren ist er hier gemeinsam mit den beiden Schulmännern hier in diesem Wertungslauf mit dabei. Und Olaf Manthey fährt immer den Start und hat in den letzten Jahren das Fahrzeug auch immer so von der 12. respektive 14. Startposition unter die Top 10 sauber drunter gefahren. Und wir sind ganz schnell, wir werden aufs Reglement eingehen. Wir werden natürlich auch die einzelnen Serien in aller Ausführlichkeit in den 3 Stunden beleuchten, keine Frage. Aber wir sind eben im Schnelldurchgang mit der Kamera durch den Grid gegangen, vorne in der ersten Startreihe, wo in der ersten Startgruppe, wo sich das Feld in 30 Sekunden in Bewegung setzen wird. Vorne steht Andy Gülden, sagen wir gleich was zu, der von der Renngemeinschaft Oberberg benannt ist, im Porsche Turbo an den Start geht. Im 2. Startplatz haben wir erleben dürfen das Fahrzeug von Dr. Eddie Althoff, was von ihm natürlich an diesem Wochenende auch gefahren wird, aber auch von Jörg Müller. Wir haben in der 3. Startposition mit der 503 den Sieger des vergangenen Jahres und der hat schräg vor sich stehen eben die Zweitplatzierten des letzten Jahres, Müller und Althoff, und auf der 4. Startposition 2. Startreihe damit vollgemacht, Markus Dünkelmann und Christoph Breuer ist auch ein ultraschneller Pilot. Olli ist gestern schon sehr intensiv auf ihn eingegangen. Ich nehme ganz schnell mal die 3. Startreihe mit, denn dort ist im Fahrzeug mit der Startnummer 500 einer der beiden, die auch im vergangenen Jahr das Rennen auf der 4. Position beenden konnten. Einmal ist Edgar Zalewski, der Vater, im Team dabei und Nick Zalewski, der ist mal gerade so um die 21 Jahre alt, der fährt den Startturn. Das wird natürlich auch eine ganz heiße Geschichte und neben sich dort hat er stehen die Mannschaft, die den Paddy O'Grady Porsche einsetzt, die gestern Probleme hatten. Olli, das ist die 505 mit Heiko Hammel und Matthias Wasel. Was war los bei denen? Auch unglaublich. Ich war so gegen 7 Uhr unten im Fahrerlager, habe den Heiko gesprochen und gesagt, was ist los?
Ja, Getriebeschaden. Ich sage, ah, schade, dann gibt es wohl nichts. Nee, ist schon gewechselt, wir sind schon fertig. Also, die haben dann innerhalb von 2 Stunden das Getriebe gewechselt. Er sagt, das geht bei so einem alten Porsche relativ gut mit dem Heckmotor. Also, sind mit dabei. Wer leider nicht mit dabei ist, das wird viele ja, ein bisschen enttäuschen, ein bisschen traurig sein. Das sind die Twin Bush, die Bush-Zwillinge, Mark und Dennis. Die hatten nämlich einen Motorschaden, die hatten halt keinen Ersatzmotor da. Die sind leider nicht am Start. Schade drum. Aber man hat gestern auch einen Motor gewechselt im Team der Startnummer 364. Die Mannschaft der MSC Walscheid, das ist ein sehr motorsportlich erfolgreicher Ortsclub im ADAC Nordrhein. Und das ist ja hier eine Nordrhein-Veranstaltung. Felix Herbold und Johannes Fürst. Da gab es Probleme mit dem Opel Kadett E. Und dort hat man gestern Abend oder über Nacht den Motor gewechselt. Man hat einen Serienmotor eingebaut, der 6 Jahre irgendwo noch zu Hause im Regal gelegen hat. Und den wünschen wir natürlich hier besonders viel Erfolg. Jetzt kommen wir aber mal zu der Geschichte rund um den Trainingsschnellsten, um Andy Gülten. Denn wir haben alle Fahrzeuge der Youngtimer-Trophy mit einem schwarzen Trauerflor auf dem Fahrzeug hier im Grid gesehen. Werden wir dann auch natürlich im Rennen diesen Trauerflor noch einige Male sehen. Wir hatten über viele Jahre eine Mannschaft gehabt, Andreas Gülden und Stefan Oberdörster. Stefan Oberdörster, dem gehört dieser Porsche mit der 220 im Wrangler-Design schon viele Jahre dabei. Und er ist vor 2-3 Wochen leider auf Mallorca tödlich verunglückt. Und zu seinem Gedenken sind hier alle Fahrzeuge der Youngtimer Trophy mit einem schwarzen Trauerflor versehen. Das ist eine wirklich Riesengeschichte und damit wird eben auch diese Familie Zusammenkunft der Youngtimer Trophy noch einmal ganz deutlich gezeigt. Hier steht man zueinander, hier hilft man sich in guten wie in schlechten Zeiten und an dieser Stelle auch unser Beileid an die Familie, die hier oben auf dem Nürburgring momentan mit dabei ist. Ich habe gestern den Andy Gülden erstmal gratuliert zur Pole Position, habe ihn auch gesagt, boah, wird ein hartes Rennen für dich, 3 Stunden alleine. Hat er, nee, ich fahre keinen Meter alleine. Der Stefan sitzt neben mir, der passt auf mich auf, der passt auf das Auto auf. Und der hat auch beim Qualifying, ohne dass der Andi was dafür konnte, das rechte Pedal noch ein bisschen weiter runtergetreten, sodass es dann diese tolle Trainingszeit 29,7 gab für den Porsche Turbo von der RG Oberberg. Und ich glaube, alle, wirklich alle im Starterfeld haben sich gefreut, dass es da die Pole Position gab. Es wird auch das letzte Rennen sein für die SO Racing Mannschaft, für Stefan Oberdörster Racing. Wir werden das Team danach dann, ich denke mal, irgendwie auflösen, verkaufen, wie auch immer, das Auto verkaufen. Aber so in dieser Form, das Abschlussrennen in Gedenken an den Stefan, war ein sehr beliebter Typ, überall gerne gesehen. Und der Andy Gülden, der hatte gestern noch, er hatte Tränen in den Augen. Und man kann es verstehen, wenn man jahrelang einen guten Freund hat, der dann auf einmal nicht mehr dabei ist, und dann fährt er das Auto auf die Pole Position. Also, tolle Aktion vom Team, tolle Aktion von den ja, Hinterbliebenen, von Stefan Oberdörster. Klasse, was der Andy Gülden draus macht. Der hat noch zusätzlich dazu, dass Stefan Oberdörster ihn von oben ja, eine schützende Hand drüber hält, noch seine Familie 5 Kilometer entfernt in Reiferscheid sitzen, die Bella und der Max. Die werden auch die Daumen drücken und ich denke mal, die werden auch eine Riesenshow heute liefern. Ja, und die zweite Stadtgruppe, wir müssen dann mal wieder zum Geschehen zurückkommen, wenn es auch manchmal schwerfällt, aber die zweite Stadtgruppe ist unterwegs und dort haben wir auf der besten Position Jonas und Adrian Remmele, die ja im letzten Jahr auch schon sehr stark unterwegs gewesen sind bei den Veranstaltungen in Spa, RGB-Saisonfinale Hockenheim, immer unter den besten 5 und die haben neben sie stehen eine Mannschaft, die zum ersten Mal in dieser Form unterwegs ist, Christoph Renicke und Andreas Leindecker. Normalerweise heißt es immer, Andreas Leindecker ist im Schwesternteam mit fast derselben identischen Lackierung des Opel Kadett CGTE unterwegs und hier hat Christoph Renicke dann einen Teamkollegen für diese Hatz der 3 Rennstunden. Christoph Renicke ja auch einer der erfolgreichen Youngtimer-Piloten, der schon im Jahr 2015 in der Meisterschaft auf Platz 3 war und ein ganz bekannter Name, das ist die Startnummer 160, das ist Sven Fisch, der steht in der zweiten Startreihe auf Startplatz 3 der zweiten Startgruppe. Sven Fisch, den kennen wir ja auch schon als Gesamtsieger der STT, das ist allerdings auch schon ja gefühlte 19 Jahre her, es war das Jahr 2001, er war Vizemeister der STT, schon ein Jahr zuvor in der Division Light 2000 und er kommt ja ursprünglich ja von dem etwas, ja nicht Asphaltgeläuf, sondern von dem
Geländesport, denn er war deutscher Meister im Autospeedway gewesen, aber auch das ist natürlich schon einige Jahrzehnte her. Und neben Sven Fisch, dort steht das Fahrzeug mit der Startnummer 1. Und das Fahrzeug der Startnummer 1, das gehört dem Meister Michael Nolte unter der Bewerbung der Scuderia Augusto Bouqueville. Und momentan treibt es uns, mein lieber Olli, so ein bisschen die Tränen in die Augen, denn Mike Sturzberg, der kommt hier im Moment nicht weg, der steht weiterhin im Dritt mit der Startnummer 601. Richtig, das ist der Rüdel Ford Escort BDA, aber jetzt fährt er los, Gott sei Dank. Und ich bin jetzt nicht der hundertprozentige Experte in Sachen Reglement, aber ich glaube, solange nicht der Letzte an ihm vorbei ist, darf er wieder auf seine ursprüngliche Position vorfahren. Das heißt, er kann jetzt durch das gesamte Feld bis auf seine angemessene Position 1 vorfahren. Und eigentlich wäre es mir fast lieber, er fährt von hinten, weil der wird sich dann innerhalb von einer halben Runde bis nach vorne durchfahren. Der ist nämlich der absolute Überflieger in diesem wunderschönen Ford Escort. Wir sehen aber schon, dass er da schon an den meisten oder an vielen aus dem hinteren Feld vorbei ist. Fährt also jetzt bis ganz nach vorne. Deshalb Endwarnung für die Mannschaft von Heinz Schmersal und Mike Sturzberg. Alles gut, kommt wieder nach vorne und wird dann aus der Pole Position das Rennen der dritten Startgruppe eröffnen. Ja, die dritte Startgruppe, wir haben es kurz angesprochen, das sind die Fahrzeuge der FHR und FHR steht ausgesprochen für Fahrergemeinschaft historischer Rennsport und gerade den BMW, den wir gesehen haben, den 2002er, wird gefahren von Markus Schenkel, aber auch er hat einen Teamkollegen, Tom Pilgenröder. Markus Schenkel, der ist normalerweise auch in der Gentle Drivers Trophy unterwegs, dort, wo wirklich die richtig teuren Fahrzeuge Rennsport betreiben. Er kommt aus Nürnberg, handelt, wie sagt man so schön, in Anführungszeichen mit alten Autos. Und Tom Pilgenröder steht ihn an diesem Wochenende zur Seite. Und das Fahrzeug mit dem wenigsten Hubraum im Teilnehmerfeld, da sehen wir jetzt im Bild. Und das ist die 694. Besetzt dieses wunderschöne Modell aus Italien, der Fiat Abarth OTS 1000 Coupé mit Jürgen Schürges und mit dem Nordrhein-Westfalen Klaus Kleber, letztgenannter ja auch bekannt vom Kampf der Zwerge. Und wir dürfen hier im Feld natürlich auch begrüßen Yves Scheer, eine unserer Moderationskolleginnen, die wird das 24-Stunden-Rennen aus der Boxenstraße für RTL Nitro begleiten. Und sie geht gemeinsam mit ihrem Schwiegervater mit, Hermann Stippler, an den Start. Ja, da hört man richtig, Stippler, der Vater von Frank Stippler, dem Audi-Werkspiloten. Und Hermann Stippler wird diesen 2002er BMW, der 1971 gebaut wurde, im Stadtturn fahren. Dort hat man ja sich festgelegt, Hermann fährt so lange, wie er möchte. Die Yves muss dann so ein bisschen in Warteposition in der Boxenstraße bereit sein, wenn er reinkommt. Die Yves stand gerade hier unter meiner Kabine und hat gewunken und gezeigt, dass alles gut ist. Ja, das ist doch schön. Sie würde am liebsten mit Sicherheit auch zu uns hier hochkommen, aber das ist alles ein bisschen problematisch, weil wir, es ist tatsächlich so, wir haben es ja auch eben in den Bildern gesehen und wir halten uns dran, mit Maske das Ganze hier kommentieren. Ja, und da sehen wir den Walkenhorst BMW, den 2002er, auch noch einmal von hinten. Hermann Stippler fährt, wie gesagt, den Starttörn. Die Mannschaft, die ja in diesem Jahr auch im Rahmen des Oldtimer Grand Prix mit am Start gewesen sind. Und es ist für die FAR eine ganz starke Klasse, wo man mit diesem Fahrzeug an den Start geht. In der Klasse 27, um das nur mal so kurz darzustellen, das ist die Klasse der Tourenwagenperiode G. Dort sind die Fahrzeuge der Jahrgänge 66 bis 71 involviert. Das ist die Klasse von 1600 bis 2,5 Liter Hubraum. Inhalt klingt alles ein bisschen verwirrend, aber schaut euch die Internetseite auch der Fahrergemeinschaft historischer Rennsport an und diese tollen Fahrzeuge. Einmal 998 Kubik, ja, da gab es einen Ausflug, Olli. Ja, der hat sich gedreht da. Für Dolce Gane, nicht der BMW, den wir hier sehen, der 1800er Ti. Dahinter war so ein roter, was war es, ein Datsun? War das das Auto, wo der Funke fährt, glaube ich, ne? Ja. Der hat da in der Vedolschikane, wir konnten nur noch sehen, so aus dem Augenwinkel, wie er dann sich nach innen wegdreht. Hoffen wir, dass er nicht eingeschlagen ist, weil auf die Wiese, die ist jetzt auch patschenass und dann geht es richtig ab. Hier runter jetzt, hier der rote, der Austin Healey, den wir sehen. Alex Korb, du kennst ihn ja auch gut. Ich glaube, der lacht sich jetzt an ins Häuschen von wegen Wetter und der wird sich wünschen, dass es nass bleibt, denn das ist das Wetter, was er am meisten liebt. Wir sehen, dass auch der gute Mike Sturzberg wieder bis auf P1 nach vorne gefahren ist. Also alles gut, Auto läuft wieder, gab da nur ein kleines Problem beim Losfahren, aber alles in Ordnung. In dieser Startgruppe der HEC-Fahrzeuge, Historic Endurance Cup, sollte man definitiv auch dann später, wenn das Rennen losgeht,
auf den Viertplatzierten achten, denn das ist Michael Wittke, der sitzt hier in einem Fahrzeug, was absolut genial vorbereitet ist. Den haben wir gerade hier in der grauen Lackierung noch im Bild. Das ist der 914-6 Porsche und der wurde auch schon einmal ja komplett zerlegt, denn es gab da, nicht negativ gemeint, zerlegt in der Planke, sondern zerlegt von Technikern. Denn es gab auch schon mal einen Protest gegen ihn und da war die Konkurrenz eben so der Meinung, das kann nicht hier mit rechten Dingen zugehen. Aber erstmals Michael Wittke, geniale Fahrleistungen, die er an den Tag legt. Und auf der anderen Seite, er ist der Chef der Mittelmotor GmbH und das Fahrzeug ist bis ins Detail perfekt vorbereitet. Und ja, da gab es nichts zu protestieren. Das ist ein ganz sauberes Fahrzeug, was hier zum Einsatz kommt. Und es ist auch ein Name, der Programm ist. Olli, die Scuderia Colonia setzt den Drittplatzierten im Qualifying ein, Angelo Di Casa und Claudia Hürtgen, die hat an diesem Wochenende viel zu tun. Ja, die fährt ja beim 24-Stunden-Rennen für Hofer Racing bei Bonk Motorsport, den BMW M4, gemeinsam mit Michael Schrey, Michael Fischer und mit Sebastian von Garzen. Aber hier ist sie halt im Porsche unterwegs. Hier sehen wir den 914er, der hatte gestern vorne nicht das H&R-Schild, was wir da sehen, sondern er hatte das normale Nummernschild. Das ist deshalb so bemerkenswert. Wir sehen auch, dass es noch darunter ist, unter dem H&R-Aufkleber. H&R ist halt der Seriensponsor, der drauf ist. Aber das Nummernschild, da ist dann, ich weiß jetzt gar nicht, wo er herkommt. Felbert. Felbert, dann wird er dann, was haben die, VEL oder sowas, VEL. Und auf jeden Fall dann hinter dann MY914. Einfach schönes Auto. Schön auch zu sehen, die Sportwarte. Schönen Gruß an euch alle nach draußen an die Strecke. Ungefähr ja, 450 Sportwarte, die im Dienst sind. Plus noch eine zweite Schicht, die dann ja, nachher zum Wechsel bereit ist. Also ungefähr 900, 950 Sportwarte. An euch ein riesen Dankeschön, dass ihr bei dem Wetter hier draußen steht. Stehen tut auch der 928er Porsche. 928, das ist auch immer so eine ja, ein besonderes Auto. War nicht unbedingt der große Erfolgsschlager bei Porsche, war auch nicht unbedingt das große Rennauto. Aber es gab in der VLN Anfang der 80er Jahre zumindest mal einen 928er, der alles in Grund und Boden gefahren hat. Das war ein Werksauto mit Günter Steckkönig, mit Hans Klausecker. Die haben damals in dem Porsche 928 alles hier am Nürburgring in Grund und Boden gefahren. Und das Auto, das Originalauto von damals mit Trigema-Werbung, der steht im Porsche-Museum in Stuttgart. Also für alle Porsche-Fans, geht da mal rein. Ihr werdet Bauklötze staunen. Ich bin ja selber BMW-Mensch, aber ich war im März im Porsche-Museum und ja, ich hatte Tränen in den Augen, vor allem bei diesen ja, wunderschönen 928er und natürlich auch viele andere Fahrzeuge. Und hier der 928er ja, wird dann zumindest nachstarten. Ja, wir switchen um zur ersten Startgruppe. Die sind hier im Moment unterwegs Richtung ja, Galgenkopf. Wir sind im Moment hier natürlich noch ein klein wenig von diesem Punkt entfernt, bevor man dann auf die Döttinger Höhe abbiegt. So, vielleicht einmal ganz kurz ins Reglement hineinschauen. Youngtimer Trophy. In diesem Jahr ist es die 27. Saison. Die Fahrzeuge, die in vier Zeitepochen eingeteilt sind von 1966. Wir sagen mal ganz grob bis 1988. Die Ausnahme habe ich eben schon kurz angesprochen. Man hat diese ganzen Fahrzeuge dann auch noch wegen der Chancengleichheit der Meisterschaft und wegen Ausgang der Wertungsläufe eingeteilt in diverse Gruppierungen von den seriennahen Tourenwagen bis zu den verbesserten über GT-Fahrzeuge bis hoch natürlich dann auch zu den Gruppe 5 Fahrzeuge, die Fahrzeuge der ehemaligen DRM, der Deutschen Rennsportmeisterschaft. Das Ganze dann noch einmal unterteilt in diese zahlreichen Hubraumkategorien, die altbekannten bis 1 Liter, die L50er, die 1300er und so weiter. Und es gab bis dato viele verschiedene Gesamtsieger in der Youngtimer Trophy, viele verschiedene Marken, die den Titel schon einfahren konnten, 22 verschiedene Meister und der erfolgreichste, der ist auch hier mit dabei, Olaf Rost, siebenfacher Meister, letztmalig im Jahr 2017. Und es gab bis dato auch Markenerfolge von einem Audi 50, der hat 11-mal den Titel eingefahren, BMW 6-mal bis hinunter zu den einmaligen Titelträgern Alfa, Scirocco, NSUTT und Renault. Auf der anderen Seite haben wir dann den Dunlop FAR Langstrecken Cup, der seit dem Jahr 2020 als Dunlop Historic Endurance Cup läuft. Die weltweit größte historische Langstreckenrennserie nach Anhang K, das ist der historische Anhang der FIA und die Saison 2020, die sehr spät gestartet wurde, erst im Juli
die, das ist die 19. Saison eben in diesem Dunlop Historic Endurance Cup organisiert. Die Youngtimer von Karin Kölzer und Stefan Eckert organisiert die Serie der FIR von Historic Race Events von Michel Thier und Ricarda Pianca. Alle Fahrzeuge wurden natürlich von der Technikern, von den Technikern abgenommen. Peter Friedrichs, Carola Fein und von Karl-Heinz Leubel und Christoph Hilberath und Uwe Klapproth, die haben den BMW 325i gerade mal auf der Strecke gedreht, eine Pirouette hingelegt, aber Fahrzeug nicht eingeschlagen und in freier Fahrt wieder unterwegs. Somit also einmal die Eckdaten nach dem Startvorgang. Wenn das Rennen so ein bisschen am Laufen ist, dann erklären wir auch die ganze Situation mit dem Pflichtboxenstopp in diesen verschiedenen Serien. Ja, das Feld ist mittlerweile im Bereich Schwabenschwanz unterwegs. Der Steiger mit der Kamera, also der arme Kameramann, mit dem möchte ich ehrlich gesagt nicht tauschen, der hat einen harten Job oben, hat andererseits aber auch einen wunderschönen Blick über die Eifel, einer der schönsten Aussichtspunkte da im Bereich. Schwabenschwanz praktisch direkt gegenüber von ihm. Die Hohe Acht, der höchste Turm oder die höchste Erhebung der Eifel zu sehen, 747 Meter hoch. Und vorne das Spitzenfeld, die sind nämlich jetzt dann schon durch den Galgenkopf durch, die kommen jetzt auf die Döttinger Höhe. Und dann heißt es noch einmal diese 2,6 Kilometer lange Gerade hoch und dann Formation einnehmen ab dem Bereich Antonius Buche. Da steht dann einer der Sportwachte mit dem Kritschild und ab dann ist Schluss mit hin und her fahren, mit Reifen warm fahren, Bremsen warm fahren. Dann muss man sich genau an diese Krit-Formation halten. Hier alles noch erlaubt, Schlangenlinien fahren, Reifen auf Temperatur zu bringen. Mit Sicherheit keine einfache Sache bei diesen Bedingungen, aber die Fahrer da vorne, ein Andy Gülden, der ist schon tausende Rennen gefahren, Eddie Althoff, der Startfahrer in der 501, der kennt das, der Michael Küke kennt das, Markus Dünkelmann ist der Startfahrer auf der 509 auf Platz 4, Nick Zalewski auf der 5, dann Matthias Wasel, nicht, Heiko Hammel ist der Startfahrer, Heiko Hammel müsste der Startfahrer sein und danke auch an die Besetzung im Heli. Wunderschöne Bilder, trotz eher bescheidenem Wetter im Moment. Hoffen wir, dass es heute zumindest mal im Laufe des Tages abtrocknet, dass wir heute Abend das Top-Qualifying im Trockenen erleben dürfen. Aber auch so diese Bilder hier jetzt, wenn die Kamera fokussiert, scharf wird. Tolle Bilder, die wir sehen. Jede Menge Porsche vorne, 7 Porsche vorne, dann der schnellste Nicht-Porsche ist ausgerechnet der Mann, der mit der Firma Porsche die meisten Beziehungen hat, Olaf Mantai im BMW. Dann erneut ein Porsche mit Oliver Beuke. Auch er fährt ja für das Team Mittelmotor GmbH. Ein weiterer BMW M3 E30 mit Michael Menden und Peter Posawatz. Das ist der orangefarbene BMW, den wir da ja, Mitte vom Bild sehen. Der hat natürlich so mit den schönsten Sound. Michael Menden, Doppelstarter, sein zweites Fahrzeug, der 964er Cup, steht direkt daneben. Also das ist ein Starterfeld wirklich vom Allerfeinsten. Viele, viele schöne Porsche, BMW, Opel, Ford Escort, RS 2000 mit dabei. All das, ja, die Fahrzeuge, die in den 70er, 80er Jahren hier die Nordschleife mehr oder minder geprägt haben. Ab jetzt, ab da, wo die beiden Sportwachte stehen, und wir sehen es vorbildlich von Andy Gülden, von Eddie Althoff. Das sind Routiniers, die kennen natürlich die Bedingungen. Ich glaube, der Andy Gülden hat ein bisschen den Vorteil von wegen Wetterbedingungen. Wie ist die Nordschleife im Nassen? Der Eddie Althoff, der ist schon viele Rennen hier gefahren, aber in den letzten Jahren nicht mehr ganz so oft hier oben angetreten. Einmal im Jahr das Klassikrennen, aber sonst eher selten nur noch hier oben zu finden. Deshalb denke ich mal, hat der Andy Gülden ein bisschen so den Vorteil. Er weiß, wie die Grip-Verhältnisse im Nassen auf der Nordschleife sind. Zumal ja auch einige Stellen immer mal wieder neu asphaltiert worden sind. Und jetzt schauen natürlich alle, wenn sie auf die Start- und Zielgerade kommen, mit dem Blick auf die rot geschaltete Ampelanlage. Derjenige, der dann so ein bisschen jetzt das Tempo vorgibt, ist eben die erste Reihe mit Andy Gülden und Dr. Eddie Althoff besetzt. Aber irgendwo setze ich auch auf den 635er CSI BMW mit Olaf Mantai. Der wird sich das Ganze hier nicht lange anschauen. Der wird vorne direkt hineinstoßen in die Porsche Armada. 3 Reihen Porsche. Und dann kommt eben der schnellste Nicht-Porsche, der 635 CSI BMW. Und jetzt ist hier oben an Start und Ziel natürlich die Luft ganz dünn geworden, denn jetzt kommt das Feld an. Jetzt wird durchbeschleunigt, die Startampel ist auf grün geschaltet und sofort versucht Heiko Hammel vorbei. Ach, heiliger Kuhmist. Heiko Hammel geht an die führende Position im Paddy O'Grady vorbereiteten Porsche. Heiko Hammel, der ist im letzten Jahr sein erstes Rennen in der Youngtimer Trophy gewinnen konnte, bremst sich als erstes ins Yokohama S hinein. Andy Gülden hat eine ganz saubere zweite Position
Position eingenommen und auch Nick Salewski versucht jetzt schon an, Dr. Eddie Alto vorbeizuziehen. Und wir sehen Olaf Manthey. Schau hin, Olli, das ist ein granatenstarker Auftritt. Im Moment zieht er am Porsche von Nick Salewski vorbei. Erst einmal neben ihn. Jetzt geht es runter, vorbei an der Kurzanbindung. Da biegt man nicht ab. Und hier kommen alle Fahrzeuge im Moment ganz sauber durch das Yokohama S durch. Hier und da wird es natürlich ein bisschen eng. Mal ein kurzes Anlehnen ist hier angesagt. Aber ganz fair, muss man auch mal sagen, ist nicht unbedingt so an der Tagesordnung. Aber die wissen hier, es kostet viel Geld, diese Fahrzeuge immer wieder vorzubereiten. Und die Spitze kommt an mit Heiko Hammel im Bereich der Müllenbach-Schleife. Zweite Position immer noch ist es Andy Gülden. Und man sieht diese eingeschalteten Scheiben. Es ist pitschepatsche nass, es ist in Strömen am Regnen und man hat seitens Olaf Manthey mal richtig in der ersten Startphase alles richtig gemacht. Ja, Manthey von 8 auf 5 vorgefahren, aber was hat denn der Heiko Hammel da gemacht von 6 auf 1? Der ist ja vorbeigefahren an den anderen, als würden die stehen bleiben. Also die haben nicht nur das Getriebe gewechselt, die haben anscheinend noch irgendwie eine Lachgaseinspritzung eingebaut oder was auch immer. Sensationeller Granatenstart von Heiko Hammel. Dass der gut Auto fahren kann, weiß jeder, der hier oben schon mal am Nürburgring war. Aber dass er so einen Start da hinlegt, spricht natürlich auch für das Top-Auto. 490, der Porsche, den wir da sehen, der sich da fast dreht. Bekannter Helm, bekannter Name, Wiesbaden, Simon, grüner Helm. Nein, es ist nicht Patrick, es ist der Bruder Marc Simon, der mir gestern noch sagte, ja, er braucht es schon so ein bisschen, bis er mal wieder drin ist. War schon lange nicht mehr auf der Nordschleife, schon lange nicht mehr im Porsche gesessen. Aber als alter Racer kriegt er das hin. Und irgendwann sehen wir mal alle drei Simon-Brüder zusammen auf dem Auto. Aber vorne Heiko Hammel, dann Andy Gülden. Schauen wir nochmal Zeitlupe. Da gibt es auch, das ist Dünkelmann, müsste das sein, ne? Genau. Der da ein bisschen weit nach außen fährt, aber alles gut gegangen. Und hier sehen wir nochmal, dass Marc Simon da in Problemen ist, konnte das Auto aber gut abfangen. Alles gut gegangen, kein Problem. Zweite Startgruppe kommt, auch die sind momentan hier in Anfahrt Richtung der wieder einmal rot geschalteten Startampel. Denn als das Feld hier gestartet war, die erste Stadtgruppe komplett durch war, hat man hier oben alles für Jonas und Adrian Remmele, für Christoph Renig, Andreas Leindecker, für die beiden Fahrzeuge aus dem Hause von Opel aus der ersten Startreihe vorbereitet. Das sind im Übrigen die ersten beiden Startreihen, die mit Opel-Fahrzeugen besetzt sind. Denn, wir haben ja auch Sven Fisch, wir haben dort hinter Michael Nolte. Das ist das Einser-Fahrzeug, das ist der Meister des vergangenen Jahres, der hier oben bei einer Regenveranstaltung Meister wurde, die gar nicht gestartet werden konnte. Die ADAC Westfalen-Trophy im vergangenen Jahr. Nebel und schlagartiger Regen, Unwetter. Regen, der heruntergekommen ist, so konnte man das Rennen da nicht freigeben. Er wurde aufgrund der Wertung an diesem Wochenende Meister, ohne an den Start zu gehen. Jetzt kommt das Feld an, lassen wir diese ganze Thematik sein. Remmele, Renike, das ist die erste Reihe, aber sofort sieht man auch auf der Außenspur, dass der Opel-Fachmann auswillig Nersen Druck macht. Und das ist Michael Nolte, der möchte natürlich hier sofort an die Spitze gehen. Hat im Training ein paar Sekunden Rückstand gehabt auf die Lieder. Da gibt es eine Berührung unten und zwei der C-Coupés geradeaus und auch ab ins Kiesbett. Das, hoffentlich kommen sie raus. Na, der eine ist zumindest mal durchgekommen, der eine fährt ganz außen. Komm, nein! Das darf nicht wahr sein. Schade, schade, schade. Die 160 ist es, Sven Fisch. Da gab es eine Berührung mit Michael Nolte, hier auch ein Dreher von einem E30er BMW. Schade, schade, das war so ein tolles Bild, die vier gelben Opel Kadett C-Coupé. Ich weiß, jetzt ist mein Freund Wolli Thiesen, schönen Gruß ins Saarland, dem ist das Herz aufgegangen, als er die vier Opel Kadett C-Coupé gesehen hat. Aber ja, nur noch zwei von denen vorne, dahinter dann auf Platz 4 bereits ein Kadett E. GSI, das Auto mit, oder ein Auto, wie es ja Markus Österreich früher in der DTM gefahren ist. Aber vorne zumindest mal zwei Kadett C-Coupé vorneweg. Ja, und dort hinter das von dir angesprochene Fahrzeug der Opel, das müsste dann sein, die 378. Und hier sehen wir Sven Fisch tief im Kiesbett und der wird dort aus eigener Kraft nicht mehr rauskommen. Hinten sitzt der Auspuff aus, vorne ist man abgetaucht bis zur Bodenplatte. Mit Michael Schmitz, mit Leon Schneider und mit Lukas Picard ist man hier unterwegs in diesem Opel Kadett E-GSI. Das ist ein 16-Ventiler Opel, 2-Liter Motor. Aber vorne, da versucht man sich jetzt abzusetzen vom Feld. Und da ist es die Mannschaft von Renike Leindecker und dort hinter eben von der Scuderia Augusto Zugbrühl benannt Michael Nolte, der Meister des vergangenen Jahres. Und hier sehen wir auf der linken Seite gerade im Bild das Fahrzeug des siebenfachen Meisters der Youngtimer Trophy, Olaf Rost, der an diesem Wochenende
noch einmal hier auf dem Nürburgring ins Lenkrad greift. Und wir sehen auch, wie die beiden Opel sich an der Spitze weit, weit entfernt haben vom Rest des Feldes. Jetzt geht es hinein, Anbremsphase, eine leichte Anbremsphase zur Vedol-Schikane. Und Bernd Bellersheim und Jan Bellersheim, die haben definitiv hier ja, die Haube verloren, denn das ist die Haube unweigerlich des Ford Escort RS 2000 Mark I, das Fahrzeug aus dem Jahre 1973. Und jetzt kommen sie, die historischen. Und dann hat man, Olli, mal gesehen, dass einer das Reglement genau im Kopf hat. Das ist Mike Schursberg, der ist wieder nach vorne gefahren in Reihe 1. Ich hätte prinzipiell auch gerne gesehen, wie er innerhalb von nur wenigen Runden durch das gesamte Feld durchgefahren wäre. Das, wenige Runden, wenige Kurven wären das nur gewesen für ihn. Denn das werden wir gleich sehen. Der macht gleich eine Riesenlücke zwischen sich und dem Rest des Feldes. Es ist dieser Ford Escort Mark I RS 1600 BDA, ein Mega-Auto. Und Mike Stoßberg ist auch ein absoluter Klassefahrer. Ist ja auch schon GT3 gefahren mit dem Haribo-Team, mit Uwe Arzen gemeinsam. Also die werden sich mit Sicherheit vorne wegfahren. Aber Claudia Hürtgen auch einen guten Start im Porsche 911 ST. Gemeinsam ja mit Angelo Di Casa unterwegs. Aber die Claudia natürlich auch im Regen, denke ich mal, in dem Porsche eine absolute Könnerin und weiß genau, was sie hier tut. Gelbe Flaggen natürlich, weil der Sven Fisch Opel Kadett C da in der im Kiesbett steckt. Deshalb alles fair, alles gut, geht sauber zu. Wir sehen Hermann Stippler im Kampf mit Kerstin Dexnis in einem der Porsche. Ja, alles gut gegangen, keine Gefahr für die Crew, die da den Opel Kadett von Sven Fisch mittlerweile dann versucht zu bergen, aus dem Kiesbett rausholt. Da gehört auch einiges zu. Mich gehört Gehirnschmalz zu, dass die Fahrer hier so sauber reagiert haben. Das ist immerhin die Startphase des auch für sie, der Fahrergemeinschaft Historischer Rennsport, wichtigsten Rennen im Jahr. Und dann bei Doppelgelb in der Startphase ganz vorsichtig dort unten reinzufahren. Denn auch die wissen natürlich, es geht hier um die Sicherheit der Sportwarte. Denn ohne die können wir gar nichts hier verrichten, auch nicht auf dem Nürburgring. Wir sind froh und glücklich, auch wieder diese vielen, vielen Sportwarte diesem Wochenende hier auf dem Grand Prix-Kurs wie auch auf der Nordschleife zu haben. Ja, vorne setzt man sich ab in der dritten Startgruppe. Das ist die 601. Das ist ein Team, was so seit gefühlten 4-5 Jahren in dieser Form unterwegs ist mit Heinz Schmerserl und mit Mike Stursberg. Die beiden ergänzen sich prächtigst. Heinz Schmerserl ist ja immerhin schon 74 Jahre alt und das ist ja der von Robert Rüttel vorbereitete Ford Escort, den wir im Startphase erleben durften, wie er dem Feld weggefahren ist. Und wir sehen die Mannschaft, die wir heute auch schon angesprochen haben, Klaus Kleber und Kollege Jürgen Schürges. Der eine Jürgen Schürges kommt vom Niederrhein, Klaus Kleber direkt aus Krefeld mit diesem heckbetriebenen Fiat Abarth OTS unterwegs. Und mit der 492 haben wir gerade im Bild gehabt, Andreas Glocke. Das ist ein Fahrer aus der Youngtimer Trophy. Ja, wo hat man den im Moment hier gesehen? Das ist der rot lackierte 964er Cup Porsche. Der Mann, der ja auch in der Hankook Cup Tourenwagen Trophy an den Start geht, aus Floto kommt. Der ist Besitzer eines Baumfellbetriebes, wollte mit einem BMW hier an den Start gehen, hat aber kurz vorher noch umgeswitcht auf diesen 964er Cup Porsche. Und wir switchen um, Olli zur Spitze, und da sind wir im Bereich der Klostertalkurve. So ist es. Heiko Hammel hat mittlerweile Druck bekommen. Oh, der ist ja komplett quer da. Hast du das gesehen? Zwar weit aus dem Hubschrauber, aber der ist Ausgang Klostertalkurve komplett quer gewesen. Hat auch schon Druck von, ich denke mal, es ist Andy Gülden. Müsste das sein, fehlt aber einer der blauen Porsche. Entweder fehlt Gülden oder Althoff. Im Moment schwer zu sehen. Hammel definitiv vorne. Das ist Gülden auf 2. Das ist das Wrangler-Auto, das Auto von Stefan Oberdörster. Also Gülden macht mittlerweile Druck auf Heiko Hammel. Aber wo ist denn Eddie Althoff abgeblieben? Den vermisse ich ein bisschen. Hoffentlich ist da nichts passiert. Ich schau mal gerade, es gibt eine Meldung. Startnummer 534 hat sich getreten. Nee, das ist ein anderes Fahrzeug. Das ist er nicht. Also da ein bisschen die Frage, was mit Kollegen Althoff ist. Einer der E36er BMW, der ist vorne rechts eingeschlagen. Wo sind wir denn da? Hatzenbach, ne? Ja. Hatzenbach, da gab es einen Einschlag. Wird jetzt rückwärts da in diese Tasche gezogen. Dass das Fahrzeug weg ist, dann wird dann auch gleich die Code 60-Phase aufgehoben. Jetzt schauen wir nochmal hier. Boah, Heiko Hammel, der ist ja nur noch am Driften. Und natürlich, da lässt sich der Andi Gülden nicht zweimal bitten und übernimmt die Führung von Heiko Hammel, der auch da wieder quer in der Eiskurve ist. Also ich denke mal, da sind die Reifen wahrscheinlich nicht ganz so optimal für diese Bedingungen. Aber der Heiko Hammel hält das Auto auf der Strecke und das ist das Allerwichtigste.
Hab so ein komisches Gefühl, als käme Heiko Hammel schon nach dieser ersten Rennrunde in die Box hinein, denn das ist alles andere als optimal gewesen, was wir gerade von ihm gesehen haben. Wir sind jetzt in der dritten Startgruppe unterwegs, hier die 722, das ist die Mannschaft von Ralf Oehme und Niklas Oehme. Noch einmal der Startvorgang und diese Granatenstart, den wir erleben durften von Heiko Hammel, und wir haben das Ganze auch noch mal so ein bisschen hier aufgearbeitet, und das war ein sauberer Start. Die Ampel war auf grün, der hatte eben genug Schwung, um direkt hier an den Konkurrenten vorbeizuziehen. Sauber auch abgebogen in die ins Yokohama S, und hier sehen wir, Olli, das Ding funktioniert. Er hat richtig Grip auf der Achse, und ich glaube vielleicht, dass er einen schleichenden Blattfuß oder irgendwas hat, denn diese Driftwinkel, die wir eben erleben durften, bevor er von Andy Gülden überholt worden ist, das war alles andere als optimal für ihn gewesen. Wir sehen auch die Morgan Plus 8, da werden wir später noch drauf eingehen. Zweite Startgruppe, Olli, das ist ein geiles Bild, oder? Herrlich, viermal Opel Kadett C Coupé in Gelb. Jetzt schauen wir noch mal genau, was da passiert ist bei diesem Anbremsen. Ja, der zieht aber auch weit drüber. Nee, also tut mir leid. Der Schwarz-Gelbe. Ja, der Schwarz-Gelbe, Sven Fisch. Also Junge, den hast du aber auch selber verschuldet. Du bist der, der am meisten darunter leiden muss, der auch dann im Kiesbett stecken geblieben ist. Aber den, tut mir leid, Sven Fisch, den hast du selber verschuldet. Warum ziehst du da so links rüber? Da konnte auch der Kollege Remmele gar nichts anderes machen. Wo soll er denn hin? Keine Chance gehabt, da noch auszuweichen. Also Sven Fisch, tut mir leid, in aller Härte es sagen zu müssen. Das Ding musst du auf deine eigene Kappe nehmen. Und ja, nichtsdestotrotz ist es schade, dass er dann stecken geblieben ist. Sturzberg, das hatte ich eben gesagt, der knallt vorne weg. Der hatte auch schon, das konnten wir eben in den Bildern sehen, einen riesen Vorsprung auf Claudia Hürten rausgefahren. Nicht nur hier beim Start, sondern auch im Verlaufe der ersten Runde. Alex Kolb im Osten Healy hat auch einen klasse Start. Denn der freut sich mit Sicherheit am meisten über diese Witterungsbedingungen hier am Nürburgring. Auch hier in dieser Klasse eine breite Markenvielfalt in den historischen Rennserien. Dort, wo man ja ab der Homologationsstufe 1947 an den Start gehen darf. Ja, Gülden auf 1, Hammel auf 2. Der ist tatsächlich hier durchgefahren. Hat auch kurioserweise jetzt im ersten Sektor, Olli, da scheint alles gut zu funktionieren. Die schnellste Sektorenzeit abgeliefert. Und das Fahrzeug, was eben gestrandet war, das war der 325i BMW von Stefan Reuter und Herbert Neumann, beide im letzten Jahr hier an gleicher Stelle nicht mit von der Partie gewesen. Ja, wird man das Fahrzeug irgendwo hier noch wieder zurückbringen können, um vielleicht da die ein oder andere Reparatur anzusetzen. Wir sehen auch natürlich gerade in der Ravenol-Kurve, da ist man immer geneigt, mit ein bisschen mehr Speed durchzufahren, weil es eben diese große asphaltierte Auslauffläche gibt. Und im Bild Dr. Jürgen Seiler und Marika Seiler, die mit dem 924er S2 Porsche unterwegs sind. Und da gab es mit der 412 einen ganz kurzen Kontakt. Peter Möltgen, der konnte dort ja nichts anders reagieren, ist leider reingerutscht. Und dann sehen wir hier noch einmal im Replay eben diese Ravenol-Kurve. Olli, ich sagte eben, wenn man aus dem Michael Schumacher S hochkommt Richtung Ravenol-Kurve, der Einblick in diese Ravenol-Kurve ist sehr schwer. Ja, da war Uneinigkeit angesagt im Moment hier mit der Mannschaft, glaube ich, rund um Olaf Rost. Gutras ist mit dabei. Die 492 dreht sich, und das ist die Mannschaft von Andreas Glocke, wo ich eben noch drauf eingegangen bin, der hier im Enco unterstützt 964er Cup Porsche unterwegs ist. Jetzt zurück zur Spitze. Ja, und das ist Andy Gülden im Wrangler Porsche. Sehen auch da gelbe Flaggen, weil da noch diese Stoßstange von dem E30er BMW mitten auf der Ideallinie liegt. Natürlich tolle Arbeit der Sportwachte, die da warnen, die sagen, Leute, passt auf, da liegt was auf der Strecke. Und guck mal, der Olaf Mantel, der ist auf 3. Ich hab's ja gesagt, der Olaf im 635er im Nassen auf der Nordschleife, boah, der wird sich jetzt dermaßen einen Ast abfreuen, ne? Und Jörg, so gerne ich mit dir hier sitze, ich würde jetzt so gerne an der Nordschleife stehen und den irgendwo in Breitscheid auf der Brücke oder im Schwedenkreuz sehen, wie der Olaf Manta im 635er das Ding hier fliegen lässt. Aber vorneweg ist es definitiv Andy Gülden, der Chefinstruktor der Motorsport Academy, der Driving Academy vom Nürburgring. Dahinter Heiko Hammel und dann auf 3 hinten im Hintergrund zu sehen, der BMW 635 CSI mit Olaf Manta. Einfach nur toll zu sehen. Und wunderschöne Bilder, wunderschöne Autos, die vor allen Dingen richtig spektakulär bewegt werden. Und das ist einfach das, was dieses Klassikrennen, dieses 3-Stunden-Rennen zu einem absoluten Highlight macht. Und
Ach, einfach nur schön. Es hat aber den Anschein, dass es hier im Moment so, ja, nicht mehr die Probleme gibt bei Heiko Hammel. Für mich waren das wirklich eklatante Probleme, was wir aber auch gerade gesehen haben vorne in den Kühlern. Dort gibt es Laubpartikel, die sich dort reingesetzt haben. Das ist eben jetzt auch hier auf dem Nürburgring eine schwierige Jahreszeit eben mit diesem Laub. Dann hast du ganz schnell vorne mal die verschiedenen Kühler komplett zugesetzt, denn es gibt den Ölkühler und dann hat man vielleicht auf einmal irgendwo zu hohe Temperaturen im Fahrzeug. Und hier haben wir den Blick eben auf die Mannschaft von Marc Simon, der früher in der DTC, du hast es gestern berichtet, ich habe es mir gemerkt, in einem Opel Astra unterwegs war, aber der ist nicht alleine an diesem Wochenende im Rennen der 3 Stunden am Start. Achim Leinhorst, der Wachtberger, mit von der Partie. Und das ist ein Fahrzeug, der 964er Cup Porsche. Und für diese Fahrzeuge gibt es eine extra Klasse im Reglement der Youngtimer Trophy Porsche 964 Cup nach dem Reglement des Jahres 1994. Wollte das einfach nur mal so erwähnen. Sie können das alles nachlesen, auch auf dieser hervorragenden Internetseite der Youngtimer Trophy, die immer wieder von unseren beiden Social Media Mitarbeiter und Pressechefs von Stefan und Gina Eckert so toll aufgearbeitet wird. Ja, da ist Marc Simon unterwegs. Olli, für mich hat es den Eindruck, dass der Regen auch hier im Bereich der Armbergkurve nachgelassen hat. Wird definitiv weniger. Ja, mein Chefinformant, sage ich mal, Jörg Ufer, der Statistikkönig des Nürburgrings, der schreibt mir gerade: Olaf Manthey, BMW 635, Regen 24 Stunden, genau wie 87. 1987, da hat der Olaf im privat eingesetzten 635er hier eine Show abgeliefert, die vom Allerfeinsten war, gegen die Werks Ford Sierra waren es damals, mit Super, Nizitz und Kohl Ludwig. Und da hat der Olaf den nämlich auch, ja, mehr oder minder mal eine lange Nase gedreht, ist da vorne weggefahren, gab dann, ich glaube, in Runde 4 oder 5, der Jörg wird mich gleich korrigieren, einen kleinen Ausrutscher im Bereich Anfahrt Schwabenschwanz. Nichtsdestotrotz waren sie gut unterwegs und dann hat Harry Becker irgendwann Sonntag gegen Mittag im Bereich, genau da, wo wir jetzt sind, Anfahrt Metzgesfeld, den 635er, den Burgkellerei 635er mit Dieter Schäfer damals gewesen, zerstört. Aber der Olaf, ich glaube, der hat jetzt auch diese Erinnerung an 87, wie er damals mit diesem BMW hier den Nordschleife gerockt hat. Und genau das ist auch, guck mal, der Opel Ascona B, wie der da im Drift aus der Mercedes Arena rauskam. Das sind die Bilder, die ich sehen will. Driftende Autos, rutschende Autos und nicht diese perfekten GT3-Fahrzeuge. Die sind auch gleich, wenn die kommen, spektakulär, die sind super, die sind toll. Aber hier, ich will Drift sehen, ich will Autos sehen, die sich bewegen, die auch mal rutschen, die mal quer kommen. Das ist doch das, da gibt mir das Herz auf. Und Autos, die auch ohne Motorhaubenabdeckung hier weiter im Renngeschehen dabei sind, wäre doch am letzten Wochenende in der DTM, glaube ich, undenkbar gewesen. Das ist ein Fahrzeug im Übrigen, ein sehr von der Historie ein sehr interessantes Fahrzeug. Es wird seit dem Jahr 2016 in der Youngtimer Trophy aufgebaut, eingesetzt, wurde aufgebaut von den Jahren 2012 bis 2015. Es war ein Schrotthaufen gewesen und die Bellersheim-Mannschaft aus Mittelhessen, sind sie ja auch hier wieder zum Nürburgring angereist, haben ein Schmuckstück rausgebaut. Und man hat ja hier auch mit Bernd Bellersheim einen Fahrer, dem kommt das zugute. Der war früher im Rallye-Sport unterwegs gewesen, hat dann so ungefähr 20 Jahre pausiert und ist im Jahr 2006 zurückgekehrt in den aktiven Motorsport. War dort mit den 3 Bellersheim im Übrigen unterwegs gewesen in der FHR, Fahrergemeinschaft Historischer Rennsport, und jetzt im Youngtimer-Sport unterwegs eben mit diesem neu aufgebauten Fahrzeug. Und jetzt haben wir hier wieder diese von dir schon angesprochenen wunderschönen zu bewundern, der allerdings mit Sicherheit nicht geplant war. Man sieht aber auch dort hinter Bernd und oder Jan Bellersheim, wer dort immer unterwegs ist, wie sauber man die Linie halten kann, und man übt weiterhin Druck auf dem vorhin platzierten Opel aus. Wir bekommen auch natürlich dankenswerterweise von unserer Regie immer wieder eingeblendet unten in diesem Trecker, der abläuft, die einzelnen Positionen, und sehen auch momentan nur in der 19. Position. Das ist die Mannschaft von Dr. Edgar Althoff und Jörg Müller. Olli, da haben wir es aufgeklärt. Die sind also doch deutlich weit zurückgefallen auf die gesamt 19. Position. Ja, ich hatte mich ja eben gefragt, wo ist Eddie Althoff? Habe auch gerade den Jörg Müller mal angeschrieben, da kommt noch keine Antwort. Aber währenddessen kommt die Meldung von der Rennleitung. Unfall am Posten 139, Car Continued, also ist weitergefahren. 139 ist genau da, wo wir jetzt sind. Das ist Klostertal, Stahlstrecke in dem Bereich. Da hat der Eddie Althoff das Auto
anscheinend verloren, konnte aber weiterfahren. Werden wir gleich mal darauf achten, ob er hier oben ankommt, ob das Auto schwer beschädigt ist. Mit dem Sieg wird er damit natürlich nichts mehr zu tun haben. Aber wir wissen, der Eddie ist einer, der fährt gerne Nordschleife im Nassen im Porsche. Und sein Teamkollege Jörg Müller auch. Die werden definitiv weiterfahren, wenn das Auto das erlaubt, dass es hier vom Schaden her nicht allzu tragisch sein sollte. 964er Cup Porsche hier im Bild weiterhin unterwegs in freier Fahrt mit Marc Simon. Dort sieht es auch alles sehr, sehr gut aus. Und es gibt eine Mannschaft, der Paddy O'Grady Porsche, Heiko Hammel und Matthias Wasel, die sich auch schon seit vielen Jahren das Cockpit teilen bei den 24-Stunden-Classic. Die machen richtig Jagd auf Platz 1. Ist man noch nicht unterwegs, aber man macht Jagd auf Platz 1 auf den Wrangler Porsche von Andy Gülden. Denn es gibt Sektorenzeiten, die wir einblicken können. Und bis dato hat man in Sektor 1, 2 und Sektor 4 seitens Heiko Hammel die schnellsten Sektorenzeiten überhaupt abgeliefert, währenddessen wir Oliver Boyke im Bild erleben dürfen. Oliver Boyke, der ja vor vielen Jahren gewechselt hat in die Gruppe 5 hinein, hat gesagt, ich brauche ein bisschen Zeit, hat dann vor einigen Jahren in Sandford sein erstes Rennen in der Youngtimer Trophy gewinnen können. Er hat eine Firma, die macht den Industriebedarf für Gemüseverarbeitung, kommt aus Sassenburg und er ist auch oft auch hier oben auf dem Nürburgring unterwegs, glaube sogar für die Scuderia Hanseat. Dort macht er diese Driving-Schule, diese Fahrerlehrgänge, wie auch du, Olli, ihn bestimmt gut kennst. Genau, er ist auch ein Kollege von mir bei der Scuderia Hanseat. Und diese Helikopterbilder, die sind einfach legendär, einfach schön. Ich hatte vor ein paar Wochen beim 6-Stunden-VLN-Rennen oder NLS-Rennen schon mal gesagt, grüne Hölle, ja, das ist Wald, Wald, Wald und zwischendrin Asphalt. Das ist einfach, ja, ein Spruch, den kannst du hier über die Nürburgring Nordschleife am besten bringen. Das ist einfach so. Das ist wunderschön anzusehen. Ich bin froh, dass ich hier leben darf. Aber ich bin noch mehr froh, dass ich diese Rennen auf der Nordschleife erleben kann. Klar, ohne Zuschauer ist es nicht so schön, ist es ärgerlich. Aber Leute, ihr seid am Stream zu Hause. Ich kriege ja auch Meldungen hier über Facebook, über E-Mail, über WhatsApp, dass die Leute sich das zu Hause anschauen. Und ich wünsche euch weiter viel, viel Spaß beim Betrachten dieses wirklich fantastischen Rennwochenendes. Das gesamte Wochenende ist ja mega. Aber hier das Rennen, das hat bereits jetzt in den ersten 23 Minuten so viel Action, so viel geboten, dass mir einfach das Herz aufgeht. Gülden kommt zurück aus seiner zweiten Runde. Vorsprung, ja, ist der alleine unterwegs? Fahren keine anderen mehr mit? Was ist denn da los? Jetzt kommt Küke auf 2, Hammel auf 3 und dann kommt gleich schon Olaf Manthey. 13 Sekunden der Vorsprung von Andy Gülden auf Michael Küke. Und da ist jetzt Olaf Manthey, der Viertplatzierte im BMW 635. Ja, und währenddessen Andy Gülden schon im Bereich des Grand Prix-Kurses unterwegs ist, jetzt in Kurve 5 und 6 abbiegt, die im Moment immer noch namenlos ist, sich dann wieder hinunterbegibt Richtung der Dunlop-Gähre, warten wir an Start und Ziel auf die Zalewski-Mannschaft. Edgar und Nick Zalewski. Nick Zalewski ist im Starttörn unterwegs, tut sich aktuell ein bisschen schwer, aber ich denke mir, man hat einen genauen Plan und wird versuchen, das Ganze über die Distanz dann am Ende zu richten, dass man aufs Podium fahren kann. Podiumssiegerehrung gibt es im Übrigen hier in diesem Wertungslauf nicht. Das nur mal so zur Information. Und ein Edgar Zalewski wird das Ganze von der Boxenmauer aus in Ruhe betrachten, währenddessen jetzt die Attacke kommt. Heiko Hammel schiebt sich immer dichter ran an den Vorjahressieger, an den Gesamtzweitplatzierten, an Michael Küke. Das ist die Startnummer 503. Das ist der weiße Porsche, der 911er RSR Porsche, Fahrzeug von 1975. Es hat ein Fünfganggetriebe, ein 3-Liter-Motor und er bekommt jetzt heftig Druck eben von diesem jungen Piloten, der ja auch oft hier oben in der Eifel eben bei diesen langstrengen Rennen, bei den aktuellen Serien unterwegs ist. Und das ist Heiko Hammel, der hat trotz seiner erst 32 Jahre viel Erfahrung, ist Vizemeister im Toyota Yaris Cup gewesen, war auch unter den besten 4 im Seat Leon Supercoppa, den es ja über einige Jahre in Deutschland auch gegeben hat, dort wo man mit den spanischen Fronttrieblern unterwegs gewesen ist, ist gelernter Hochspannungselektrikermeister, aber er ist derjenige, der in diesem Jahr auch schon die Veranstaltung auf dem Hockenheimring für sich hat entscheiden können. Heiko Hammel, dort im O'Grady Porsche, der große Sieger gewesen. Und jetzt ausgangs der Vedol-Schikane, ja, da ist er immer noch hinter dem zweitplatzierten Michael Küke. Und jetzt kommt ein Abschnitt, Olli, da hast du Probleme an Überholen auch nur zu denken. Ja, Hatzenbach runter definitiv nicht. Im Nassen ist das alles noch so ein bisschen anders. Da kannst du mal eine andere Linie fahren. Es gibt ja da auch diese Regenlinie.
Hegenlinie, vielleicht für die, die sich nicht ganz so auskennen, was hat es damit auf sich? Da fährst du ein Stück neben der normalen Ideallinie, weil auf der normalen Ideallinie sich Gummiabrieb ansammelt und der ist im Nassen ein bisschen rutschiger. Dann fährst du die Regenlinie einfach so einen halben Meter versetzt davon, damit du nicht auf diesem nassen Gummimix da drauf kommst. Das ist so eine typische Art und Weise, wie man fährt. Zweiter Punkt einer Regenlinie, die Kurven sind meistens nach innen leicht abschüssig und dann kann es schon mal sein, dass so ein bisschen Wasser in Richtung Ideallinie läuft. Aber ja, wir sehen zum Beispiel bei Heiko Hammel gerade im Bereich Hatzmann, der fährt genau diesen halben Meter weg von der Ideallinie, diese Regenlinie hier auch wieder zu sehen im Bereich Hocheichen. Er bleibt einfach vom Scheitelpunkt ein bisschen weiter weg. Unfall wird gemeldet von der 462 aus dem Bereich 73, das ist da wo wir jetzt hinkommen, Richtung Flugplatz. 462, schauen wir mal, das ist Stefan Reuter, einfach nochmal, der hatte mir ja eben schon den i36er BMW Hatzenbach, genau. Das war der Unfall von eben, ist wieder freie Strecke, Auto wurde weggezogen. Jetzt schauen wir mal den guten Alni Gülden zu, wie er rüber Richtung Schwedenkreuzweg. Nein, wir bleiben bei Küke gegen Hammel am Zweikampf um Platz 2 und 3. Ja, wer begeistert mich momentan? Wer ist so der Mann der Startphase? Wir haben eben über Heiko Hammel gesprochen, wie er fulminant nach vorne gefahren ist. Jetzt im Duell mit Michael Küke beschäftigt. Aber muss auch mal sagen, es gibt Achim Leinhorst und Max Simon, die hier natürlich auch Grandioses geleistet haben. Da haben wir noch einmal ein bisschen die Listen studiert. 17. Startplatz in der ersten Startgruppe. Und hier sehen wir noch einmal den Riesendrift im Replay. Vielen Dank an die Regie. Das sind die Bilder, die uns begeistern hier im Youngtimer Sport. Und das hier, Michael Nolte, auch hier einen riesigen Driftwinkel an den Tag gelegt hat. Der ist ja auch ein exzellenter Rallye-Pilot, Michael Nolte, der Meister der Youngtimer Trophy des letzten Jahres. Im Jahr 1996 stieg Michael Nolte in die Meisterschaft ein und hat im letzten Jahr dieses Team hier abgelöst, den Ford Escort. Und jetzt haben wir auch Probleme und das müsste eben Hemmeler, ne? Hier haben wir im Moment hier Bilder, eine wunderschöne Zusammenfassung noch einmal im Replay. Ja, ganz kurz zurück, das ist die Mannschaft, die ich eben angesprochen habe mit Marco und Franz Josef Heiden, die im Ford Escort im weiß-grün lackierten, die Meister des Jahres 2018 wurden dann im vergangenen Jahr von Michael Nolte abgelöst und im Übrigen Franz Josef Heiden war schon im Jahr 1993 beim ersten Rennen der Youngtimer Trophy hier am Start, wurde vor 2 Jahren Meister und wir haben im vergangenen Jahr Meister erklären dürfen mit Michael Nolte, der im Jahr 1996 in die Trophy eingestiegen ist. Ja, und jetzt sehen wir Bilder, die wir nicht sehen möchten, den Ausfall von Adrian und Jonas Remmel. Und Olli, erinnern wir uns zurück, die Startphase in der zweiten Startgruppe. Da war es natürlich auch für die beiden sehr, sehr eng geworden. Die hatten Glück. Ja, eben. Aber jetzt sieht aber nach einem technischen Problem aus und wird da im Bereich Grünchen rausgezogen Richtung Eiskurve. Ich denke mal, da wird man dann gleich im Bereich Pflanzgarten aus dem Tor rausfahren. Schade drum. Spektakuläres Auto, tolle Bilder, schön zu sehen. Aber im Moment leider zumindest mal am Haken. Vielleicht kann er noch weiterfahren und ein bisschen Show liefern hier für uns im Stream. Die Kollegen von der Regie, die uns da gerade den Replay-Zusammenschnitt gemacht haben mit den besten 10. Eigentlich können die das ganze Rennen nochmal neu zeigen, weil das ist alles ein Highlight-Clip. Also fantastisch. Einfach nur schön, dieses Rennen zu sehen. Mir macht es echt richtig, richtig Spaß. Ich glaube, das hört man auch raus. Also diese Autos hier zu sehen, das ist ein Traum. Das macht richtig Laune. Und glaub mir, wenn wir hier oben in der Kabine Laune haben, aber die in den Autos sound, die haben noch viel mehr Spaß daran. Allen voran Andi Gülden, der vorne wegfliegt. Küke gegen Hammel in den Zweikampf. Manta hat man schon angesprochen. Ja, und Marc Simon, du hast es angesprochen, auf 7 vorgefahren. Der hatte Startplatz, ich muss noch mal gerade schauen, 17, mittlerweile 7. im Gesamt. Also Marc Simon, dass die Brüder es alle können, ist ja unumstritten. Und ja, er trainiert schon für den großen Brüderkampf im nächsten Jahr. Sag ich jetzt einfach mal so, Patrick, ich weiß, du hörst zu. Nächstes Jahr will ich euch alle 3 auf dem Auto sehen. Punkt. Da gibt es dem auch nichts mehr hinzuzufügen und wir haben gerade auch im Bild gesehen, nicht nur den Ford, sondern dort hinter auch den VW Polo RMS. Ja, für was steht RMS beim Polo? Das hat nichts mit einer VW-Bezeichnung zu tun, sondern RMS steht für Rost Motorsport, denn wir haben hier nicht nur Wolfgang Kutras im Fahrzeug unterwegs, der war
Du kennst den VLN-Meister, Olli, im Jahr 1979 gewesen. Und das ist doch auch schön, dass man sich nach so vielen Jahren noch einmal hier einfindet im Rennen der Youngtimer Trophy. Zurück zum Ursprung. In dem 129er Fahrzeug diese rote Lackierung mit den silbernen Streifen über das Fahrzeug drüber, den wir jetzt in zweiter Position in dieser Gruppe sehen dürfen. Auf Start und Ziel ist Olaf Ross dabei unter der Bewerbung der Scuderia Solagon. Das ist ein Verein aus Solingen, aus der Stadt der scharfen Messer, und er ist selbstständiger Kfz-Meister. Und hier wartet man ganz unruhig auf der Bremse, den Ford anzuschauen, der im letzten Moment noch die Kurve bekommen hat, rein ins Yokohama S, die beiden Bellersheim, die oft auch in einer Dreier-Kombo auftreten. Hier aber dann in der Verfolgung diesen wunderschönen, technisch wie auch optisch aufgearbeiteten VW Polo mit dem siebenfachen Meister der Youngtimer Trophy, Olaf Ross, 1997 erstmal der Sieger gewesen und letztmalig im Jahr 2017. Und er hat natürlich auch einen bärenstarken Sohn, der immer wieder unterwegs ist im Youngtimer Sport. Olaf Kevin Ross heißt er. Aber Olli, wir gehen zurück zur Spitze im Gesamtklassement. Zu Andy Gülden und, wie er es gestern zu mir sagte, auch zu Stefan Oberdörster, der moralisch neben ihm sitzt und diesen wunderschönen Porsche hier mit einem riesen Vorsprung über die Nordschleife prügelt. Einfach schön zu sehen, Andy Gülden. Ihm geht das Herz auf und die Familie sitzt zu Hause in Reiferscheid und drückt fest die Daumen. Jetzt geht es an dem Tausender Abarth vorbei, 998 Kubikzentimeter Hubraum. Ich glaube, wenn der Porsche mal, wenn der Andy Gülden ein bisschen zu stark aufs Gas tritt, dann saugt er den mehr oder minder an, den luftgekühlten Porsche. Da ist der Abarth auf einmal weg. Nein, ist er natürlich nicht. Aber einfach wunderbar zu sehen, auch diese Unterschiede da in Sachen Speed. Jetzt geht es vorbei an Hermann Stippler, am Papa von Frank, Schwiegervater von Yves, und der Andy Gülden auf dem Weg, die dritte Runde hier mit einem riesen Vorsprung zu beenden. Weit und breit noch nichts zu sehen von Michael Küke und Heiko Hammel, zweit- und drittplatziert. Wir sehen, dass die Eifel auch gerade noch das Wort mittlerweile das Herbstkleid angezogen hat, die bunten Wälder. Ich glaube, jetzt fängt auch die wunderschöne Zeit an, aber da hat natürlich Andy Gülden im Moment keine Hoffnung. Was wir aber gerade auch sehen durften, ist dieser faire Umgang untereinander. Denn hier weiß natürlich jeder, wir haben verschiedene Leistungen in den Fahrzeugen. Wir haben keinen Markenpokal, wo alles gleich aufgestellt ist. Und so hat man dann auch mit gerade den beiden BMWs, die ja auch hier im Zweikampf in ihrer Klassenwertung unterwegs sind. Einmal vorne Markus Schenkel und dort hinter der Bunte, das war eben Hermann Stippler gewesen. Man hat dort auch Platz gelassen. Die sind beide auf die eine Seite rübergezogen. Das hat keinen, auch nur einen Bruchteil der Sekunde gekostet. Nicht vorne an der Spitze den Leader Andy Gülden im Stefan Oberdörster Porsche hier unterwegs, und auch nicht die beiden, die dort in der Klassenwertung gegeneinander kämpfen, Hermann Stippler und Schenkel, Markus Schenkel, der Nürnberger. Das war ein ganz sauberer Umgang untereinander. Und der Vorsprung, 13,2 Sekunden wird uns hier eingeblendet, und wir haben auch aktuell einmal auf die Zeitenliste zu schauen. Man wechselt sich im Moment mit den schnellsten Sektorenzeiten ab zwischen Gülden und dem zweitplatzierten Küke. Auf Platz 3 weiterhin Hammel, auf Platz 4 immer noch der BMW, der 635er CSI BMW. Und in der Vergangenheit war es so gewesen, jetzt fängt es wieder hier oben an Start und Ziel. Dort können wir es erkennen, stärker, oder es fängt an zu regnen. Wie es weiter auf der Strecke ist, können wir nicht feststellen. Man hat immer so in den letzten Jahren gemerkt, nach 5, maximal 6 Runden kann der BMW herein, um dann zu übergeben, eben an Peter oder an Jürgen Schumann, die ja schon Youngtimer Meister zweimal, einer der beiden, und einer war zweimal Vizemeister der Youngtimer Trophy. Man ist immer gemeinsam an den Start gegangen, aber bei der Rallye Köln-Ahrweiler, die in diesem Jahr leider ausfällt, ging man auf getrennten Fahrzeugen, da auf einem Ford Escort, an den Start, und so wurde dann gesagt, du bist der Meister, du bist der Vizemeister. So hat es eben dann die Auswertung im Punktestand hergegeben. Olli, wir sind auf dem Grand Prix mit unseren Kamerabildern unterwegs und haben gerade auch gesehen, das Ausscheren von Küke und in der Verfolgung von Heiko Hammel. Also da ist das Ding noch lange nicht gelutscht. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir jawohl, kommt jetzt hier oben an Start und Ziel durch die 426 der Schumann BMW, besetzt mit Olaf Mantai. Drei Porsche vorne und dann Mr. Porsche im BMW auf Platz 4. Olaf Mantai. Ach, das ist schön. Golf 1 daneben Alpha.
dann der nächste Pole. Entschuldigung, das ist hier das Wortfall. Das ist der, müssen wir aber mal auch sagen, der einzige Pole im Teilnehmerfeld. Und das ist eben Marius Kubis, der für sein eigenes Team an den Start geht. Der reist immer mit Minimalaufwand an. Marius Kubis im 1750 GTAM Alfa Romeo hier am Weg unterwegs. Und das sind Fahrzeuge aus dem Hause von Alfa, die gewertet werden in der Fahrergemeinschaft Historischer Rennsport, die alle so, kann man festnageln, im Jahre 1971 auch gebaut worden sind, wurden dann aufgebaut, die meisten Alphas im Feld eben von Markus Niestrath, der gestern auch zugehört hat oder nach dem Rennen noch mal ein bisschen in den Stream von uns reingehört hat und dort auch feststellen musste, hoppla, ich war ja auch im Jahr 1993 schon hier beim ersten Rennen mit am Start und jetzt darf ich mal ganz kurz Aufklärungsarbeit betreiben, denn ich weiß, dass man dort auch im Stream zuhört. Das ist die Morgen Plus 8 und ich sprach gestern davon, von dem Helm, den wir erkannt haben. Das ist ein Rennwagen, der bei Deris Motorsport vorbereitet wird, die Mannschaft, die in Neuwied, glaube zu Hause ist. Ich sprach gestern was von Andernach, in Neuwied oder Main, möchte mich jetzt nicht ganz festlegen, aber ja, in Main, genau, du hast es gerade korrigiert, vielen Dank. Und das ist die Mannschaft, die zwar auf unseren Listen mit nur einem Namen auftaucht, aber Frank Depta, einer der beiden Inhaber dieser Firma, Depta und Josh Dornhege, haben ja die Firma Deris Rennwagen übernommen. Und ein Frank Depta, der ist auch hier in diesem Fahrzeug am Wochenende am Start. Und man kann die beiden unterscheiden. Depta im typischen Deris-Helm unterwegs, weiß mit diesem roten und blauen Streifen. Und auf der anderen Seite ist es dann Christian Bock, der hat einen komplett schwarz lackierten Helm. Und die Morgen Plus 8 darf einfach hier im Feld nicht fehlen. Ebenso wie Olli das Stickschiff, was wir gerade hier im Bild haben. Ich sage immer die Stickschiff dazu. Jetzt aber nochmal ganz schnell zurück. Die Scheibe klasse. Zum Morgen Freier. Plus 8, ja, Christian Bock. Das ist ein Fahrzeug, der hat mächtig Hubraum, 3,6 Liter, hat einen Turbomotor und es ist momentan eben der Kölner Christian Bock unter der Bewerbung der Scuderia Colonia und deres Rennwagen, der hier mit diesem Fahrzeug unterwegs ist, war ja auch in diesem Jahr in Assen am Start gewesen, wurde dort 13. im Gesamtklassement der Youngtimer-Wertung. Das ist doch das, was dieses Rennen hier ausmacht. Das ist ein Fahrzeug, was früheren Jahres auch beim 24-Stunden-Rennen am Start war. Und wenn du da nicht mehr starten darfst, reglementbedingt, dann gehst du in die Youngtimer-Trophy hinein. Genau das möchten und wollen wir hier erleben. Ich finde es cool, dieser Dreiersatzscheibenwischer da vorne. Ach, einfach nur schön. Das sind tolle Autos, die wir hier sehen. Das gibt mir bei jedem Einzelnen irgendwie das Herz aus. Ich bin gestern noch durchs Fahrerlager gegangen vom Günther Schlag, dieser Lancia Beta Monte Carlo. Ah, ein Traumauto. Einfach. Also ich hätte gestern 2 Stunden im Fahrerlager verbringen können, wenn ich nicht wieder Einsatz gehabt hätte beim Nachtqualifying des 24-Stunden-Rennens. Wahrscheinlich würde ich jetzt noch da unten rumlaufen. Einfach nur toll zu sehen. Nächstes Jahr hoffentlich wieder mit euch als Fans und wenn ihr dann hier hochkommt nächstes Jahr zum 24-Stunden-Rennen, tut mir den Gefallen, kauft euch noch eine Fahrerlagerkarte und geht mal in dieses Fahrerlager der Klassikfahrzeuge. Da ist auch eine tolle Stimmung, da wird gegrillt, da wird sich untereinander geholfen, da ist eine lockere Atmosphäre. Also das sieht nach einem Problem aus. Ich wollte gerade auch noch ansprechen, ich sprach was vom schwarzen Helm, nein, es ist ein gelber Helm. Und wenn du bei einem Langstreckenrennen, wo die Nordschleife mit involviert ist, nach dem Grand Prix-Kurs in die Box reinfährst, dann hast du definitiv ein Problem. Ich glaube, da gibt es überhaupt nichts drüber zu diskutieren. Man kommt auch jetzt hier unterhalb der Sprecherkabine durchgefahren, geht in die Boxenanlage. Ja, und da steht auch der Frank Depta schon bereit. Das ist auf der linken Seite zu erkennen, der gelbe Jacke mit dem weißen Helm, mit dem rot und blauen Streifen drüber. Ist es hier ein Routine-Boxenstopp? Dann aber die große Frage, Olli, hat man ja eine komplette Grand Prix Streckenrunde verschenkt, denn normalerweise kommt man ja zum Boxenstopp beim Langstreckenrennen mit Nordschleife direkt von der Nordschleife aus in die Box hineingefahren. Nicht wie das sich sonst im Qualifikationstraining verhält. Vielleicht hatte Christian Bock noch so ein bisschen das Qualifying vom gestrigen Tage im Sinn gehabt, ist also hier ja schon recht frühzeitig in die Box hineingekommen und es sieht alles nach einem Routine-Boxenstopp aus. Er ist raus und dann wird Frank Depta jetzt das Fahrzeug des Morgen Plus 8 übernehmen. Vorbereitet bei Deris Rennwagen. Ja, und das hat den Anschein, dass hier wirklich alles
Naja, man liegt doch mal irgendwo ein bisschen Hand an einem Fahrzeug, aber denke, dass man hier wieder in Kürze rausfahren wird. Morgen plus 8, also immer wieder auch dieses futuristisch anzuschauende Fahrzeug schön zu bewundern hier im Feld der Youngtimer Trophy. Spitze, Gülden, Küke auf 2, Hammel auf 3, Schumann BMW auf 4, Zalewskis Porsche auf der 5. Oliver Beute 6. Wir haben dann die Simon-Mannschaft auf der 7. Position und den schnellsten Mercedes. Der ist momentan auf Platz 8, den hatten wir eben auch kurz im Bild gehabt. Walter Leupold und Alexander Riese, die ja auch in Assen gemeinsam im Renngeschehen am Start gewesen sind. Man hat dort nach dem Frischboxenstopp dann übergeben und die beiden Leupold Riese in Assen die 8 platzierten im Gesamtklassement. Die Mannschaft, die den 190e 2,3 Liter Mercedes-Benz hier einsetzt. Und das ist ein Fahrzeug, was genau in die Homologationsjahre der Youngtimer Trophy bis 88 noch hineinpasst. 1985 wurde dieses Fahrzeug ja erstmals eingesetzt. Die Truppe, die ja im vergangenen Jahr hier an gleicher Stelle auch am Start waren, dort allerdings im Gesamtklassement deutlich hinter den Top 50 am Ende der dreistündigen Renndistanz von der Zeitnahme registriert worden sind. Im Moment hier stark unterwegs auf Platz 8. Die 9. Position, das ist die 312. Auch da eine Mannschaft, ja, das hat mich gewundert, als ich die Starterliste gesehen habe. Heinz F. Pott mit von der Partie der Beckumer im BMW M3. Das sind Fahrzeuge von 88 mit 2,3 Liter Motor mit Thomas Ardelt und Klaus-Dieter Fromme. Für mich beide ganz neu hier im Feld der Youngtimer Trophy. Und das ist ein Mercedes, aber nicht der Mercedes, der im Klassement auf der gesamt 8. Position steht, sondern das ist ein Mercedes, der im Klassement der FVR-Serie gewertet wird. Mit Holger Thielert, dem Dortmunder besetzt, der normalerweise mit seinem Sohn Nils an den Start geht. Hier aber eben vertraut auf den Frank Plaas. Wir sehen den schönen 911er RSR Porsche von Markus Schmidt. 52 Jahre alt, aus Aschheim kommt er, der mit diesem Fahrzeug hier im Bereich des Grand Prix-Kurses, im Bereich der Ravenol-Kurve unterwegs ist. Ein Fahrzeug in der jungfräulich weißen Farbe gehalten. Das sieht auch alles nach einer ganz, ganz sauberen Fahrweise aus. Und der hat vor sich positioniert Markus Dünkelmann und Christoph Breuer. Ja, ich habe fast den Eindruck, dass man hier mit Dünkelmann und Breuer ein bisschen Probleme hat. Man gar nicht so schnell mit dem 935-5 RSR Porsche unterwegs ist. Und Christoph Breuer, der ja bei Mantai Racing arbeitet, der im Übrigen auch schon Ausflüge gemacht hat in die Cup- und Tourenwagen Trophy, dort mit einem Audi am Start gewesen ist, der dort auch immer wieder für Klassensiege gut war, auch Positionen unter den Top 10 einfahren konnte. Der ist hier wieder einmal unterwegs, gemeinsam mit Markus Dünkelmann, dem Sechstplatzierten vom Saisonauftakt auf dem Hockenheimring im 935-5 Porsche, aber dort hinter in der Verfolgung, jetzt abbiegend auf die Nordschleife mit der 111 Markus Schmidt. Ja, das ist auch Markus Dünkelmann, der da im Moment am Lenkrad der 509 dreht. Christoph Breuer wird dann nachher übernehmen, denn der Christoph Breuer, das ist, ja, ich sag mal, ein Semiprofi, der wäre weiter vorne. Schau, geht das gut? Das auf der Nordschleife und dann gibt es einen bösen Einschlag. Aber Ravenol-Kurve, kein Problem für Bernd oder Jan Bellersheim. Und ja, stellt sich die Frage, wofür braucht man eine Motorhaube? Ja, einfach nur toll zu sehen, dieser Knochen-Escort von vorne, dieser Kühlergrill, so ein bisschen wie so ein Hundeknochen aussieht. Deshalb wurde das damals als Knochen-Escort bezeichnet. Die 464 im Bild, schöner M3 E30, auch so mit dieser Lackierung angedeutet, diese Werkslackierung, die es damals gab bei BMW. Und ja, dieser wunderschöne Mercedes-Benz mit der 617, einfach nur tolle Fahrzeuge, die wir hier am Start sehen, die 617, das ist Holger Thielert, Frank Plaas im 300 SE. Das ist das andere Mercedes-Fahrzeug. Aber der hier, das ist der Mann des Rennens definitiv. Andy Gülden vorneweg, Anfahrt Richtung Flugplatz, Schwedenkreuz über die Kuppe drüber. Und ja, wir sehen diese herrliche Lackierung oder, ja, ist es Lackierung oder Folierung? Das heißt, drum einfach nur schön gemacht, das Auto toll aufgebaut. Und ja, oh, da gibt es einen Dreher und einen Einschlag vom NSU-Printer, ganz leicht eingeschlagen. Hinten links
gelber NSU Prinz. Ja, meine Kollegin Bianca Baldes, die wird jetzt ein bisschen zucken, weil ihr Mann, der Jörg, fährt auch so einen NSU Prinz als Privatfahrzeug. Und das hier ist Hermann Stippler, Papa vom Profi, vom Audi-Spezialisten Frank Stippler. Gemeinsam mit der Frau von Frank, mit Yves Scheer, diesen wunderschönen BMW 2002 hier an den Start bringt. 202 BMW, das ist ein Auto, der im Nassen, der hat ein unwahrscheinlich leichtes Heck, der kommt sehr schnell, sehr quer, aber sehr kontrollierbar. Ich weiß, wovon ich rede, habe selber jahrelang so ein Teil gefahren, macht einfach Laune, ist wirklich schön zu kontrollieren, gerade im Nassen. Aber Hermann Stippler ist nicht mehr der Jüngste, ist auch schon über 70. Deshalb, er lässt es, ich sage jetzt nicht gemütlich, hört sich zu negativ an, er lässt es vorsichtig angehen, weil er will natürlich die Schwiegertochter gleich auch noch fahren lassen. Die wird natürlich auch eine Menge Spaß haben in diesem lila-gelbfarbenen BMW 2002. Dahinter der Porsche von Kirsten Judexnis müsste das sein. Dann geht es nochmal rechts rum, Galgenkopf. Die wichtigste Kurve des Nürburgrings, der Nordschleife. Und dann ab auf die lange, lange, lange Gerade, die Dattümer Höhe. Die Passage, wo es die meisten Überholmanöver natürlich gibt. Aufgrund Windschatten ansaugen und dann aus dem Windschatten rausfahren. Hier in dem Fall zwischen dem BMW und Porsche, da wird das nicht ganz hin. Und der Porsche wird ein bisschen schneller sein auf der Geraden. Ist aber zu weit weg von Hermann Stippler im BMW 2002. Andi Gülden, Vorsprung 23 Sekunden auf Michael Küke, Heiko Hammel auf 3, Olaf Mantai auf 4, dann Salewski 5, Beuke 6, Marc Simon auf 7. Toll gemischtes Feld im Gesamten, aber vorne an der Spitze ist es überwiegend die Marke Porsche, mal abgesehen von Olaf Mantai im 635er BMW. Diese Fahrzeuge der Fahrergemeinschaft Historischer Rennsport, gerade eins dieser eingeblendet, haben ja auch einen schönen Vorteil an einem Rennwochenende. Wenn du wirklich viel Zeit auf der Strecke zubringen möchtest, hast du die Möglichkeit, sofern beide Serien dann ausgeschrieben sind, an einem Rennwochenende in der HT-GT um die Dunlop Trophy, das sind die historischen Tourenwagen und GT-Fahrzeuge, und auch im Historic Endurance Cup an den Start zu gehen. Man kann da so eine Brücke schlagen, die Fahrzeuge sind für beide Kategorien dann zugelassen, und so hast du da mal ein einstündiges Rennen in der HT-GT mit demselben Fahrzeug, dann ein zwei- bis gegebenenfalls ein dreistündiges Rennen im Historic Endurance Cup, und beide Serien werden dann ja mit den Meisterschaftspunkten auch hineingepflegt werden in die Wertung der deutschen historischen Automobilmeisterschaft, genau so heißt es, denn der DMSB hat vor gefühlten 3-4 Jahren dem Antrag stattgegeben, den Michael Thier gestellt hat, und als Michael Thier sagte, wir möchten unbedingt auch einmal eine deutsche historische Automobilmeisterschaft ins Leben rufen, gesagt, getan, der DMSB hat zugestimmt, und da war man der Meinung, es sind so vielleicht mal 20, 30 Fahrzeuge, die sich dort einschreiben oder Piloten, die sich einschreiben, aber bereits im ersten Jahr weit über 50, 60, die sich eingetragen haben in die Liste, um gewertet zu werden. Und wir sind jetzt bei weit über 100. Und ein Team, was auch sehr erfolgreich dort war, ist eben die Mannschaft von Heinz Schmersal und Mike Sturzberg. Aber wir sind hier im Stefan Oberdörster Porsche unterwegs mit Andy Gülden. Und wenn manch einer sich jetzt vielleicht zu Hause fragt, was hat der für einen großen Endtopf hinten auf das Auspuffrohr noch einmal aufgeschraubt? Ja, wir sind auch den Sachen Umweltgedanke natürlich immer mit federführend unterwegs im Rennsport. Hol nur mal ein Beispiel, im Tracksport achtet man darauf, dass man einen möglichst geringen Rollwiderstand hat, einen leisen Reifen auf den Markt bringt. Das wird auch dort im Tracksport weiterentwickelt und hier auch im Sport mit diesem Porsche in der Youngtimer Trophy. Man ist von Lärmentwicklung begrenzt, und hier auf dem Nürburgring wird das ganz streng überwacht, und so gibt es auch Ende der Döttinger Höhe eine große Anzeigetafel. Wenn du dort zu laut bist, dann gibt es hier Schelte von der Rennleitung, und aus diesem Grund haben alle Fahrer dann natürlich hier dementsprechende Auspuffanlagen installiert. Auch das Fahrzeug mit der 16, das ist das Fahrzeug, die NSU TT, die Neckars-Ulmer Mannschaft mit besetzte Stefan Schmelter und Alex Schneider. Dieses Fahrzeug
geht ja in der Youngtimer Trophy an den Starten. Das ist ein Fahrzeug aus der Gruppe 2, die verbesserten Tourenwagen. Und es ist ein Fahrzeug aus der Klasse 7, die 1300er Kategorie. Von der Homologationsjahr 1966 bis 1971, also die älteste Homologationsstufe der Youngtimer Trophy, die älteste Jahrgangsstufe der Youngtimer Trophy. Stefan Schmelter, dem gehört, glaube ich, das Auto. Und Alex Schneider ist hier auch an diesem Wochenende mit unterwegs. Da gibt es ein bisschen Probleme mit der Befestigung der Heckklappe. Und Alex Schneider ist ja bekannt als granatenschneller Fahrer im Kampf der Zwerge. Dort, wo man ja mit fünf verschiedenen Kategorien unterwegs ist. Dort, wo man alles hineinbringen kann mit 1300 Kubik, wo die Abarth Copper Miller, die NSUTT-Trophy, natürlich auch dann die Minis aus Großbritannien und so weiter nicht fehlen dürfen. Eine geniale Rennserie. Und vor diesem Fahrzeug, da biegt man auch mit einem BMW momentan ab in die Hatzenbach hinein. Und ich glaube, das ist der BMW gewesen, währenddessen wir jetzt leider erleben dürfen, den Dreher von Marius Kubis, der diesen, ja, beige lackierten Alfa Romeo 1750 GTRM im Moment in der, wo waren wir, Ravenol-Kurve einer Pirouette hingezogen hat. Ja, eben kurz drauf eingegangen, wie gesagt, und da sehen wir den Dreher noch einmal von Marius Kubis. Das ist das Fahrzeug, ja, was über einen Motor mit einem 1,6 Liter Hubraum Inhalt verfügt und im Jahre 1971 gebaut wurde. Im vergangenen Jahr leider nicht die Schwarz-Weiß-Geräte-Flagge hier bei diesem wichtigsten Rennen der Youngtimer Trophy und der FRR gesehen hat. Die Fahrzeuge der Youngtimer Trophy, habe ich schon gesagt, wer sie abgenommen hat, und die Fahrzeuge von Christian wurden dann hier abgenommen. Von Christian hat diese Fahrzeuge eben in der FRR-Serie als technischer Kommissar begleitet. Ja, so also momentan auch die Fahrt von Marius Kubis hier schön anzuschauen. Im Bereich der Hatzenbach ist man hier unterwegs und wir versuchen auch mal einen Blick auf den Monitor zu werfen. Wer ist der Führende im Klassement des Dunlop Historic Endurance Cup? Das ist ganz einfach. Das sind all die Startnummern, die 600 vorgeschaltet haben. Und dann schauen wir mal auf den Zeitenmonitor und sehen momentan in führender Position Ford Escort. Und das ist eben die Mannschaft von Schmersal und Sturzberg. 601 in der zweiten Position. Dann in der FAR-Serie haben wir mit der Startnummer 727. Das gibt noch einen spannenden Kampf, denn das ist die Truppe rund um Angelo Di Casa und Claudia Hürtgen. Und die werden zugleich verfolgt vom Öhme Porsche, die 722. Das ist Ralf Öhme. Der Düsseldorfer besitzt dort eine Großbäckerei mit sehr, sehr vielen Filialen. Und Niklas Öhme, sein 25-jähriger Sohn, der ist ja an diesem Wochenende mit unterwegs im weiß lackierten Division 2 Porsche. Das ist ein Fahrzeug aus der FAR, dort die Division 2. Das sind die GT, GTS und GTP-Fahrzeuge der Periode G. Ist ein bisschen kompliziert, Entschuldigung, aber die Periode G ist nach Anna K. die Fiat-Periode zwischen den Jahrgängen 1966 und, glaube ich, 1971. Leider hat man mit diesem Porsche, der 722, im letzten Jahr nach einem hervorragenden 8. Platz im Qualifying die schwarz-weiß karierte Flagge nicht gesehen. Man ist kurz vorher Alter ausgefallen. Ja, weiterhin mit Marius Kubis, der wirklich zu allen Veranstaltungen der FIR anreist. Und der hatte im letzten Jahr ein bisschen Pech gehabt. Im vergangenen Jahr gab es für ihn 3 Ausfälle bei der Nürburgring Classic, beim 24-Stunden-Classic-Lauf und dann bei der Renngemeinschaft Bergisch Gladbach, wo wir ja im vergangenen Jahr das Finale der FIR ausgefahren haben. Dort, wo es ja auch Wetterkapriolen hoch 3 gegeben hat. Die Renngemeinschaft Bergisch Gladbach, eine Veranstaltung, die schon über 40 Jahre es im Kalender gibt, auf dem Nürburgring in diesem Jahr leider der Formel 1 zum Opfer gefallen ist. Wir sind im Bereich Ausgang Brünschen. Eiskurve ist jetzt angesagt für den Führenden im Klassement, für den Oberdörster Porsche. Andreas Gülden ist hier momentan in souverän führender Position unterwegs. Er lässt hier aktuell nichts anbrennen. Warten noch ein bisschen auf den Zweitplatzierten im Gesamtklassement. Und das ist eben der Sieger des vergangenen Jahres. Er kommt jetzt hier, Ausgangsbrünschen ums Eck. Das ist Michael Küke.
auch hier eine ganz saubere Leistung, die er abliefert. Und der gelb dunkelgrün lackierte, das ist der Paddy O'Grady Porsche. Der reitet dieses Fahrzeug immer wieder absolut perfekt vor. Seit einigen Jahren das Fahrzeug in der Breitbauweise am Start mit Heiko Hammel, aber auch Matthias Wasel. Und die beiden kennen sich aus vielen, vielen Auftritten eben in diesen historischen Rennserien, aber auch natürlich in aktuellen Rennserien, wo beide schon viele Jahre am Start sind. Wir sehen auch hier den Porsche von Michael Wittke aus der FAR-Serie, den 914-6 Porsche im Bereich Ausgang des Brünnchens. Und natürlich geht es auch hier weiter mit dem Viertplatzierten. Noch der hat jetzt das Brünnchen verlassen. Und das ist die Mannschaft rund um Olaf Manthey, Jürgen und Peter Schumann. Fantastische Fahrzeuge. Olli kommt ja immer wieder so ganz groß ins Schwärmen. Und ein sehr aufgeräumtes Fahrzeug ist gerade an Start und Ziel durchgefahren. Nils Qualmann mit dem Opel Kadett GSI. Und jetzt wieder zurück Olaf Manthey. Muss mal auf den Zeitnahmemonitor schauen, hatte mal gerade eben ganz kurz ein Päuschen eingelegt. Ja, der war bis dato auch noch nicht in der Box gewesen. Da läuft momentan noch hier alles sauber über die Bühne. Und meine Mutmaßung war ja gewesen, so 5-6 Runden, dann wird man in die Box hineinkommen. Denn das Fahrzeug ist mit 3 Fahrern besetzt und somit muss man sich natürlich auch die Renndistanz ein bisschen einteilen. Und ja, Olli, im Moment haben wir das Rennen sauber am Laufen. Der Regen hat seinen Betrieb wieder eingestellt, zumindest an Start und Ziel. Das sieht da im Schwabenschwanz schon fast nach Sonne aus. Ne? Es wird immer heller da. Und ich glaube, die Wettervorhersage für den Rest des Tages verspricht auch wirklich, ja, ab 14 Uhr sogar Sonne hier oben. Im Nürburgring sehen, Ideallinie ist schon trocken. Und ich glaube, als Fahrer ist es jetzt sinnvoll, meiner Meinung nach, vielleicht noch 1-2 Runden zu versuchen auf dem Regenreifen, weil die Strecke, wie gesagt, immer mehr abtrocknet. Einfach den Stint so lange wie möglich rauszuzögern mit den Regenreifen und dann, ja, au, da gibt es einen Abflug. Ein Kadett E, der da im Gallenkopf, ja, rückwärts durchs Bild gerutscht ist und dann auch eingeschlagen ist, definitiv. Kommt man hinten am Bildrand sehen, während wir vorne Olaf Manthey gesehen hatten, dazu noch der 914er Porsche, der sogenannte VW Porsche wurde er ja früher mal genannt. Und da gab es definitiv einen Ausrutscher eines Kadett E. Gab auch einen Unfall der 481 im Bereich 119. Das ist Breitscheid, die Brücke. 481, schauen wir mal. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Das ist die Meier-Mannschaft. Das, Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle, aber das trifft mich auch besonders, weil es hier eine Mannschaft ist, die auch wie viele andere natürlich sehr sympathisch auftritt. Das ist Vater und Sohn. Michael Meier ist der Vater, der hat die Geschäftsleitung von Meier Werkzeugmaschinen inne. Und sein Sohn Max Meier, ein wahnsinnschneller Pilot, der ja auch in der Hancock Cup Tourenwagendorf wie immer für Gesamtsiege gut ist. Und das tut besonders weh, wenn man dann so, ja, die Mannschaft sieht nach einer intensiven Vorbereitung. Aber Olli, zurück zu dir, zurück zu Olaf Manthey. Ja, wie gesagt, er bleibt weiter draußen. 5. Runde für ihn beendet. Du hast immer gesagt, so 5-6 Runden ist normal. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass wenn das Benzin reicht, dass er sagt, okay, komm, ich mach sogar noch eine Runde mehr, weil im Moment die Regenreifen die beste Wahl sind, aber vielleicht in 2 Runden, in 3 Runden, dann die Slicks die bessere Wahl sind. Außerdem hat der natürlich einen Riesenspaß. Hast du gesehen, wie er da probiert hat? Blitzartig. Olaf ist ja, wie alt ist der Olaf? Ist er knapp über 60, würde ich mal schätzen. Fragen wir mal den Herrn Google, was der dazu sagt. Aber immer noch ein absolut klasse Fahrer. Krasser Fahrer ist er auch, ja. Immer sehr spektakulär. Also Olaf Manthey, 55 geboren, also 65 ist er mittlerweile. Ja, und immer noch richtig flott unterwegs. Natürlich wie immer an seiner Seite seine Frau Renate, die gestern auch voller Elan dabei war. Schau mal, komplett quer da im Bereich Müllenbach-Schleife runter. Dunlop-Kehre jetzt angesagt. Da bin ich auch überzeugt, jetzt gibt es den nächsten Drift. Wir können eigentlich Drift-Challenge heute Abend noch mitmachen mit dem 635 CSI. Ach, ist das schön zu sehen. 635er, du hast das gestern schon mal beim Training angedeutet. Gab es ja auch als Gesamtsiegerfahrzeuge hier vom Bude-Team 1984, 85 beim 24-Stunden-Rennen. Die Besonderheit damals war, da ist Axel Felder Erster geworden, gemeinsam in dem einen Jahr mit Franz Josef Brüning und mit Peter Oberndorfer, in dem anderen Jahr mit Jürgen Hammelmann und mit Robert Walterscheib-Müller. Und in beiden Jahren ist der Axel Felder auch noch Zweiter geworden mit einem 528er BMW, da gemeinsam mit Jochen Felder, mit seinem Bruder
und mit Peter Vogel. Das gab es so in der Form auch noch nicht, dass einer zweimal hintereinander beim 24-Stunden-Rennen Erster und Zweiter im Gesamt wird. Einfach nur eine klasse Aktion. Wir sehen das Auto von Günter Schlag, der Lancia Beta Monte Carlo, wird gerade überholt. Auch das ein Auto, was es auf der Rundstrecke ein bisschen gab, aber nicht allzu oft. Ich denke da an Hans Heyer natürlich zurück, der damals mit dem Gruppe 5 Lancia Beta Monte Carlo für Riesenfurore gesorgt hat. Aber eigentlich der Lancia eher ein Rallye-Fahrzeug gewesen. We are racing for you wherever you are. Ja, danke an die AMG-Gruppe, die ja auch mit in diesem Rettungsschirm dabei sind, um dieses Rennen überhaupt stattfinden zu lassen. Nochmal ein paar Highlights, ein paar Replays, Jörg. Ja, das haben wir ja schon Gott sei Dank zwei, dreimal gesehen. Aber wir haben auch gesagt, es ist immer wieder schön, diese Bilder zu sehen, auch mit der 920 Schnitzler und Michael Funke im Datsun, der dort sich ein bisschen verabschiedet hat für einen kurzen Moment im Bereich der Ravenolkow, ein Fahrzeug, was wir ganz selten in diesen Wertungsläufen sehen. Ralf Schnitzler, Michael Funke sind öfters dabei, aber der Datsun deutlich weniger, der 240er Z, das ist das Fahrzeug, was er schon ganz früh die Motorhaube verloren hat, der Ford von Bellersheim, und das ist die Spitze. Und jetzt dürfen wir vielleicht auch mal kurz ansprechen, denn sie stehen in Kürze auf dem Programm, die Pflichtboxenstopp. So, die werden ganz unterschiedlich gehandelt. In der Youngtimer Trophy musst du reinkommen zwischen der Boxeneinfahrt und der Boxenausfahrt. Je nachdem, mit wie vielen Fahrern du unterwegs bist, 105 Sekunden verbringen. Es ist ein Pflicht, also ein Pflichtboxenstopp ist angesagt über normal 210 Sekunden. Oder man macht zwei Pflichtboxenstopp über je 105 Sekunden, nämlich je nachdem, ob du mit zwei oder mit drei Fahrer das Auto besetzt hast. In der, was macht denn der Gülden, der alleine fährt? Wie hat der denn die? Ja, der fährt rein, wartet 210 Sekunden. Ja, ist dann wie wenn er zu zweit fährt, klar. In dem Rennen der FAR-Serie oder in der Wertung der FAR-Serie, das sind die Startnummern ab 600 aufwärts, haben wir zwischen der 75. und der 105. Minute den Pflichtboxenstopp zu absolvieren. Und auch da heißt es, Minimum 180 Sekunden, wenn du zu zweit unterwegs bist, bist du zu dritt unterwegs, dann machst du das Ganze zweimal mit 90 Sekunden, weil man eben vermeiden möchte, dass man bestraft wird, wenn man sich die Kosten zu zweit respektive zu dritt teilt. So das Ganze also hier ganz grob erklärt. Die Teams wissen ganz genau, was zu machen ist, aber die Teams wissen auch ganz genau, wo es lang geht auf der Strecke. Olli, nur der BMW, der war mal kurz hier auf Abwägen. Alles kein Problem im Bereich Grand Prix-Strecke, Ravenolkurve. Da ist genug Auslauf, da ist genug Platz. Bernhard Hagen, Ralf Henrichs und Walter Matthias Müller im BMW 2200. Da sehen wir den NSU Prinz, der eben eingeschlagen war. Ja, gerade nochmal zu Bernhard Hagen. Das ist nämlich eine ganz interessante Mannschaft, der immer gesagt hat, Mensch, was bin ich denn endlich einmal im Bild? Denn der war im vergangenen Jahr nur ganz kurz im Bild, ist ja im letzten Jahr hier nach der Einführungsrunde schon in die Box hineingekommen. Und Bernhard Hagen, der ist selbstständiger Finanzberater. Im Jahr 2012 hatte er ein besonderes Erlebnis gehabt. Dort stieg er ein in die Youngtimer Trophy. Und wenn wir auf Grand Prix-Kursen unterwegs sind, dann fährt man ja auch immer getrennt. Die Youngtimer Trophy A, Youngtimer Trophy B, dort geht es nach der Leistung des Fahrzeuges. Und er war dann bei seinem Debüt beim ersten Training mal gleich auf dem Hockenheimring in der verkehrten Startgruppe unterwegs gewesen. Heute können wir drüber schmunzeln. Das Fahrzeug der BMW wird aufgearbeitet mit dem Kfz-Meister eben aus der Nähe von Neve mit Ewald Meurer, der kommt aus Edeka-Ella, Walter Matthias Müller, selbst Fahrer, der ist ja auch hier immer wieder dabei, um dieses Fahrzeug mit vorzubereiten. Aber der ist auch als dritter Fahrer an diesem Wochenende in dem BMW am Start, gemeinsam mit Ralf Henrichs. Der ist auch erst im Jahre 2019 in die Youngtimer Sport eingestiegen, im vergangenen Jahr. Und auch der hatte mal zunächst seine Probleme mit der richtigen Lizenz. Und dann ist er eben hier oben beim zweiten Wertungslauf bei den 24-Stunden-Classic nach der Einführungsrunde schon in die Box hineingefahren. Sehr ärgerlich für dieses Team. Aber was mit der 490 abläuft, Olli, das ist genial an diesem Wochenende. Ja, siebter Gesamtrang für Marc Simon. Auto von seinem Bruder Patrick, welches er hier bewegt. 964er Cup Porsche. Wir haben ja auch mal gemeinsam mit zwei weiteren Fahrern das 24-Stunden-Klassikrennen in Le Castellet gewonnen, vor ungefähr 7-8 Jahren. Wenn wir das nicht gleich korrigieren, weil ich da bestimmt um 1-2 Jahre falsch liege. Aber es ist ein paar Jahre her, da haben sie auch mit so einem 964er
in Le Castellet gewonnen. Und jetzt hier auf der Nordschleife. Ja, Marc Simon hat eine Menge Spaß. Er ist eigentlich mehr der Mann gewesen für Fromm-Triebler. Damals in der DTC mit Opel Astra sehr, sehr flott und sehr gut unterwegs gewesen. Aber auch im Porsche kann er richtig gut zeigen, wie gut er ist. Vorhin auch mit viel Rennintelligenz unterwegs gewesen, hat mal zurückgesteckt, hat auch gesagt, naja, das Rennen dauert ja noch mal fast 2 Stunden, denn wir haben gerade erst einmal ein Drittel der Fahrzeit hinter uns gebracht. Wir haben viele spektakuläre Situationen bis dato erleben dürfen. Wir haben aber auch leider einige Ausfälle schon zu verzeichnen gehabt. So ist das nun einmal auch im historischen Motorsport. Und gerade wenn man hier unter diesen schwierigsten Bedingungen unterwegs ist und mit der 509 auch hier wieder schön ins Bild eingefasst. Markus Dünkelmann, der Mann aus Erftstadt, und Christoph Breuer im 934-5 RSR Porsche. Dünkelmann, habe ich eben schon einmal erwähnt, war in diesem Jahr Anfang Juli beim Saisonauftakt auf dem Hockenheimring beim Preis der Stadt Stuttgart am Start gewesen, denn die Youngtimer Trophy, sie wollten beginnen beim Preis der Stadt Stuttgart im April. Dann hatten wir Corona, dann wurde das Ganze der Saisonauftakt nach hinten verlegt. Das Ganze ging auch dort auf dem Hockenheimring unter ganz, ganz strengen Bedingungen über die Bühne. Mit Maskenpflicht, ohne Zuschauer, und die Teams durften auch nur eine ganz begrenzte Zahl an Helfer mitbringen zu diesen Veranstaltungen. Und ja, wir müssen im Moment mit dieser Situation leben, und so sehen wir hier die Fahrt von Dünkelmann und Christoph Breuer, die im Gesamtklassement, auch da einmal der Blick auf den Zeitenmonitor, den wir zugegebenermaßen ein bisschen vernachlässigt haben, weil wir so viel Spektakel auf der Strecke haben, auf der 25. Position liegen. Olli, denke mal, 935-5 RSR Porsche so weit hinten, das ist auch nicht normal. Ja, da gab es ja auch anfangs ein kleines Problem. Problem gab es auch hier bei der 773. Dreher im Bereich, Dreher abgewendet gegen Pendler. Hat ihn abgefangen, alles gut gegangen. Boah, schön. Das auf der Nordschleife und du hast ein paar tausend Euro in der Planke hängen. Auf der Grand Prix-Strecke geht das alles noch. Patrick Simon schreibt mir gerade, wir kommen jetzt nach der nächsten Runde rein, bleiben aber auf Regenreifen. Das ist, denke ich, mal eine interessante Information, wenn wir nochmal den Abflug von eben sehen, der E-Kadett, der da im Bereich Galgenkopf abgeflogen war. Wir können ja sehen auf den Bildern, dass die Ideallinie so langsam Richtung Trocken geht. Aber dann sagt der Patrick auch, komm, wir bleiben lieber auf Nummer sicher, lieber mit den Regenreifen weiterfahren. Achim Leinhochs aus Wartberg, der wird gleich das Fahrzeug übernehmen dann von Marc Simon. Und ja, lieber bleibt man auf Nummer sicher, bleibt auf den Regenreifen. Wir machen eh noch einen zweiten Stopp und werden dann dementsprechend vielleicht nachher nochmal entscheiden. Schreibt dann nochmal. Ja, es ist einfach zu kalt für Slicks. Die Strecke trocknet nicht schnell genug ab. Und deshalb halt diese Sicherheitsvariante zu sagen, bloß nicht mit kalten Slicks. Du kriegst sie nicht auf Temperatur. Die Strecke trocknet nicht schnell genug ab. Und deshalb geht man auf Nummer sicher. Bei Marius Kubis konnten wir auch gerade hinter dem Fahrer auf der Seitenscheibe erkennen, diese vielen, vielen Aufkleber. Ja, was verbirgt sich hinter diesen Aufklebern? Das sind technische Aufkleber. Du bekommst am Jahresanfang so einen Zettel drauf gepappt und dort wird der Techniker immer abhaken, bei welcher Veranstaltung du dann am Start gewesen bist. Und je mehr Zettel drauf sind, desto mehr Historie hat dieses Fahrzeug. Manch einer lässt sie extra auf der Seitenscheibe drauf. Andere sagen nach einer Saison, nein, ich mache sie ab, weil für die neue Saison kommt ein neuer drauf. Andere sagen, nein, ich möchte hier so eine kleine Sammlung präsentieren und damit natürlich auch den Besuchern, die dann irgendwann mal wieder die Möglichkeit haben, durchs Fahrerlager zu gehen, zu zeigen, wie lange dieses Fahrzeug schon in eben der oder in dieser Rennserie unterwegs ist. Und aus dem Schwalbenschwanz heraus haben wir gerade beschleunigend erleben dürfen. Nick Salewski, 5. Gesamtposition. Das ist ja die Mannschaft, die im letzten Jahr auf Platz 4 die Linie hier bei diesem 3-Stunden-Classic-Lauf gekreuzt haben. Also eine Mannschaft, die auch kontinuierlich vorne an der Spitze mit von der Partie ist. Und ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster heraus, wenn ich sagte, einen Ausfall dieses Fahrzeugs haben wir bis dato seltenst erlebt. Aber Olli, meine Stimme wird lauter, weil ich auf Start und Ziel gesehen habe. Wahrscheinlich Ausfall, ganz langsame Fahrt für Heiko Hammel. Der ist gerade hier am der Streckensicherungsturm durchgefahren, dort wo die Flaggensignale kommen, dort wo auch groß eingeblendet wird, Lights on, Lichter einschalten,
Ja, und dann war Heiko Hammel auf der Start- und Zielgerade in langsamer Fahrt unterwegs. Das treibt uns dann so ein bisschen sofort die Tränen in die Augen. Und wir sehen ihn auf den Strecken Kameras, die ihr zu Hause nicht einschauen könnt. Aber Ende statt Ziel wird der O'Grady Porsche. Ja, vielen Dank an die Regie. Eine super Zusammenarbeit. Dankeschön. Hier steht der die 505. Ja, dann wird man natürlich sofort sprinten Richtung der, von den Mechanikern. Und es gab auch Christoph Renicke oder Andreas Leindecker, wer hier unterwegs ist. Ich denke mal, es wird Renicke sein. Der ist mal kurz durchs Kiesbett durchgeräumt, Ende der Stadtzielgerade. Das ist keine Folge dessen, dass der Regen eingesetzt hat. Der Regen hat nicht eingesetzt, also eine Folge nicht des Regen, sondern eine Folge dessen, dass man dort vielleicht den Bremspunkt ein bisschen falsch gewählt hat und ihr sprintet einer. Das dürfte Heiko Hammel sein, Richtung den Sportwarten, denn er möchte mit Sicherheit jetzt einen Feuerlöscher bekommen. Es ist keine Feuerentwicklung im Fahrzeug zu erkennen gewesen, aber Heiko Hammel möchte hier definitiv auf Nummer sicher gehen und sofort kommt auch die DMSB-Staffel angefahren und die werden jetzt mit Feuerlöschern mit Sicherheit schon einmal ans Fahrzeug hineingehen, dort wo eine mächtige Qualmentwicklung gewesen ist, aber nur als er die Klappe vorne aufgemacht hat. Das ist so jetzt ein Sicherheitsaspekt, den man hier momentan ins Auge nimmt und auch ein bisschen mal intensiver am Hinschauen. Ja, Heiko Hammel hat vielleicht irgendwas gesehen, aber bevor man hier das Fahrzeug komplett, ich sag's mal so, mit dem Feuerlöschraum bedeckt, wartet man erst einmal ab und ja, da kommt wieder ein bisschen Beruhigung hin. Also das war die MSB-Staffel, tolle Reaktion, sofort war man da gewesen. Heiko Hammel natürlich auch jetzt ein bisschen aufgebracht aufgrund des Ausfalles, denn da hat man von einem schönen Erfolg geträumt hier auf dem Nürburgring bei dem Rennen der 24-Stunden-Klasse. Ja, das waren bislang wirklich hochinteressante 1 Stunde 12 Minuten. Ich würde mal sagen, wir machen mal kurz mit 2 Minuten Kaffeepause, machen mal ein paar Informationen für euch hier auf der Tribüne über wichtige Dinge hier rund um den Nürburgring. Gemeinsam unseren Sport genießen zu dürfen, möchten wir euch an die Einhaltung der Hygieneregeln erinnern. Bitte tragen Sie beim Betreten und Verlassen Ihres Tribünenplatzes Ihre Mund-Nase-Bedeckung und halten Sie den Abstand von mindestens 1,5 Metern ein. Am Platz selber können Sie die Maske ablegen, wenn ausreichende Abstände zu anderen anwesenden Personen bestehen. Aller Beteiligten die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten und somit zukünftige Motorsportveranstaltungen zu ermöglichen. Vielen Dank. Sind wir beim Boxenstopp des Teams rund um Patrick Simon. Marc Simon ausgestiegen, wird nochmal ausgecheckt, wird natürlich vollgetankt. Und ja, weil beide Fahrer auch wenig Erfahrung haben mit diesen Bedingungen hier rund um die Nordschleife, da sagt der Patrick als Teamchef auch, Jungs, wir gehen auf Nummer sicher, bloß nichts riskieren. Achim Leinox steigt ein, Patrick mit dabei beim Anschnallen. Gestern hat er noch
Auto, den Lambo von Konrad noch geputzt, wo diese hier an dem Klassik Porsche ein Fahrrad anschnallen. Also mittendrin sind nur dabei, das Motto eines berühmten Fernsehsenders. Und ja, wenn es einer umsetzt, dann ist es der gute Pack. Bleiben auf Regenreifen, Maurerdekolleté auch schön zu sehen. Mit, kann helfen. Olli, der Patrick steht ja auch in der Starterliste. Können wir da mal, könntest du uns mal ein bisschen Aufklärung verschaffen, warum er hier nicht an den Start geht? Dürftet ihr sein? Ja, da ist sein Teamkollege, der Peter, mit dem man normalerweise dann einen anderen 65er Porsche fahren will. Der sagt, ist mir alles mit diesen ganzen Corona-Hygienebedingungen, Vorschriften, Tests und so weiter, nicht geheuer, will auch nicht riskieren, mit so vielen Menschen in Kontakt zu kommen, ist auch ein bisschen älter schon, ich will jetzt nicht sagen Risikopatient, aber warum soll man da was riskieren? Alles gut, deshalb der Patrick nicht dabei. Er wäre auch normalerweise mit Sebastian Glaser in dem RSR Porsche gefahren, wo er letztes Jahr vorne weggeknallt ist und eine riesen Show geliefert hat. Da gab es ähnliche Gründe, dass Sebastian Glaser gesagt hat, aus verschiedenen Gründen kann ich hier nicht starten. Und dann sagt der Patrick, ja, ohne dich macht das eh keinen Sinn, das ist dein Auto, mit einem fahren wir gemeinsam. Und deshalb, ja, kümmert er sich eigentlich nur, in Anführungszeichen, um die Technik, kümmert sich um seinen Bruder. Und wird jetzt dann nochmal sagen, Marc, das hast du gut gemacht, klasse, von 17 auf 7 vorgefahren. So kann es weitergehen. Und schauen wir mal, was jetzt Achim Leinerz mit dem 964er Porsche fahren steht. Ja, und vielen Dank an die Presseabteilung der Youngtimer Dorf, die haben auch hier noch einige Sachen kundgetan. Kommt eine Meldung, wenn Schumann beschädigt, dann war es kurz hinter Pflanzgarten, aber hier dürfte das Fahrzeug, denke mal, in weiter freier Fahrt unterwegs sein. Wir sehen noch den ein oder anderen Replay. Wir sehen auch momentan mit der 134 die Kehrmannschaft aus Essen im VW Polo 86. Da war man auf Abwägen. Und wir sehen eben Christoph Renicke, der schon dritt- und viertplatzierter der Youngtimer Trophy in der Meisterschaft war, der auch ein bisschen den Bremspunkt zu optimistisch nach hinten gelegt hat. Und das geht nicht so ganz sanft über die Bühne, der Einschlag des Mercedes. So, dann haben wir aber auch die Meldung, und da kamen dort auch Bilder mitgeschickt von der Boxenstraße. Das ging mir jedenfalls mal so ein bisschen abhanden. Hat ja eben eine kurze Pause gemacht. Ich weiß nicht, ob du drauf eingegangen bist, Olli, aber uns fehlt ja auch die 501. Uns fehlt so ein bisschen der Porsche von Dr. Edgar Althoff und Jörg Müller. Und da haben wir ein Bild geschickt bekommen von der Presseabteilung der Youngtimer Trophy. Dafür vielen Dank, wo das Fahrzeug in der Boxenstraße steht, wo die Heckklappe fehlt. Und da hieß es Eddie Einschlag und der steigt aus. Also da gab es hier ein paar Meldungen, die das Klassement auch dann ein klein wenig durcheinander gewürfelt haben. Aber vorne, und den haben wir jetzt wieder im Bild, ist weiterhin die saubere Fahrt angesagt von dem Stefan Oberdörster Porsche. Andreas Gülden, so heißt er hier richtig, Andy Gülden ist hier im Fahrzeug unterwegs und der hat uns gestern schon viel Freude bereitet, ja, im trockenen Qualifikationstraining, da hatten wir Glück gehabt, Olli, und heute hier auf nasser Strecke. Er ist einfach eine Macht, er kommt ja auch aus dem Formelsport, war in der Formel 3 schon unterwegs gewesen und er ist ein Garant für schnelle, aber was gerade auch hier bei diesem Rennen zählt, für konstante Rundenzeiten, die man abliefert, immer wieder Gehirn einschalten, beim Überrunden aufpassen. Und vor allen Dingen, ich glaube, der sucht jetzt auch schon einmal die feuchten Strecken auf der Döttinger Höhe. Und du musst das Fahrzeug natürlich auch dementsprechend ja ein bisschen vorsichtiger behandeln wie ein aktuelles GT3-Auto. Ja, ganz sicher. Konnten das schön sehen, dass er da wirklich dann auf die ganzen nassen, feuchten Stellen auf der Nordschleife geht, um einfach die Reifen wieder ein bisschen abzukühlen, diese Regenreifen. Wir hatten eben gehört, der Patrick Zimmermann geschrieben hat, es ist zu kalt für die Reifen. Klar, es ist, die Außentemperatur ist zu niedrig, dann diese neue, nasse oder feuchte Strecke. Aber die Regenreifen mit diesem dicken Profil, ja, Plöcken muss man ja sagen, die heizen sich natürlich sehr stark auf, wenn es nicht nass ist. Und deshalb sucht man dann als Fahrer immer wieder diese, ja, feuchten Stellen, um die Reifen nochmal runterzukühlen. Und ich schaue mal raus, ist er jetzt weitergefahren und müsste eigentlich jetzt im Moment kommen. Die Frage, fährt er noch eine Runde? Ja, fährt weiter, bleibt draußen. Wir sehen aber auch hier im Bereich Schwedenkreuz ganz klar, die Sonne kommt raus. Dann
kann das relativ flott gehen, dass die Strecke abdeutet, zumindest mal die Ideallinie. Nichtsdestotrotz werden die meisten Fahrer, die meisten Teams auf Nummer sicher gehen. Da geht die Tür auf in der Aremberg-Kurve. Habe ich auch noch nicht oft gesehen. Heilige Dinge. Also wahrscheinlich hier auch schon immer in den Linkskurven. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat, Le Mans 66, da gab es auch diese Szene, wo beim Shelby Ford die Tür mehrfach aufging. Ach, das ist einfach. Ja, das sind keine so hochtechnischen, perfekten Autos. Olaf Manta hier vorbei an einem 911 SC, Anfahrt Brünnchen runter. Aber die Zusammenarbeit blendend. Die zwei Rennserien passen genau zueinander. Und war nicht wieder mal tolle Einstellung gewesen. Entschuldigung, dass ich hier so reinfalle, aber man ist begeistert. Und hier sieht man auch Heinz F. Ford, Dr. Jan Mattes Reilig und Michael Barmer. Heinz F. Ford ist ja an diesem Wochenende auch in dieser Serie der Youngtimer Trophy sogar als Doppelstarter unterwegs. Reilig, Dr. Jan Mattes Reilig, Michael Barmer und Heinz F. Ford, der BMW 325i. Darf aber auch noch eins ansprechen. Ich glaube, da hast du auch ein bisschen Plan von. Du hast von allem Plan, denn du bist Google hier oben in der Eifel. Ja doch, Marco Bürger und Marcel Müller, wieso spreche ich die beiden an? Da geht es um mein Fahrzeug, um meine BMW 325i, Sat1 Werbeauto. Sat1 hat ja auch über einige Jahre von dieser Veranstaltung, glaube ich, einen Großbericht erstattet. Und dieses Fahrzeug, was pilotieren wird von der Mannschaft vom NSC Adenau, Marco Bürger und Marcel Müller, die im Übrigen auch hier in die Nähe des Nürburgrings gezogen sind, der eine nach Ürsfeld, der andere nach Mannebach, haben ein Fahrzeug sich zugelegt vor einigen Jahren, was Sat1 schon viermal beim 24-Stunden-Rennen eingesetzt hat, als sogenanntes Sat1 Werbeauto. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, aus diesem Fahrzeug wurde auch rauskommentiert. Olli, du hast von allem Ahnung, da hast du mich genau da erwischt. Also muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nicht allzu viel zu sagen. Auch sag einfach ja, es war so. Ja, genau, hast recht, genau so war es. Nein, Quatsch, keine falschen Fehler. Ja. Ich weiß, dass der Marco Bürger, ohne dem sein Papa, wären wir alle jetzt hier nicht vor Ort, weil der ist nicht unten bei der Fahrerlagerkontrolle, der Hans Bürger, ist ja eigentlich immer mit dabei. Wenn der sagt, hier kommt mir keiner rein, dann kommt da keiner rein. Und der Marco, der Sohnemann, der seit einigen Jahren schon in der Youngtimer-Trophy unterwegs ist. Und wir sehen auch im Hintergrund, Olaf Manta ist ausgestiegen. Der markante Helm, dieser weiße Helm mit den roten Streifen da oben drüber. Und ja, der wird jetzt erstmal sich ein Lungenbrötchen ziehen und Zigarette. Die hat er sich verdient. Dann geht einer der Schuhmänner rein. Müsste Peter Schumann sein, wenn ich das richtig sehe. Nee, Jürgen. 50-50 war die Chance. Ne? Nein, du wolltest sagen, Jürgen Schumann schnallt ihn an. Peter Schumann schnallt ihn an. Oh. Ja. So aus, als fahren die weiter. Ne? Hinten rechts der 190er Mercedes. Wirklich hart onduliert. Natürlich auch die Schäden durchgezogen bis über die linke Seite rüber. Aber ja, kein Problem für Leupold und Riese, die sagen, mein Gott, solange sich hier alle vier Räder drehen, wenn das Lenkrad noch einigermaßen gerade steht, fahren wir hier weiter. Dafür macht es uns einfach viel zu viel Spaß. Der Schaden ist eh da, reparieren müssen wir sowieso. Dann können wir auch weiterfahren mit dem wunderschönen 190e 2,316. Solange das Fahrzeug noch irgendwo hier auf der Strecke zu halten ist, wird man hier nicht aufgeben. Denn alle sind natürlich auch erpicht darauf, dass man nach 3 Rennstunden an der Zielflagge vorbeifährt. So also momentan der Reigen, der Boxenstopp, der hier voll abläuft. Und so haben wir dann auch das nächste Fahrzeug, was in diesem Moment aus der Boxenstraße raus, das andere in die Boxenstraße hereinfährt. Und so geht hier der 635 CSI BMW wieder raus auf die Strecke. Und das ist eben das Fahrzeug besetzt mit Jürgen und Peter Schumann und mit eben angesprochen der Mann, der den Startturn fuhr, Olaf Mantai, der Porsche Carrera Cup Meister von 2001. Und jetzt haben wir hier eben die Schuhmänner im Fahrzeug noch zu bewundern im weiteren Verlauf des Wertungslaufes. Das sind zum einen Jürgen Schumann, der war im Jahr 2010 und 2011 Meister der Youngtimer Trophy, und zum anderen eben Peter Schumann. Das war in eben diesen beiden Jahren der Vizemeister der Youngtimer Trophy. Man ging bis auf den letzten Wertungslauf immer gemeinsam an den Start, und der letzte Wertungslauf war
war eben die Rallye Köln-Ahrweiler. Leider ein Dreher, aber gut abgefangen. Stefan Bayer, Thorsten Kratz im Fahrzeug der 46, der BMW E3 2500, so die offizielle Bezeichnung des Fahrzeuges, ist ein Fahrzeug aus der Gruppe 2 der verbesserten Tourenwagen. Also ist aus der Klasse 16, nur man muss einmal kundzutun, die Klasse über 2 Liter Hubrauminhalt. Hier der Dreher im Bereich der Ravenolkurve, wo wir heute schon sehr, sehr viele Dreher zur Kenntnis nehmen mussten. Das Ganze noch einmal von unseren Freunden im Livestream hier eingefangen. Dankeschön für die aufopferungsvolle Arbeit unserer Kamerafrauen und Kameramänner. Ja, wir werden natürlich an der Spitze beobachten, wann kommt man hier rein. Wir sehen aber auch Oliver Beuke momentan abbiegend auf die Nürburgring-Nordschleife. Das ist die Startnummer 519. Selbstständig im Bereich der Gemüseverarbeitung. Coach bei Fahrerlehrgängen der Scuderia Hanseat im 911er RSR Porsche. Ist früher auf einem BMW in der RCN, in der Rundstrecken-Challenge Nürburgring, an den Start gegangen. Das ist ja die Serie, die am gestrigen Morgen um 8 Uhr die Veranstaltung quasi auf der Nordschleife eröffnet hat. Wir sind hier auf dem Grand Prix-Kurs eingestiegen, ab 9 Uhr dann mit der Formel ADAC, ADAC Formel 4, so der offizielle Name, der hier heute Nachmittag noch den ersten Wertungslauf ausfahren wird. Aber wir sind hier im Sport der Youngtimer Trophy und der FAR-Serie, Fahrergemeinschaft historischer Rennsport, unterwegs. Karin Kölzer, Stefan Eckert, verantwortlich für die Youngtimer, und Ricarda Bianca und natürlich der Chef der Truppe, Michael Thier, verantwortlich für die Serie der FHR. Zum Konzept der Trophy gehört dann natürlich auch die Hancock Cup und Tourenwagen Trophy. Das ist eine Sprintserie, dort wo man gerne den Jungs aus dem Kartsport den Einstieg in den weiteren Motorsport ins Automobil eröffnen möchte. Kostengünstige Rennserie, also wer im Kartsport unterwegs ist und irgendwann sagt, ich muss was anderes haben, dann rein in die Cup und Tourenwagen Trophy, die es ja mittlerweile seit dem Jahr 2010 gibt, wo ein mal gerade 17-Jähriger vor 2 Wochen Meister in dieser Serie hat werden können. Also da wird Nachwuchsarbeit betrieben. Wir sind aber hier unterwegs mit dem Team der Mittelmotor GmbH, denn das Fahrzeug wird auch immer wieder von der Mannschaft rund um eben Michael Wittke vorbereitet. Das ist der Chef der Mittelmotor GmbH und Oliver Beuke, der macht hier im Moment richtig Druck. 51 Jahre ist er mittlerweile jung, ist auf der 4. Gesamtposition unterwegs, wäre ein Platz besser wie noch im vergangenen Jahr und für ihn geht es jetzt hier hinunter in die Fuchsröhre. Und wir switchen von den Youngtimern um Richtung der FAR-Serien, der Historic Endurance Cup, und sehen mit der Startnummer 617 die Mannschaft von Holger Thielert und von Frank Blas und sind in der Boxenstraße jetzt momentan mit Christian Jakobsen und Stefan Schröers im BMW 2002 mit den Kameras dabei zu beobachten, was wird hier bei den Fahrzeugen alles so beim Boxenstopp gemacht. Natürlich die Scheibe gereinigt. Oh, Kühlwasser wird man auch ein bisschen nachlegen. Und es gibt in diesen Fahrzeugen ja auch, oh, da kühlt man aber einiges nach, es gibt bei diesen Fahrzeugen auch oftmals im Cockpit einen kleinen Zettel, wo dann draufsteht, ein Gang, eine Umdrehungszahl, denn man muss sich hier natürlich auch halten an die Boxen. Maximalgeschwindigkeit 60 km/h ist dort angesagt. Man hat keinen Speed Limiter. Man muss das Ganze hier so ein bisschen mit der Optik und ein bisschen händig machen. Also da steht vielleicht drin, 2. Gang 3100 Umdrehungen. Dann sind wir bei der Geschwindigkeit von 60 km/h unterwegs. Und das wird man auch hier mit Sicherheit im Cockpit aufgeklebt haben beim Porsche 911 ST. Der hier, oder hier haben wir das Fahrzeug mal gerade wieder gesehen, und da ist die Tür zum wiederholten Male aufgegangen, aber das ist das Fahrzeug eben von Patrick Kolb und Uwe Kolb. Also zum zweiten Mal haben wir eine sich öffnende Fahrertür erleben dürfen. Patrick Kolb, Uwe Kolb, die sich im Youngtimer-Sport ein bisschen rar gemacht haben im vergangenen Jahr, aber just bei diesem Wertungslauf auch mit am Start gestanden sind und hatten dort den Klassensieg feiern dürfen. Eine Klassensiegerehrung konnten wir im letzten Jahr noch durchführen. Wie geht das Ganze hier und heute mit der Siegerehrung bei einem Rennen der Youngtimer und der FAR über die Bühne? Es gibt keine Podiumsehrung, weil die Fahrzeuge von der Strecke dann in den weit entfernten Teil ins Fahrerlager, in die Mercedes-Arena abgestellt werden müssen. Dort ist dann grob gesagt das ganze Fahrerlager Park Fermé-Bereich. Bis die hier oben wären, würde zu lange dauern. Es gibt keine sehr beliebten Klassen.
Entschuldigung, dass ich unterbreche. Der fährt in Rechtskurven, hält der mit der linken Hand am Fenster die Tür fest. Ja, er weiß, sie geht permanent auf. Hier ist er aufgegangen, aber gerade in der Bildschirmkurve hält er fest. Patrick Kaub, den wir ja auch nachher noch sehen werden, im GT3 Porsche für Huber Motorsport. Also, ja, ich denke mal, beim Boxenstopp, da wird mal so eine Rolle von diesem Gaffer-Tape verwendet werden. Anders geht es, glaube ich, nicht mehr. Hier geht sie wieder auf, wie Dolce Gana raus. Und es, sind wir auch mal ehrlich, hört sich jetzt lustig an, aber das ist auch nicht ganz ungefährlich, wenn er da ein Fahrzeug neben sich hat und dann geht auf einmal die Tür auf. Und ja, also ich denke mal, er wird nach der nächsten Runde reinkommen und wird dann da auch hoffentlich das Thema beenden. Ich glaube, da ist der Patrick auch mit dabei, so als technischer Betreuer für dieses Fahrzeug. Kümmert sich da auch drum. Ist auch ein Konzentrationsproblem. Du rechnest ja immer damit, dass die Tür aufgeht, wirst abgelenkt. Da sehen wir den rapsgelben VW Polo im Bild. Ja, die Klassensiegerehrung wird nicht stattfinden. Da müssen die Fahrer dann eben ihre Pokale in dem Zelt der technischen und der Papierabnahme bei den Youngtimer und im FAR abholen kommen. Die stehen dort bereit. Dann kriegst du auf die Distanz gesagt, hier, du bist der Klassensieger, hol dir bitte deinen Pokal. Herzlichen Glückwunsch. Ist ein bisschen unpersönlich, aber es lässt sich nun einmal in diesem Jahr nicht anders regeln. Ja, hinter diesem, auch ein wunderschöner Porsche, den wir gerade sehen, wo es Probleme mit der Fahrertür gibt, haben wir auch gesehen, rapsgelb die Farbe. Und das ist ein VW Polo, der hier zum Einsatz kommt. Die Mannschaft rund um Sebastian Schemann, der ja auch mit der RCN ganz eng verbandelt ist. Carsten Meurer, Volker Schackmann sind ja auch, jetzt sehen wir kurz im Bild, die Piloten, die hier bei diesem 3-Stunden-Rennen an den Start gehen. Und das ist das Fahrzeug, was wir... Du kommst dort am Ende dieser Vierergruppe erleben durften. Und ein Sebastian Schemann, der hat ja vor Jahren auch den Egon Meurer Wanderpokal bekommen. Egon Meurer gemeinsam mit Hans Schnock, ja die Gründer der Youngtimer Trophy. Beide sind leider nicht mehr unter uns und er hat den Wanderpokal bekommen. War in einem Jahr bei allen Wertungsläufen der Youngtimer Rallye Trophy und bei allen Wertungsläufen der Youngtimer Rundstrecke unterwegs gewesen. Und im Youngtimer Sport hat man ja auch immer wieder gerne zurückgegriffen auf die Köln-Ahrweiler, die Rallye Köln-Ahrweiler mit Start und Ziel dort in Maischoss, die es in diesem Jahr auch Corona-bedingt leider nicht geben wird. Aber sie zählt auch nicht mehr zum Programm der Wertungsgrundlage für den Youngtimer Sport. Und auch hier immer die Probleme, auch im Bereich der Arnbergkurve mit der sich öffnenden Tür. Und ich denke mal, wir sind fest davon überzeugt, dass man eben nach der nächsten Runde in die Box hineinkommen wird. Und wir sehen Gustav Edelhoff. Ja, erstmalig heute im Bild. Vielen Dank an die Regie, denn das ist ein Fahrzeug mit so gefühlten 1,7 Tonnen Fahrzeuggewicht. Und wir haben hier den 300er SIL Mercedes von 1968. Das ist ein Fahrzeug mit der Bezeichnung hinter der SIL 6,3. Das bedeutet die 6,3. Der Hubraum, Inhalt also 6300 Kubikzentimeter in dieser S-Klasse, E-Einspritzer, L-Langversion, haben wir gestern auch schon einmal angesprochen. Ja, und der Gustav Edelhoff aus HEMA kommt, der mittlerweile 60-Jährige, war auch im vergangenen Jahr hier unterwegs. Mit viel Erfolg konnte die zweite Klassenposition und 14. Platz im Gesamtklassement in der Wertung der FAR herausfahren. Denn Olli, wir werten natürlich Youngtimer und FAR nicht gemeinsam. Das wäre ungerecht. Es gibt einen Sieger in der Youngtimer Trophy und es gibt einen Sieger im FAR. Von der Heiden, da gab es auch einen Einschlag hinten links. Wir sehen, dass die Kotflügelverbreiterung da ein bisschen Schaden genommen hat. Aber sollte kein Thema sein. Der hat aber Slicks jetzt, oder? Ja, da geschnittene Slicks hat der drauf. Ja. Da geht man also dann doch ein bisschen mehr Risiko. Oh, nee, das ist... Nee, ist ein, ja, vielleicht ist er da noch nicht durch. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Nee, da wird nämlich jetzt erst angefangen zu wechseln. Und in der Tat, ja, Gegenreifen runter und Slick drauf. Also da ist man der Überzeugung, dass die Strecke schnell genug abtrocknet. Innerhalb der nächsten Runden bei Franz Josef Heiden. Nicht von der Heiden. Von der Heiden kenne ich auch einen, aber Franz Josef Heiden. So der richtige Name natürlich. Sorry dafür, für meinen kleinen Fußball. 20. Gesamtplatz mit dem Ford Escort, Meister des Jahres 2020.
und 18. Und was die beiden auch geschafft haben, Vater und Sohn ist ja hier unterwegs. Das sind die beiden, die auch im Jahr zuvor, 2017, gemeinsam den zweiten Platz in der Meisterschaft eingefahren haben. Also ganz interessant, diese Truppe vom Dürener Motorsportclub. Das ist ja auch ein sehr stark aufgestellte Mannschaft, die in vielen verschiedenen Rennserien an den Start geht. Der DMC, der Dürener Motorsportclub. Viele, viele BMW i30er mit dabei, wie auch dieser gelbe hier. Die Crew hat aber da auch cool. Die haben schön mit Lederhose und bayerische Tracht im Prinzip. Links die beiden Jungs. Ja, Oktoberfest wird, glaube ich, jetzt in München zu der Zeit, oder? Bin noch nicht ganz so involviert. Ja, ich habe gesagt, viele i30er BMWs dabei und ja, die Jungs hier. Das dürfte auch die Mannschaft von, ich glaube, Gideon Mann sein, der hier in Kürze dann zum Boxenstopp erwartet wird. Der Sohn von Gideon Mann, der war ja im Winter im Simracing-Sport der Youngtimer unterwegs. Und die Frau von Gideon Mann, das ist die Frau, die dort eben in der Tracht steht. Und man sieht auch schon, hat die Stoppuhr in der Hand. Es gibt ja auch eben den angesprochenen Pflichtboxenstopp. Dort muss man die Zeit einhalten, von Boxenausfahrt bis Boxenausfahrt. Dort gibt es verschiedene Systeme, wie man das regelt. Manch einer positionierten Helfer am Boxeneinfahrt, der dann die Uhr drückt, sprintet rüber zu seinem Fahrer und gibt Anweisungen, jetzt kannst du wieder rausfahren. Aber die meisten machen das so, haben selbst eine Uhr im Cockpit. Aber da kann es dann durchaus auch schon einmal sein, wenn man beim Boxenstopp den Fahrer wechselt, dass man beim Ein- respektive Aussteigen eben aus Versehen auch an die Stoppuhr kommt. Und ja, dann muss man eben ein bisschen abschätzen, wie man hier zu welchem Zeitpunkt die Boxenstraße verlässt. Das ist der Einblick. Für uns schön, fürs Team ärgerlich. Man hat in der frühen Phase des Rennens bei Bellersheim ja die Haube verloren. Und Oliver, sind wir hier auch nicht serienmäßig, oder? Ich vermute mal, dass die Haube dann beim Hochfliegen dann oben aufs Dach draufgeschlagen ist. Und deshalb diese starke Einkerbung im Dach, den Überschlag war es keiner. Nein, der wäre mehr kaputt. Ja. Da ist einfach die Haube, als sie sich gelöst hat, hochgegangen und ist genau dann da oben auf dieser Ecke draufgeschlagen und hat diese riesen Beule verursacht. Das ist nur, die abgebunden wird in der Boxengasse. Und die Bellersheim-Truppe, die liegt das Fahrzeug, was wir gerade eingeblendet bekommen haben, auf der 32. Gesamtposition. Es geht auf dem Bildschirm natürlich auch jetzt so ein bisschen hoch und runter mit den Positionen, weil eben der Reigen der Boxenstopps auf dem Programm steht. Und jetzt kam er rein, die 45 Gideon Mann, der man im VW Golf 1 GTI, der im vergangenen Jahr Drittplatzierter in der Meisterschaft der Gruppe 1-Fahrzeuge gewesen ist. Die Gruppe 1-Fahrzeuge, das sind ja die seriennahen Tourenwagen, dort wo man, ich sag's mal so ganz brutal, sehr kostengünstig an den Start gehen kann. Gideon Mann, der mit der 45 den VW Golf 1 GTI pilotiert. Und wir haben gerade auch gesehen, die 770. Ja, da ist er zurückkehrend einmal. Gideon Mann, da stehen zwar zwei Namen drauf, aber er ist alleine hier unterwegs, diese sympathische Truppe. Die kommen nicht aus Bayern. Ich weiß gar nicht, warum man hier in der bayerischen Kluft auftritt. Die kommen aus Windeck, das ist ein Ort oder eine Stadt, will mich da nicht festlegen, aus Nordrhein-Westfalen. Und man sieht, er bleibt sitzen. Für ihn gilt es jetzt natürlich erst einmal auch aus der Pulle was zu trinken. Man muss nachtanken, nicht nur für den Motor, den Sprit, sondern man braucht auch natürlich Flüssigkeit für den Körper. Denn trotz dieser kühlen Temperaturen ist das hier eine anstrengende Sache. Das Fahrzeug wird der GTI auch mit unterstützt vorbereitet von Vital Motorsport. Interessante Mannschaft, die ja auch ein Fahrzeug immer wieder vorbereiten für die Cup- und Tourenwagen-Trophäe. Und hier sieht man, man schaut auf die Uhr, man muss einhalten, genau diese definierte Zeit des Pflichtboxenstopps. Gehst du zu früh raus, wirst du mit 5 Sekunden Zeitzuschlag pro zu früh verlassener Sekunde bestraft. Da kann schon einmal herbe Zeitzuschläge es geben. Und hier ist eben der Gideon Mann im Fahrzeug in aller Ruhe abwarten, bis er das Go von seiner Frau bekommt. Und dann begibt er sich auf den Weg Richtung Boxenausfahrt. Und das Besondere ist auch,
Er ist der aktuell 11. Platzierte der laufenden Meisterschaftssaison. Und Meisterschaftspunkte, das soll an dieser Stelle auch einmal erwähnt werden, bekommst du nur für den Erfolg in der Klasse und nicht für den Erfolg im Gesamtklassement. Olli, du kennst das Ganze von der Langstrecke. Und genauso wird auch hier die Punkte vergeben in Sachen Youngtimer und in Sachen FAR. Im Moment haben wir den Trier Cup der BMW E30er. Hier sehen wir eine Ravenel-Kurve, wo sonst? Ah, das war kein Dreher, das war nur ein... Ah, jetzt dreht er sich, als er auf die Wiese kommt. Okay, die 537, die sich da wegdreht, das ist das Fahrzeug von Stefan Göde und Fritz Trenker. Und kaum war der fertig, dreht der nächste 325er sich im Bereich Kurve 1. Ist ein bisschen auch dieses Thema nach dem Boxenstopp Reifen gewechselt. Die Reifen sind natürlich eisekalt, die Strecke feucht noch. Da machst du nicht allzu viel dran. Wir sehen auch hier das Franzose Fein. Da haben wir ja gesehen, der hat auf Slicks gewechselt. Und der muss jetzt erstmal Temperatur reinbringen. Der fährt da wirklich, das ist nicht, der ist nicht betrunken oder so, um Gottes Willen. Nein, der macht einfach die Reifen, muss die auf Temperatur bringen. Und jede Bewegung des Reifens bringt Temperatur in den Reifen. Und damit er dann endlich so ein bisschen die Haftung bekommt auf dieser ja, kalten Asphaltdecke. Bisschen feucht noch oben drauf. Also das ist ganz, ganz schwierig zu fahren. Ich möchte nicht mit dem Fahrer jetzt tauschen, mit Slicks auf dieser ja doch feuchten Strecke. Zwar wir sehen auch, er ist auch extrem vorsichtig unterwegs. Das ist kein technisches Problem. Das ist der Tatsache geschuldet, dass er mit Slicks auf nasser Strecke unterwegs ist. Das ist im Moment, denke ich mal, die falsche Wahl. Kann sich eventuell in den nächsten ein, zwei Runden komplett umdrehen, wenn die Ideallinie trocken wird, dann hat er vielleicht einen riesen Vorteil dadurch. Wir sehen im Bereich Hatzenbach die rot-gelb gestreifte Flagge. Das bedeutet Dreck auf der Bahn, Öl auf der Bahn, Teil auf der Bahn. Also irgendetwas liegt da auf der Strecke, was da normalerweise nicht hingehört. Da werden wir dann noch gleich sehen, wenn die Kamera aufzieht, was da los ist. Ich denke mal, eine Ölspur. Yves Scheer übernimmt jetzt vom Schwiegerpapa, vom Hermann. Der wird, denke ich mal, zufrieden sein, dass er nicht das Tempo seines Sohns Frank fahren kann. Ist auch relativ klar. Aber, ja. Hör mal, Riesenrespekt, oder? Ich habe ja anfangs gesagt, der wird so lange fahren, wie er möchte, wie es geht, weil er wird uns hier nicht böse sein, aber er ist nicht mehr der Jüngste. So hat uns die Yves das gestern geschildert und der war über die Hälfte der Renndistanz draußen. Jetzt wird die Yves jetzt sauer sein, dass sie weniger als die Hälfte nur fahren darf. Weil der Hermann einfach so eine Laune hatte, so viel Bock hatte, hier mitzufahren. Einfach toll zu sehen. Ja, wir haben hier wirklich viele Familien, die hier unterwegs sind. Du hast gerade angesprochen, die Schwiegertochter mit dem Schwiegerpapa. Und wir haben eben im Bild gehabt, den Ford Escort von Marco und Franz Josef Heiden. Und die Freundin von Marco Heiden, die ist auch hier im Feld genannt gewesen. Sie hatten sich gestern leider ohne Trainingszeit nicht qualifizieren können fürs Rennen. Ich weiß nicht, ob man gestern gar keine Runde absolviert hat, ob man überhaupt heute an den Start gehen kann. Aber es soll nicht unerwähnt bleiben. Tamara Zenz im Fahrzeug der Startnummer 352. Das ist im Übrigen ein Fahrzeug, was im vergangenen Jahr Zweiter in der Meisterschaft wurde mit Andrea Seidel. Aber hier ist jetzt Dr. Erich Sanders, ist Thomas Kappeler unterwegs und die Dritte im Bunde. Das ist Tamara Zenz und die kennen wir im Youngtimer-Sport weniger von der Rundstrecke. Natürlich als Freundin von Marco Heiden immer mit von der Partie gewesen, aber weniger als Aktive. Sie kennen wir aus dem Youngtimer Rallye-Sport als aktiv und zwar in der Beifahrerwertung, die es im Youngtimer Rallye-Sport gibt, Fahrer- und Beifahrerwertung. Und in der Beifahrerwertung wurde sie in den letzten 3 Jahren immer auf der 8. Endposition notiert und ging unter anderem auch mit dem Fahrer der Startnummer 1, dem Youngtimer Meister Michael Nolte des letzten Jahres im Rallye-Sport immer mal wieder an den Start, denn auch Michael Nolte ist eben wie auch die Heiden-Mannschaft ein exzellenter Rallye-Pilot. Zurück zum Boxenstopp von Yves Scheer. Guck mal, die haben sogar vorne diese Abreißfolie auf der Windschutzscheibe. Das gab es damals, als die BMW 2002 eingeführt wurden, definitiv noch nicht. Da hat man so ein bisschen Kombination gemacht aus Moderne und ja, Historie. Nochmal die letzten Infos von der Strecke. Hermann Stiebler, der rechts dann auf der Beifahrerseite ihr wahrscheinlich gesagt hat, pass auf, da und da ist eine Ölspur, da und da ist es besonders rutschig.
stelle mir das, Olli, im Übrigen als äußerst problematisch vor, jetzt herauszugehen, nachdem das Rennen ja schon über anderthalb Stunden alt ist, bei diesen Mischbedingungen. Du weißt gar nicht, wo wir noch, ja, Pfützen haben wir keine mehr, aber wo wir noch richtig feuchte Stelle haben, wo ein bisschen trocken ist, wo sich gegebenenfalls aber auch Öl auf der Strecke befindet. Also jetzt ist für jeden, der das Fahrzeug übernimmt, mal eine Runde mit absoluter Vorsicht angesagt. Ja, erstmal musst du dich an die Bedingungen gewöhnen, musst schauen, wie es aussieht, dann sich sukzessive steigern. Natürlich fahren die alle hier ein Rennen, natürlich wollen die gewinnen, natürlich fahren die um Punkte für die Meisterschaft. Aber in allererster Linie steht erstmal, diese wunderschönen Autos heil zu lassen, möglichst keine Unfälle zu machen. Denn, das ist auch klar, Jörg, bei so einem, egal ob das jetzt ein 2002er BMW ist oder eben der 190er Mercedes, den wir gesehen haben, der hinten rechts so stark kaputt war, das wird immer schwieriger, die passenden Ersatzteile zu kriegen für so ein Auto. Und deshalb, ja, denke ich mal, werden viele erstmal sagen, komm, lass mal auf Nummer sicher gehen. Wir kriegen hier keine Preisgelder, wir kriegen keine großen Anerkennungen. Klar, es gibt einen Pokal. Es gibt auch ein Selbstwertgefühl, wenn du der Schnellste mit so einem Auto warst. Aber ich denke mal, Safety first, Sicherheit geht vor. Das Auto heil lassen, den Fahrer natürlich heil lassen, ist noch wichtiger. Und das ist, denke ich mal, das Allerwichtigste. Genau, denn wir sind ja hier, man darf es ruhig einmal so sagen, im Amateursport, im reinen Amateursport unterwegs. Aber von der Aufbauarbeiten der Fahrzeuge, von der Liebe zum Detail, muss man sagen, hier sind ausnahmslos Profis unterwegs. Das ganze Herzblut steckt hier in diesen Fahrzeugen. Da wird im Winter, wenn die Saison vorbei ist, ja nicht nur die Technik verfeinert, nicht nur die Technik auf Vordermann gebracht. Da wird poliert, da wird geputzt. Da steht kein Fahrzeug im Winter irgendwo verstaubt in der Ecke. Das ist da wirklich Herzblut, was hier in diese Fahrzeuge hineingebracht wird. Und es ist immer wieder schön mit anzusehen, dass man auch gegenseitige Achtung verspürt, dass man im Fahrerlager auch ehrlich gratuliert. Sollte das Ergebnis hier so ausgehen mit Gülden, Zalewski, Küke, die drei werden sich dann natürlich nicht um den Hals fallen dürfen, aber die werden mit der Abstandsregel sich herzlich gratulieren zum Erfolg, den man hier eingefahren hat. Das waren mal so im Schnelldurchgang gerade die ersten drei benannt, Beuke auf vier, dann ist ja eben dieser ultraschnelle BMW 635 CSI auf der fünften Gesamtposition, das ist auch noch einmal eine Steigerung gegenüber des vergangenen Jahres mit Jürgen Schumann, Peter Schumann und Olaf Manthey, die im letzten Jahr den siebten Platz nach Hause fahren konnten. Und hier sehen wir noch einmal wunderschön Michael Küke, den Sieger des vergangenen Jahres. Und du hast das Ganze beobachtet, glaube, der wird dann gleich mit Slick-Bereifung unterwegs sein. Ja, so habe ich es auch gesehen. 503, der Porsche, wunderschönes Auto. Und guck mal, das ist aber noch richtig patschenass. Gut, ist jetzt ein Replay, also ein paar Minuten alt. Aber damit Slicks gleich hochzukommen. Mit Leistung ohne Ende? Ohne Ende, natürlich am Heck extrem viel Power drauf. Porsche typisch ja, die Vorderachse sehr leicht. Dann hat man dann eher so dieses beim Einlenk-Untersteuern. In dem Moment, wo du aufs Gas gehst, kommt dann direkt der Wechsel zum Übersteuern. Also so ein Porsche zu fahren, das ist nicht so ohne. Also, und dann bei so Bedingungen, kalte Asphalttemperaturen, womöglich Slicks, feuchte Strecke. Also wer das gut hinbekommt, da kann man nur auch Respekt zollen. Der Lada, einer meiner Lieblinge, weil Lada gibt es im Motorsport so gut wie gar keine. Und hier ist einer mit dabei und ein Ausgang, Mercedes Arena, ich sag mal, den Rettungsausgang gefahren. Der Porsche des Ostens, hat man früher dazu gesagt. Und das Fahrzeug wird wirklich im Youngtimer-Sport sehr selten eingesetzt, darf man an dieser Stelle auch mal erwähnen. Aber es kommt jedes Jahr das Fahrzeug hier zum Nürburgring. Und wir freuen uns immer wieder, wenn man hier den Aufsteig erleben darf mit Michael Weißenborn. In diesem Jahr schon dabei gewesen, ja, beim Saisonauftakt auf dem Hockenheimring. Dort 21. Platz im Gesamtklassement. Und der geht dort an den Start in der Youngtimer-Gruppe A. Und dort haben wir ausnahmslos über 50 Teilnehmer. Also das Ding funktioniert reibungslos, ist ein Fahrzeug von 1971. Ein 1300er Motor ist hier eingebaut im Lader. Das Fahrzeug hat
in der Serie nur mal gerade 970 Kilogramm auf die Waage gebracht. Und Olli, das ist das Schöne, da braucht man keinen Laptop anzuschließen, keinen Reset-Knopf zu drücken. Dann machst du irgendwas vorne mal ein bisschen händig verstellen oder einen Schraubenschlüssel ansetzen. Und dann kann man hier mit diesem Weber Vollstromvergaser wieder die Fahrt eröffnen. Oliver Beuke, Mittelmotor GmbH, das ist seine Mannschaft, die ihn auch hier betreut, wird dann in Kürze wieder die Jagd aufnehmen für die Restdistanz. Oliver Beuke im Moment ja auf dem Zeitmonitor auf der 5. Position aufgeführt. Wie gesagt, das Bild ist ein bisschen verwischt wegen dem Problem oder für uns das Problem, wer hat Boxenstopp schon gemacht oder nicht. Und wir sehen im Moment auf der 6. Position, das ist das Nummer 1 Fahrzeug mit Michael Nolte unter der Bewerbung der Scuderia Augusto Burbrühl. Und das ist der Meister des letzten Jahres und der aktuell 10. Oh. Der diesjährigen Meisterschaftswertung. Das wollen wir gar nicht sehen. Nee, blauer Qualm bedeutet im Normalfall Öl. Da gab es ein Problem bei einem der E-Kadett 364. Die Startnummer Kadett GSI fährt zum Glück dann auch da raus im Bereich Pflanzgarten. Da ist ja diese Tasche. Und Olli, das ist das Fahrzeug, was gestern Motorschaden hatte, was dann über Nacht einen neuen Motor eingebaut bekommen hat. Felix Herbold und Johannes Fürst, ein Motor, der, wir haben die beiden gesagt, 6 Jahre in der Ecke stand. Ja, und das ist dann jetzt vielleicht die Quittung dafür. Also auch hier wieder ein Problem, das aus für Felix Herbold und Johannes Fürst. Das ist der Hinweis auch einmal an die Boxenstraße. Ach, von wegen das aus. Hier geht's weiter. Die haben die Fahrt wieder aufgenommen. Ja, was dort vorgefallen ist, lassen wir... Nein, der Qualm geht weiter, oder? Also hoffentlich zieht der mir da keine Ölspur rüber Richtung Franzkarten 2, Bell of S, Anfahrt Schwalbenschwanz. Die sehen da aber, ist die Strecke knochentrocken. Franzkarten 2, da absolut trockene Piste. Das heißt, da haben dann die Kollegen Küke oder Heiden, die schon auf Slicks gewechselt haben, die richtige Entscheidung getroffen. Wenn sie bis dahin kommen erstmal, dann müssen sie natürlich extrem vorsichtig sein im Bereich rüber. Schwedenkreuz, wo es noch Patsche nass war, Arno Fox vorbei. Auch so diese Bergabpassagen durch den Wald, Kallenhardt runter, Wippermann runter. Da bleibt es eher erfahrungsgemäß länger ein bisschen feucht, weil kein Wind da reingeht. Aber hier ganz klar Schwalbenschwanz überhaupt. Ideallinie, absolut trocken. Ja, Beuke haben wir eben thematisiert, der ist in die Box eingefahren, der hat alles richtig gemacht, ich hoffe, dass er auch zum richtigen Zeitpunkt Boxenstraße wieder verlassen hat. Ich denke mal, dass wir auch in Auge fassen müssen, das Einzelfahrzeug, ja, und in diesem Moment kommt auch er hier in die Box hinein, der Meister des letzten Jahres parkt, wie immer bei diesen Nordschleifenveranstaltungen, direkt am Anfang der Boxenstraße, dort unterhalb des Siegerehrungspodestes hat er seine Mannschaft positioniert und auch da gibt es, wir können mal runter in die Boxenstraße aktuell schauen, einen Reifen wechselt und ich denke auch da wird man jetzt von den Regenreifen auf die Slick-Reifen wechseln und das ist eben die Mannschaft rund um Michael Nolte, der hat einen riesen Erfahrungsschatz, ist ja schon seit 96 in der Youngtimer Trophy mit am Start, geht auch mittlerweile in der Cup- und Tourenwagen-Trophy dort auf einem Porsche an den Start, hat einige Siege einfahren können, war auch der große Sieger von der Veranstaltung in Solda gewesen, die vor, ich glaube, 2-3 Wochen über die Bühne ging, ich sage immer, ich glaube vor 2-3 Wochen, weil auch aufgrund von Corona haben sich unsere Einsatztermine natürlich heftigst verschoben, da weiß man gar nicht mehr, wo man irgendwo noch dran ist, aber wir sehen jetzt den Lancia Beta Monte Carlo im Bild. Ja, Günther Schlag, das ist der Reifenschlag, so ja seine Firma, die auch hier direkt in der Nähe des Nürburgrings beheimatet ist. Wir sehen einen kleinen Verbremser, ja, aber alles gut gegangen, kein Problem. Günther Schlag wohnt in Bauler, das ist so 5-6 Kilometer weg, Wiesenscheid, dann links runter kommt man nach Bauler. Seine Firma ist unten in Leimbach beheimatet. Das ist direkt bei Adenau. Also Günter Schlag mittlerweile in die Eifel gezogen, sowohl privat als auch von der Firma her. Und natürlich kommt er mit seinem Lancia Beta Monte Carlo hier zum Rennen auf die Nordschleife. Michael Nolte, ich konnte ihn im Fahrerlager auch noch kurz ansprechen. Hier haben wir alle natürlich in Sachen Moderation einen Großaufschlag. Da hat man kaum Gelegenheit, sich längere Zeit im Fahrerlager aufzuhalten. Michael Nolte steht, wie gesagt, der Meister des letzten Jahres auf der 10. Meisterschaftsposition. Und ich sprach an, ja, Michael, Zug abgefahren in der Meisterschaft. Sagt er, von wegen. Leute, es gibt noch einmal doppelte Punktzahlen hier beim Rennen über die Nordschleife an diesem Wochenende. Und wir fahren ja dann am 31. Oktober das Finale der Youngtimer Trophy
und der FAR-Serie ebenfalls hier in der Eifel, Grand Prix Kos und Nordschleife. Auch da wird man noch einmal satt punkten können. Und er sagte, wartet mal bis zum Ende der Saison und dann werden wir noch einmal nachrechnen. Dann werden wir erstmal schauen, wie das Ganze hier in Sachen Meisterschaft ausgeht. Vielleicht kann er ja den Titel sogar verteidigen. Ich habe, spreche das gerade noch aus, ja mal noch thematisiert, die Geschichte rund um die 352, dass man keine Qualifikationstrainingsrunde, keine Zeit hier auf den Zeitmonitor zaubern konnte. Man ist aber, das ist jetzt Fakt, im Rennen dabei, das freut mich besonders, das Vizemeisterauto des letzten Jahres, Dr. Erich Sanders, Tamara Zenz und Thomas Kappeler mit der 352 im Opel. Wunderschön vorbereitetes Fahrzeug. Das Wort wunderschön können wir bei jedem Fahrzeug hier verwenden. Aber ein perfekt vorbereitetes Fahrzeug, was Andreas Seidel aus Nettersheim immer wieder vorbereitet. Und Andreas Seidel war ja im vergangenen Jahr mit diesem Auto gemeinsam mit Dr. Erich Sanders in der Wertung der Youngtimer Trophy unterwegs. Er ist im Übrigen Dr. Erich Sanders, der Ehemann von Stefanie Sanders, die auch hier im Rennen allerdings auf einem anderen Auto unterwegs ist, müsste die 349 sein. Stefanie Sanders, ehemals Autentrieb, gemeinsam mit Daniel Rübsteck, auch dort auf einem Opel Kadett am Start. Also auch hier sind wir wieder bei Familienzusammenführungen. Und man steht, wie gesagt, mit dem 352er Auto, vorbereitet von Andreas Seidel, auf der 18. Gesamtposition. Also schön, dass man hier im Feld unterwegs ist. Und Olli, den Mercedes haben wir eben schon einmal in der Box erlebt und der kommt mir recht frühzeitig zum wiederholten Male hinein, der hinten so heftig beschädigt ist. Ja, aber da wechselt man auch auf Slicks drauf, weil man anscheinend festgestellt hat, mit den Regenreifen wird es dann doch auf lange Sicht nicht mehr gut gehen. Aber jetzt kommt auch wieder die Meldung von Patrick unten, es gibt wieder etwas Regen hier. Schauen wir mal auf diesen Zirkelstadtturm hier oben, ein paar Tropfen sind da. Ah, das ist für die Teams, für die Fahrer so schwierig. Dann machst du gerade den Wechsel auf die Regenreifen, weil du auf die Slicks, weil du denkst, es ist trocken genug drumherum. Und dann hast du wieder hier neu einsetzen Regen. Aber das ist halt typisch Nürburgring. Das ist Nordschleife. Das ist gerade hier im September bei diesen Temperaturen natürlich eine ganz, ganz heikle Sache, eine ganz schwierige Sache. Wir sehen auch da im Bereich Etwenbogen, dass so eine Gischt wieder hochkommt, etwas neben der Ideallinie. Ja, und wir haben auch gerade mal bei Blick in die Boxenstraße, Dankeschön an unsere Kameramänner, erleben dürfen, dass einer bereitsteht. Und das ist Edgar Zalewski, der wird dann das Cockpit der 500 in Kürze und dann übernehmen, wo sein Sohn Nick Zalewski momentan das Fahrzeug hier pilotiert. Der ist 21-Jährige, der vor, glaube ich, 3 Jahren seinen ersten Auftritt in der Youngtimer Trophy hatte in Spa-Francorchamps, dort bei seinem ersten Rennen, auch erstes Rennen mit einem Gruppe 5 Porsche, der auch hier von diesem Team eingesetzt wird, sofort aufs Podium fuhr, Platz 3 im Endklassement über die einstündige Distanz in Belgien, in Spa-Francorchamps. Und Edgar Zalewski, der kennt dieses Fahrzeug in- und auswendig, denn der bereitet ja die Fahrzeuge nicht nur sein eigenes, sondern für viele hier im Fahrerfeld vor. Edgar Zalewski seit über 15 Jahren in der Vorbereitung, ist speziell auf die 911er spezialisiert. Und hier ist man eben mit 355 PS im luftgekühlten Porsche unterwegs, der Sechszylinder mit dem 3,6 Liter Motor. Wir sind aber wieder dabei zu beobachten, wie sieht's aus mit dem Stefan Oberdörster Porsche, der von Andy Gülden hier pilotiert wird. Im Bereich des Grand Prix Kurses ist man unterwegs. Da ist auch im Moment hier saubere und freie Fahrt angesagt. Auf dem Monitor, auf der Zeitnahme auf Platz 1 aufgeführt. Zweiter Platz Zalewski, dritter der BMW 635 CSI. Aber wie gesagt, das wird sich hier in Kürze noch ein bisschen anders darstellen. Die Boxenstopps bringen uns, Olli, auch immer wieder im Klassement auf der Zeitenliste so ein bisschen in Bredouille. Ja, aber ich denke mal, dass wir dann so noch eine Runde vielleicht abwarten müssen, vielleicht noch zwei. Und dann haben wirklich alle ihre Stops hinter sich. Wir sehen, dass ja auch Andy Gülden gerade drin war. Und wir sehen anhand der Linie, die er fährt, dass er nämlich da komplett auf diese nassen, feuchten Stellen der Grand Prix-Strecke geht, dass er weiter auf Regenreifen geblieben ist, dass er weiter kühlen möchte, die Reifen auf, also die Regenreifen kühl halten. Ist erhöht sich kompliziert an. Die Slicks musst du auf Temperatur, auf hohe Temperatur bringen, damit die überhaupt eine Haftung haben. Und die Regenreifen, die werden dann zu warm, wenn die Strecke trocken ist. Und dann fliegen irgendwann diese Brocken, diese Gummiblöcke mehr oder minder
aus dem Reifen, aus der Karkasse raus. Und deshalb musst du die Regenreifen eher kühlen, fährst dann damit auf die feuchten Stellen, um damit den Reifen zu schonen. Yves Scheer im Bild, im BMW 2002, hat ja das Cockpit von ihrem Schwiegervater Hermann Stippler übernommen. Das ist das 603er Fahrzeug. Hermann Stippler, Yves Scheer, der 2 Liter BMW. Und wir erleben ihn gerade hier durch Kurve 6 durchkommend, hinunterfahrend Richtung der Müllenbach-Schleife. Und ein Start und Ziel ist durchgekommen. Ja, und da gab es gerade den Fahrerwechsel in der Box der Startnummer 500. Nick Zalewski raus aus dem Fahrzeug. Edgar Zalewski, Herr Papa, hat das Fahrzeug übernommen. Der wird jetzt auch mit schnellen Rundenzeiten aufwarten. Und wir erleben im Moment auf der zweiten Position, zumindest mal auf der Zeitenmonitor, den Schumann BMW, und in der dritten Position Michel Küke. Der hatte mal in den Sektoren auf der Nordschleife die absolut schnellsten Sektorenzeiten abgeliefert. Also hier haben wir auf der Nordschleife, der hat ja eben auf Slick gewechselt, doch einige trockene Passagen, vielleicht hier im Bereich Ende des Grand Prix-Kurses, dass der Regen klein wenig eingesetzt hat. Und das macht es jetzt richtig spannend. Andy Gulden hat ja einen riesen Vorsprung gehabt. Ist aber, wie wir das vermuten, wie wir sehen konnten, weil er immer wieder auf die nassen Stellen geht, auf Regenreifen geblieben. Küke hat gewechselt, setzt absolute Sektorbestzeiten auf der Nordschleife. Und ich denke mal, da ist es jetzt entscheidend, die Reifenwahl. Wenn die Slicks wirklich die bessere Wahl sind, wie wir sehen, die Ideallinie fast überall, hier auch im Bereich Grand Prix-Strecke wird sie immer mehr trocken. Zalewski fährt auch Regenreifen, er fährt nämlich auch aufs Nasse. Gulden jetzt hier im Bereich Schwedenkreuz unterwegs, anbremsen Arenbergkurve. Ja, da ist es auch noch feucht. Er geht doch ganz nach innen, wo richtig viel mehr Wasser steht, um den Reifen zu kühlen. Aber wenn die Strecke noch mehr abtrocknet, dann wird der Michael Küke im 503er Porsche definitiv rankommen an den Andy Gulden. Dann wird ja auch der Andy mit stumpfen Waffen kämpfen. Wenn dann wirklich die Strecke abtrocknet, dann hast du mit Regenreifen keine Chance. Die hauen dir die Brocken einfach so raus und dann hast du keine Haftung mehr auf den Regenreifen, die er da im Moment noch drauf hat. Ja, Nolte ist nicht mehr vorne unter den Top 5 aufgeführt. Wir hatten das ja auch eben mal angesprochen. Aufgrund der Boxenstopps geht es jetzt hier zeitenmäßig auf dem Monitor bis platzierungsmäßig auf dem Monitor bis hoch und runter. Steht momentan auf 13, müssen aber noch ein bisschen warten. Schau einmal in die Historic Endurance Cup hinein. Dort ist das bestplatzierte Fahrzeug immer noch derjenige, der auch im Training granatenschnell unterwegs war. Die Mannschaft Heinz Schmersal, 74 Jahre jung, aus Wuppertal kommend, und Mike Sturzberg, Steuerberater seines Zeichens aus Wermelskirchen. Heinz Schmersal hat eine Firma, die Elektroartikel für die Sicherheitstechnik anfertigen. Und Beuke war mal kurz draußen gewesen im Kiesbett. Oliver Beuke, jetzt verstreut hier einige Kiesteile auf der Strecke. Jetzt ist wieder freie Fahrt angesagt, auch für die Konkurrenz. Die sehen wir das Ganze noch einmal wahrscheinlich im Replay. Das war im Moment im Bild die 503. Dachte, wäre der Beuke Porsche gewesen. Jetzt, oh, Olli, das wollen wir nicht sehen. Schau mal hin, 635er CSI BMW. Aber ich glaube, das war nur ein Dreher. Nee, hinten rechts ist was kaputt. Das, ja, das war ja schon die Vermutung, dass man im Vorfeld von diesem, was wir gerade erlebt haben, einen kleinen Einschlag gegeben hat, wurde mir eben von Gina Eckert, unserer Pressechefin, mitgeteilt. Und jetzt sehen wir vielleicht, ja. Da ist der Einschlag. Im Hatzenbach. Ah, schade drum. Schade, schade. Und auch bei so einem 635er. Die Ersatzteile zu kriegen, das ist nicht ohne. Da werden die Schuhmänner viel rumtelefonieren müssen, um da ja die entsprechenden Teile zu finden, zu bekommen. Und natürlich wissen auch diese Händler, wie sie heißen, Wallert und Nash und so weiter, die wissen natürlich, wie man die Preise da auch bestimmen kann und angeben kann. Schade. Das ist, aber wir hatten ja eben mal gesagt, der Olaf Manta 87 beim 24-Stunden-Rennen auf diesem Burgkellerei BMW 36, da sah das Auto ähnlich aus, nachdem er da relativ früh nach 5-6 Runden diesen Abflug an Fahrt Schwabenschatz hatte. Der war auch rechts, vorne rechts, hinten rechts kaputt. Ich habe das Bild noch genau vor Augen und ist trotzdem sauschnell weitergefahren, gut ins Ziel gekommen, gut weitergekommen, bis dann Harry Becker das Ding dann komplett zerstört hat im Bereich Anfahrt Metzgersfeld. Hoffen wir, dass die Schumacher das zumindest mal ein bisschen besser machen werden als damals
Harry Becker. Es bedeutet momentan noch nichts. Das Fahrzeug sieht leicht deformiert aus, okay, wenn die Technik stimmt. Wird es keine Probleme geben. Und die sind momentan ja auf der dritten Position aufgeführt. Beuke auch gerade im Bild gesehen auf der Döttinger Höhe. Auch der ist wieder in freier Fahrt unterwegs, nachdem ich eben kurz vor dem Ausflug ins Kiesbett berichtet habe. Und wir sehen die DMSB-Staffel, die ein Fahrzeug am Haken hat, was jetzt hier über die Döttinger Höhe gezogen wird. Und hier hinten kommt dann auch angeflogen mit der 117 der Porsche von Stefan Derichs. Das ist ein Fahrzeug, was ja auch vorbereitet wird von der Mannschaft rund um Edgar Salewski und das 924er Porsche im Bild von Martin Brückner und Fritz Jahnke, die im letzten Jahr so knapp hinter der 100. Gesamtposition ins Ziel gekommen sind. Thorsten Babun, den darf man auch kurz ansprechen. Das ist ja auch einer der Herren, die den Kampf der Zwerge mit organisiert. Ein ganz rühriger Mann, großes Kompliment für diese Rennserie. Und gerade im Bild dann der Meister der NSU-TT-Trophy des letzten Jahres, Alex Schneider, und sein Kollege im Fahrzeug der Startnummer 16, Stefan Schmelter. Es gibt viele Fahrzeuge, die so, ich sage mal, Gott sei Dank nur eine leichte Verformung haben. Auch der 325er e-BMW von Peter Möltgen hatten wir gerade gesehen. Auch da gab es ein bisschen Verformung im Fahrzeug. Und mit der 720 haben wir jetzt Georg Goda und Martin Schlüter, der 911er ST Porsche. Und das ist noch einmal diese Markenvielfalt, die wir haben. Der nächste im Bild, der Alfa, die italienische Marke, die im Jahr 1910 gegründet wurde. Anonima Lombarda Fabrizia Automobili. Und den Ausflug haben wir eben gesehen. Der rettet sich jetzt hier Christoph Renicke und Andreas Leyendecker aus dem Kiesbett wieder heraus in einem Fahrzeug, was von Gerent Rennsporttechnik mit ein bisschen aufgemotzt worden ist. Die 158. Moment mal, Jörg, du sagst, den haben wir eben gesehen. Das ist kein Replay. Das ist ein neuer Ausrutscher gewesen. Das obwohl, nee, doch, hast recht. Sorry, weil die Szene haben wir definitiv gesehen. Normalerweise steht nämlich oben rechts ein Replay drin. Aber nee, hast recht. Entschuldigung, mein Fehler. Kein Problem. Das war ein Replay. Ja, der Renicke, Opel Kadett, den wir eben gesehen haben, ja aufgemotzt. Ich wollte das noch fertig bringen von Gerent Rennsporttechnik, die Mannschaft, die in Lage bei Detmold zu Hause ist. Und auch hier mit der Startnummer 46 Bayer und Graz im Dreher involviert. Und Uwe Klapproth, der verlässt jetzt die Boxenstraße. Uwe Klapproth konnte gerade die Startnummer nicht ganz erkennen. Der müsste aber die 534 haben. Das ist der Führende. Das jetzt nicht hier im Bild, sondern Klapproth eben gesehen im BMW 325i, ist der Führende im Meisterschaftsklassement, ist auch schon einige Jahre im Youngtimer Sport unterwegs und hat seinen ersten Sieg im Youngtimer Sport nicht in Deutschland, sondern in den Niederlanden, in Assen nach Hause gefahren. Und jetzt mal ganz ehrlich, Olli, es gibt hier Probleme in der Boxenstraße bei Oliver Beuke. Ja, wir hatten ja den Ausrutscher gesehen da im Bereich Brünnchen. Vielleicht lässt das Automat checken, ob da irgendwo ein paar Kieselsteine reingekommen sind, aber ja, du siehst, es geht flott weiter, deshalb alles gut. Es ist nochmal so eine Zusammenfassung der Highlights, die wir in diesem Wertungslauf bis dato gesehen haben. Auch ich war jetzt ein bisschen in die Irre geführt. War nämlich gerade auch der BMW 635 von Schumann-Schumann-Mantai noch heil komplett, da waren noch keine Schäden vorne und hinten rechts zu sehen. Hier nochmal das Bild von Michael Küke im Bereich Flugplatz oben. Das sind ja Bilder, da träumen wir als Streckenkommentatoren von, die uns hier auf den Bildschirm gezaubert werden und ihr zu Hause versorgt wirklich mit dem Ganzen, was den Motorsport seit Jahrzehnten prägt, diese Markenvielfalt von Alfa, jetzt hier der Mercedes im Bild, also es wird alles präsentiert hier im Rennen der Fahrergemeinschaft Historischer Rennsport und der Youngtimer Trophy, was im Rennsport Rang und Namen hat, da auch gerade BMW gesehen, dort hinter der VW Polo und jetzt der Porsche mit der 116 von Patrick und Uwe Kolb. Highlight-Zusammenfassung. Vielen Dank an die Regie. Und dann steigen wir noch einmal ein in unser Zeitenklassement. Gülden auf 1, Küke auf 2, der Schumann BMW noch auf der dritten Position. Aber wir haben es angesprochen, wir müssen noch ein bisschen abwarten, bis wir das aktualisierte Bild dann letztendlich haben. Schön auch der Auftritt des Sat.1 Werbeautos. Ich habe eben mal kurz drüber gesprochen, von Bürger und seinem Kollegen Müller. 11. Gesamtposition hat man aktuell eingenommen. Starker Auftritt weiterhin natürlich von Schmersal und Mike Sturzberg, die Führenden im FHR.
Dann schau dir mal die Sektorzeiten an. Gülden fährt absolute Sektorbestzeiten in den Sektoren 3 und 4. Das ist dann mehr so der Bereich, wo es noch feucht ist, so Flugplatz rüber Schwedenkreuz. Und Küke ist in den anderen Sektoren, Sektor 5, 6, 7, der schnellste, wo es trocken ist. Das ist halt der Unterschied. Im Moment würde ich mal sagen, die Rundenzeiten sind fast identisch, 11.04, 11.05. Im Moment ist es pari mit Slicks gegen Regenreifen. Gulden, du siehst hier oben, Scheibenwische. Hier ist es wieder ein bisschen stärker an Regen. Statt ein Ziel. Andi Gulden hofft jetzt, dass es weiter mehr regnet, damit er mit den Regenreifen entsprechend Zeit gut machen kann. Küke hofft natürlich, dass es trocken wird. Ja, bei Gülden ist noch Boxenstopp in der Zeit. Bei Küke haben wir noch Boxenstopp in der Zeit. Und so müssen wir noch ein klein wenig abwarten. Oliver Beuke, auch da diese 17er Zeit, das ist eben Runde plus Boxenstopp, die uns dort noch von der Zeitnahme auf die Bildschirme gespielt werden. Und aktuell sehen wir dann auch hier das Fahrzeug mit der Startnummer 200 von der Mittelmotor GmbH, Stefan Haust und Christian Bollrath. Das Eingang Hatzenbach, das ist bekannt dafür, dass es da verdammt rutschig ist beim Anbremsen der Hatzenbach-Passage. Und da haut der das Ding da vorne rechts rein. Stefan Aust und Christian Bollrath, die kennen wir natürlich auch vom NLS-Läufen. Fahren sie mit dem Audi A8 immer mit. Und der Einschlag, der war heftig. Der war richtig heftig. Und dementsprechend geht es nicht mehr weiter. Steht jetzt da im Bereich Hatzenbach. Jetzt wird es auch definitiv eine Code 60 geben. In dem Moment, wo ein Fahrer draußen ist oder auf der Bahn ist, na, geht zum Glück ganz schnell wieder runter. Andi Gülden, der Gesamtführende, kommt vorbei im Wrangler Porsche. Das Auto von Stefan Oberdörfster. Wir sehen oben die Trauermarkierung. Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, aber er fährt das Rennen heute für den viel zu früh verstorbenen Stefan Oberdörfster und jeder im Fahrerlager, im Starterfeld würde ihm diesen Sieg wünschen als letzte Erinnerung, als letztes Andenken an Stefan Oberdörfster. Ja, leider können wir jetzt in die Boxenstraße sagen, das Aus für den 924er Porsche Aust und Bollrath. Und Christian Bollrath, der wurde ja aufgebaut, wurde ja geschult von Opel, denn im Jahr 2008 hatten wir ja Opel Race Camp. 18.500 Bewerber, glaube ich, waren es gewesen, dort, wo man dann 8 Fahrer gebraucht hat, um dann 2 Opel OPCs zu besetzen beim 24-Stunden-Rennen. Und er war, Christian Bollrath, einer von diesen 8. Aber wir haben im Feld ja auch noch Peter Pangert. Nee, haben wir heute nicht. Ich habe gestern ein Problem im Auto gehabt. Ich habe gestern gesprochen mit Peter Pangert. Ich weiß genau, was du sagen willst. Er war damals auch mit dabei beim OPC Race Camp. Aber die hatten gestern Probleme mit der Motoraufhängung. Die hat dann das Auto so zerstört, dass auch dann der Querlenker kaputt gegangen ist. Deshalb, sorry, dass ich da reingrätsche, aber Peter Pangert leider nicht am Start heute. Ist immer wieder gerne mit von der Partie, gerade Bollrath und Pankert. Du hast gesagt, Christian Bollrath ist ja auch in der VLN, oder so heißt es, so hieß es ja bis ins letzte Jahr unterwegs gewesen. Ja, und hier das war ein Einschlag, den man selbst so nicht erleben möchte. Da gab es mit Sicherheit nicht nur Kaltverformung, sondern da gab es auch wahrscheinlich mal richtig was in die Rippen hinein. Man ist natürlich angeschnallt, keine Frage, aber das kann dann durchaus doch schon einmal wehtun. Und jetzt sieht man eben auch die langsame Fahrt und sofort das Herbeieilen eben eines Streckensicherungsfahrzeuges des DMSB, denn man versucht natürlich den Porsche hier, den 924er, möglichst schnell von der Position wegzubekommen, um eben den Teilnehmern weiterhin freie Fahrt zu gewährleisten. Ja, jetzt haben wir diese Code 60. Du kennst dieses Brot oder dieses Prozedere des Code 60 ganz genau. Das geht natürlich jetzt hier nur über eine gewisse Distanz. Vielleicht kannst du uns das mal kurz ein bisschen darlegen. Ja klar, das ist ja vielleicht für die, die das nicht ganz so kennen, auch jetzt die Frage, was soll das, diese rosa Tafel mit 60. 60 heißt halt Höchstgeschwindigkeit 60 km/h. Schneller darf man nicht, schneller geht es nicht an dieser Stelle, weil einfach die Sicherheit der DMSB-Staffel des Fahrers gewährleistet sein muss. Und dann macht man erst eine doppelt gelb geschwenkt, heißt ab da 120 km/h. Dann am nächsten Posten ist dann die doppelt gelb in Verbindung mit dieser rosafarbenen Tafel. Dann heißt es Tempo 60.
ab dann, bis die grüne Flagge kommt. Manfred Hochrewe, der Fahrer des DMSB-Staffelfahrzeuges. Hallo Manfred. Ja, wir sind es nicht hören, aber deine Frau Sabine bestimmt. Und ja, Christian Bollrath oder Stefan Aust, einer der beiden Fahrer in diesem Porsche, der jetzt dann einsteigt, damit das Auto weggezogen werden kann. Die werden auch nachher noch in GT3-Fahrzeug starten, im Audi R8 LMS GT3 für die Race ENG, powered by HVG Racing Engineers GmbH. Gemeinsam mit Bernhard Henzel und mit Rahel Frey werden sie die Startnummer 15 beim 24-Stunden-Rennen pilotieren. Der Schumann 635er, ja, immer noch kaputt. Da hat man jetzt mit Tape einiges versucht zu flicken, zu reparieren. Gerade vorne rechts, hinten rechts hat man gesagt, das ist okay, das ist nicht so tragisch. Aber vorne rechts, dann hat man dann Angst, dass dann aufgrund der ja, Windbewegung die Haube irgendwann aufschlägt. Die hat man dann versucht, mit diesem Tapeband, diesem Panzertape zu kleben. Und das Band, das hält eigentlich gut. Aber wir sehen auch, dass es da ein bisschen wegflattert. Eigentlich gibt es das Wort eigentlich ja gar nicht. Deshalb, ja, man versucht alles, dass man das Fahrzeug ins Ziel bekommen kann. Immer noch der vierte Gesamtrang, trotz dieses Ausrutschers, trotz des Boxenstopps, der da kam, konnte man natürlich verbinden dann mit dem letzten Wechsel dann von Jürgen jetzt auf Peter Schumann. Damit kein zusätzlicher Stopp, den man einlegen musste, sondern einfach beim eh vorhandenen Fahrerwechsel hat man dann gesagt, komm, hau mir vorne mal so eine Rolle in diesem Gaffertape drauf. Vielleicht hält der die Haube. Ich meine aber auch, dass die vorne links langsam anfängt, locker zu werden. Das Auto von Patrick Simon, vielmehr das Auto von Marc Simon, der Fahrer. Das Auto gehört dem Patrick, aber Marc Simon, sein Bruder, der Fahrer. Achim Leinhoff ist mit dabei. Und ja, ich habe es eben angegeben, die klare Vorgabe für nächstes Jahr. Nichts gegen den Achim Leinhochs, aber nächstes Jahr will ich die drei Simon-Brüder da sehen. Patrick, Marc und Norman, dass die nächstes Jahr gemeinsam auf einem Auto hier an den Start gehen. Vielleicht sogar der Patrick da mit einem Mikro noch in der Hand oder mit einem Headset. Vielleicht kann er noch ein bisschen kommentieren nebenbei. Ich denke mal, hat er ja auch genug Erfahrung mit. Wir sehen auch, dass es doch wieder feuchter wird. Eben war hier Anfahrt Schwabenschwanz knochentrocken. Und jetzt sehen wir wieder, die Bahn ist wieder feucht. Das heißt, Andy Gülden, da kommt vielleicht die Routine, die Erfahrung, die er hier in den letzten Jahren, seit er ja in Reifferscheid wohnt, 10 Kilometer entfernt von Nürburgring, vielleicht kommt das dann doch zugute, dass er gesagt hat, ich sehe die Wolken hinten kommen aus dem Bereich Westen, also praktisch grob gesehen aus Belgien, Luxemburg. Von darüber kommt im Normalfall das Wetter. Und derjenige, der dann hier wirklich täglich mehrere Runden Nordschleife fahren muss oder fährt, nicht fahren muss, sondern fahren darf, der hat dann eher so ein bisschen Gefühl dafür, wie sich so ein Wetter entwickeln kann. Vielleicht auch seine Frau oben von Reiferscheid aus gemeldet, hier bei uns im Moment strömender Regen, dann ist das in ein paar Minuten dann auch in Nürburgring der Fall. Und deshalb die richtige Wahl. Simon und Leinhorst unterwegs. Wo sind die mittlerweile? Sogar sechster Gesamtrang. Haben sich nochmal einen Platz nach vorne arbeiten können. Sechster Gesamtrang für den 964er Porsche. Natürlich auch vorne in der Klasse. Und ich glaube, wenn es dabei bleibt, dann wird da nachher schon mal die erste Flasche Bier aufgemacht werden beim Marc. Und auch beim Achim Leinhorst, der Teamchef und Teambesitzer Patrick. Der darf natürlich noch kein Bier trinken. Der muss noch ein bisschen arbeiten heute. Gemeinsam mit uns. Das Top-Qualifying gleich kommentieren. Ja, dann müssen wir das Öffnen der Stubi-Flasche ein bisschen verschieben, denn wir haben alle noch Programm, ob die Formel ADAC, ob eben 24 Stunden und so weiter. Aber ich denke auch, irgendwo werden wir da mal Gelegenheit zu haben, irgendwo mal mit dem einen oder anderen kurz anzustoßen. Ja, vorne an der Spitze läuft alles ganz sauber über die Bühne mit Gülden, mit Küke. Zalewski auf der gesamtdritten Position ist man hier unterwegs. Das wäre eine Verbesserung des Rennergebnisses von vor einem Jahr. Und ganz bemerkenswert für mich immer noch die Mannschaft von Mantai Schumann. Schumann auf der vierten Position mit diesem momentan leicht deformierten Fahrzeug, was man hier einsetzt. Wir haben im Moment hier im FAR, auch da darf ich meinen Blick noch einmal hinlegen, in führender Position immer noch den von Robert Rüttel vorbereiteten Schmersal und Sturzberg Ford Escort, haben auf der zweiten Position mittlerweile die Startnummer 914, das ist Michael Wittke,
den 914-6 Porsche, der hier eingesetzt wird, Meister im Historic Endurance Cup schon werden konnte. Also ein ganz, ganz schneller Pilot, Chef der Mittelmotor GmbH, die so zwischen 12 bis 15 Mitarbeiter hat. 2 bis 3 werden immer für den Rennsport abgestellt, die die Fahrzeuge vorbereiten und so weiter. War, wie gesagt, der Meister im DHAM, Deutsche Historische Automobilmeisterschaft, im vergangenen Jahr geworden. Michael Wittke, der oftmals sich die Renndistanz ja auch geteilt hat mit Markus Diederich, hier aber an diesem Wochenende alleine unterwegs ist. Das ist, wie gesagt, der aktuell Zweitplatzierte in der FAR-Serie und auf der 3. Position im FAR. Dort schauen wir etwas tiefer in die Ergebnisliste hinein. Dort ist die 705 zu finden. Und das ist die Mannschaft von Jochen Wilms und Christian Dannesberger. Christian Dannesberger ist erst einmal 27 Jahre jung. Aber vor 12 Jahren, im Alter von 15, war er schon der Meister im PCHC. Jüngster Meister überhaupt im PCHC. Das ist der Porsche Club Historic Challenge. Wer Interesse hat, diese Serie wird dann in 3 Wochen hier in der Eifel an den Start gehen im Rahmen der ADAC Westfalen Trophy. Und er ist gemeinsam mit Jochen Wilms seit mittlerweile 2 Jahren unterwegs im Alfa Romeo GTAM. Das Fahrzeug, was natürlich auch von der Mannschaft rund um Markus Nistrat vorbereitet wurde. Die Truppe, die unterwegs sind für den Reiterclub für Motorsport. Jochen Wilms, Chef einer Trocknungsheizung, Reinigungsgerätefirma, die hat ihren Sitz in Mönchengladbach. Und dann als zweiten Piloten eben Christian Dannesberger. Und er hat einen Vater, der auch total für den Motorsport begeistert ist, der zu Hause auch einen 550er Spider, einen Porsche Spider hat und der ja mal einen ganz, ganz großen Anteil hatte, dass es im Hause von Porsche die Rennabteilung noch gibt. Also eine ganz affine Mannschaft hier rund um Dannesberger und Christian Dannesberger. Sein Vater und seine Mutter sind ja auch immer mal wieder mit dem 550er Porsche Spider bei historischen Rallyes mit von der Partie. Jochen Wilms, Christian Dannesberger momentan auf Platz 3 in der FAR-Wertung. Blick geht nochmal nach vorne. Die Abstände zwischen 1 und 2, das sind 3 Minuten, die Andy Gülden Vorsprung hat auf Michael Küke. 4 Minuten sogar der Vorsprung auf Nick und Edgar Zalewski. Also da kann so viel die Strecke gar nicht mehr abtrocknen, dass der Küke da einen Vorteil draus ziehen kann. 39 Minuten noch auf der Uhr bedeutet bei Rundenzeiten von rund um die 11 Minuten, dass wir noch 4 Runden erleben werden. Und das lässt sich in Gülden. In 4 Runden holt der Küke keine 3 Minuten auf gegen Andy Gülden. Also das sieht, ich sag mal so, nicht schlecht aus. Ich will noch nicht sagen, er kann jetzt gemütlich machen, er kann das Team locker heimfahren. Nein, er muss weiter hochkonzentriert bleiben, muss weiter alles geben. Vor allem darauf achten, bloß keinen Fehler zu machen. Auch darauf achten, dass wenn irgendwo mal so eine Stelle ist, wo es rutschig ist, und er muss vielleicht beim Überrunden neben die Ideallinie da genau drauf achten, was los ist. Zum Beispiel hier diese Stelle, die ja so rutschig ist beim Anbremsen, wo wir eben gesehen haben, dass entweder Ballrad oder Aus diesen heftigen Abflug da hatten im Bereich Eingang Hatzenbach. Da müssen alle Fahrer weiter höchst konzentriert bleiben, gut aufpassen, dass da das Auto immer schön auf der Strecke bleibt. Einmal aufs Gras, das nasse Gras, das haben wir auch schon hunderte Male gesehen bei den Bedingungen, dann gibt es keine Halt mehr. Dann kommt definitiv der Einschlag in die doch sehr, sehr eng und nahestehenden Leitplatten hier auf der Nürburgring. 38 Minuten haben wir noch an Fahrzeit vor uns. Wir warten dann auf den Sieger, der dann nach der 3 Stunden Renndistanz abgewunken wird. Habe aber mal gerade den Blick auf den Zeitenmonitor gelegt und da ist uns oder mir jedenfalls mal ein Fahrzeug ein bisschen durchgegangen und das ist die 539. Das sind die momentan aktuell 9. Platzierten. Das ist eine Truppe, die auch für mich ein absolut unbeschriebenes Blatt ist. Frank Orlowski, das ist der Ralf Klein und das ist Stefan Müller, weil man eben ein Fahrzeug hier zum Einsatz bringt, was so komplett außerhalb der Jahrgangsgruppierung der Youngtimer Trophy ist. Wir haben heute schon Olli und ich angesprochen, die 88er, die 91er Regelung. Und hier haben wir ein Fahrzeug auf Einladung der Cup-Organisation, die Klasse 58. Da sind die Fahrzeuge bis 3 Liter Hubrauminhalt. Aber der Jahrgangsstufen 92 bis 94, da haben wir ganz wenige Fahrzeuge im Feld. Und hier ist man eben mit diesem etwas moderneren BMW M3i 36 aktuell auf der 9. Position unterwegs. Also da hat man das Ganze ja sauber über die Bühne gebracht. Ziemlich unauffällig haben sie
den Weg nach vorne angetreten. Unauffällig war man nicht unterwegs mit dem Fahrzeug der Startnummer 40. Olli, die hatten wir heute sehr oft im Bild. Das Fahrzeug, was ja aus einem wirklich wahren Schrotthaufen aufgebaut wurde. Also ganz großes Kompliment an die Bellersheim-Mannschaft. Bernd und Jan Bellersheim aus Mittelhessen haben dieses Fahrzeug hier vorbereitet, seit 2016 im Youngtimer Sport eingesetzt. Die Truppe, die im vergangenen Jahr in Endlassement die 32. Position herausgefahren hat. Aber da war Jan Bellersheim, der 33-Jährige aus Eringshausen, nicht mit von der Partie gewesen. Da hat Bernd Bellersheim alleine oder mit einem anderen Kollegen die Kohlen aus dem Feuer herausgerissen. Und wir sehen auch hier einen rapsgelben. Und das ist das Fahrzeug von Schemann und Kollegen, die hier mit dem VW Polo unterwegs sind, gestern schon gute Leistung im Qualifying abgeliefert haben. Jetzt biegt man ab auf die Nordschleifenrunde. Sebastian Schemann, der hier unterwegs ist im Fahrzeug, Startnummer gerade von mir, Entschuldigung bitte, nicht erkannt. Aber das ist der VW Polo, der schon seit einigen Jahren in der Youngtimer Trophy zum Einsatz gebracht wird. Sebastian Schemann, ja auch momentan Teammanager, so sagt er, ist seine Bezeichnung in der RCN, dort wo man ja auch den Meister des vergangenen Jahres in diesem Jahr mitbetreut. Saubere Fahrweise momentan angesagt, hinter den VW Polo dann das Fahrzeug der Ford Escort RS 2000. Und Sebastian Schemann hat auch mit Sicherheit seinen Teil dazu beigetragen, zu diesem Rennergebnis, was man hier abliefert. Aber es ist eine Dreier-Kombo, die hier mit diesem VW Polo, und wie sagt er so schön, das ist eine rapsgelbe Lackierung unterwegs ist. Sebastian Schemann arbeitet bei VW in Kassel im Getriebewerk. Und es ist ja ein Pilot, der auch jahrelang von der Langstrecke geträumt hat. Aber wir schauen jetzt in die Boxenstraße. Wir sind Schirmer und wir sind die 503 Michael Küke in der Box. Ja, das sieht nach Reifenwechsel aus. Es war dann doch zu riskant zu sagen, wir gehen auf Slicks. Wir haben gesehen, es kommt immer wieder so ein paar Tropfen runter. Die Strecke trocknet nicht ab. Es ist einfach zu kalt, dass die Strecke schnell abtrocknet. Und deshalb nochmal der Wechsel. Was macht der Kollege denn da? Ja, super. Du bist der König hier. Okay. Wir sehen aber auch, Entschuldigung, dort hinter das Einser-Fahrzeug. Und das müsste direkt hier auch beim Blick rechts aus der Sprecherkabine zu sehen sein. Neben dem Hyundai i30N Torbogen. Das ist Nolte, der in die Box scheinbar hereingekommen ist. Jawohl, wird auch hier auf dem Monitor bestätigt. Auch da wird man noch einmal wechseln. Und bei Michael Nolte geht es zum einen natürlich, den 10. Platz in der Meisterschaft deutlich zu verbessern. Der muss nach vorne kommen. Der richtet seinen Blick auf das, nicht Gesamtergebnis, sondern auf das Ergebnis in der Jahreswertung. Währenddessen mit der 503 Michael Küke ausnahmslos auf das Rennergebnis schaut. Und der möchte vorne natürlich dann bildlich gesprochen auf dem Podium Platz nehmen dürfen, 1, 2 oder 3, aber es gibt eben die Podiumsehrung nicht. Er aber jetzt hier mit anderen Reifen, wir gehen von aus mit Regenreifen, auf dem Grand Prix unterwegs. Und Olli, die eingeschalteten Scheibenwischer und vor allem die Gischt, die vom Reifen aufsprüht, die ist für uns ein Indiz, dass es hier wirklich nass ist. Also, dass es noch einmal angefangen hat zu regnen. Ganz sicher. Und da sagt er auch, bloß nichts riskieren, das Auto ist wertvoll, ist teuer. Und es geht ja auch bei ihm klar auch um den Gesamtsieg, andererseits aber auch der Klassensieg, der ist ja auch wichtig. Da gibt es nämlich dann, das hast du mehrfach angesprochen, Jörg, die Punkte. Und er fährt ja definitiv um die Meisterschaft. Ich glaube, Michael Küke ist einer, der sehr traurig darüber ist, dass es dieses Jahr keine Rallye Köln-Ahrweiler gibt. Denn da ist er auch immer einer der ganz, ganz heißen Favoriten auf den Gesamtsieg. Hat ja, ich glaube, vorletztes Jahr hat er die Rallye Köln-Ahrweiler gewonnen. Ist ein guter Mann im Porsche, sowohl auf der Rundstrecke als auch im Rallye-Sport. Also, Michael Küke geht auch hier, sieht man das auf, ja, da muss er auf Nummer sicher gehen. Aber das wird da eng, dieser Edwin-Bogen, der geht im Normalfall absolut Vollgas, gar kein Thema. Aber nicht, wenn dann zwei Autos vor dir sind. Dann musst du halt dich einfach mal hinten anstellen und musst mal einen Gang runterschalten, warten, bis dieser Rechtsweg vorbei ist und dann Anfahrt wie Dolce gerne diese freie Strecke dann nutzen. Und jetzt geht es dann ab auf die schönsten 20,832 Kilometer dieser Welt.
Ja, normalerweise wäre im Wertungslauf eine Starterzahl von 210 erreicht, wie auch in den vergangenen Jahren. Aber aufgrund der aktuellen Situation, die wir eben nicht nur in Deutschland, sondern weltweit haben, sind die Teilnehmer ein bisschen reduzierter hier am Start. Wir müssten so geschätzte 120, 125 Fahrzeuge aus der Youngtimer Trophy und dann noch einmal 25 Fahrzeuge aus der FAR-Serie am Start haben. Trotz alledem ein bemerkenswert großes Fahrerfeld immer noch und vor allem diese Market-Vielfalt, die uns hier immer wieder begeistert, begleitet vom BMW, den wir gerade aus dem Bild verschwinden gesehen haben, im 2002er hier zum Porsche, den 911er RSR. 1975 wurde dieses Fahrzeug gebaut und Michael Küke, der ja im vergangenen Jahr eine Riesensaison hatte mit dem Sieg bei den 24 Stunden Classic und vor allen Dingen auch noch einmal mit dem zweiten Platz bei der Schwedenkreuz-Veranstaltung, wo man ja auch Grand Prix Kurs und Nordschleife befuhr. Jetzt kommt der herein, der Abarth, der 900 oder das Fahrzeug mit dem 998 Kubikzentimeter Motor, kommt im Moment in die Box hinein. Ziemlich flach gehaltenes Fahrzeug, dort können wir im Moment beobachten, ja, dass es vielleicht ein paar Probleme gibt. Abarth, der diese Fahrzeuge ja früher gebaut hat, Abarth, einer der ganz großen Tuner, er begann als Mechaniker in einem Fahrradladen, wurde dann später sogar Rennfahrer im Motorradsport, weil er mal einsprang für einen Fahrer, den Stammfahrer sprang er dafür ein, der nicht an den Start gehen konnte, war auf Anhieb schneller. Dann später hat er dann umgesattelt zum Vierradsport, hat sein Geld damit verdient, dass er Auspuffanlagen gebaut hat. Und hier haben wir eben den kleinen Abarth im Feld der FAR-Serie und Abarth, das sind ja die Motoren, die wir heute auch noch einmal hören werden bei der ADAC Formel 4 und die Meister des Vorvorjahres, die haben wir hier im Bild mit der 151 der Dürener Motorsportclub mit eben Marco und Franz Josef Heiden. Und Franz Josef Heiden, ich glaube, ich habe das heute schon einmal gesagt, war im Jahr 1993 einer der Teilnehmer, die beim allerersten Rennen der Youngtimer Trophy am Start waren. Und Olli, das sind Bilder, die möchten wir im Moment gar nicht sehen. Die Mannschaft von Jörg Bratke von Bergen, Oliver Louis Oder und Rolf Lamberti, der 928er S-Porsche. Ja, kann aber weiterfahren, gab da einen Dreher. Schauen wir uns nochmal die Zeitlupe an, das Replay, danke an die Regie dafür. Das ist Eschbach oben, ne? Pflanzgarten, das ist Pflanzgarten. Zum Glück nicht eingeschlagen, alles gut gegangen. Jetzt geht's rüber Richtung Schwalbenschwanz, alles okay. Eines meiner Lieblingsfahrzeuge, nicht unbedingt von der Optik, sondern von der Akustik. Da ist es definitiv mein Lieblingsfahrzeug. Den haben wir eigentlich schon von Anfang an mehr oder minder vermisst. Den BMW M3 von Michael Menden und Peter Posawatz. Das ist nämlich der M3 E30 mit diesem ja, sagenhaften, sensationellen Ansauggeräusch. Ja, da kommt nämlich gerade die Meldung von Peter Posawatz, dass sie ganz früh bereits beenden mussten wegen Getriebeölverlust. Klar, ohne Getriebeöl, das geht eine halbe Runde gut und dann geht es ein paar Mal und dann sind die Zähne sonst irgendwo. Schade drum, den M3. Ich hätte ihn gern gesehen, ich hätte ihn noch lieber gehört. Aber das ist leider auch eine Sache, die gerade zu diesem Klassik, zu diesem Youngtimer-Rennen gehört, dass da doch eher mal ein technisches Gebrechen auftritt. Technische Probleme sehen viele Ausfälle mit technischen Problemen. Da ist halt irgendwann mal der Zahn der Zeit an so einem Auto dran, am Nagen. Und deshalb, ja auch hier, Getriebeölverlust bei Michael Menden, Peter Posawatz. Ich bin überzeugt, die werden das Problem bis zum nächsten Youngtimer-Rennen definitiv in den Griff kriegen. Diesen wunderschönen orangefarbenen BMW M3 im DTM-Design oder in der Gruppe A-Design wieder an den Start. Ja, beim Blick aufs Gesamtklassement ist Andreas oder Andy Gülden in führender Position sehr souverän unterwegs. Wir haben in der zweiten Position die Salewski-Mannschaft vor Michael Küke und auf Platz 4 immer noch Mantai Schumann. Schumann im BMW, dem 635er CSI, von dem wir aktuell noch nichts Neues gesehen haben. Wir hatten ja über den Einschlag berichtet. Ich glaube, das war im Bereich der Hatzenbach gewesen. Und das Fahrzeug haben wir dann wieder in freier Fahrt erleben dürfen. Aber aktuell gibt es hier keine Neuigkeiten. In der fünften Position der Riesenauftritt eben von Achim Leinhorst
der das Fahrzeug von Max Simon nach dem Boxenstopp übernommen hat. Den 964er Porsche, der nach dem 964er Capri Le Mans an den Start geht. Und aktuell der Dreher noch einmal im Replay mit Rüdiger Förster und Horst Dassenbrock, die Alfa Romeo Giulia Sprint GTA. Gebaut dieses Fahrzeug im Jahr 1971, auch weiterhin hier im Bild. Und es gab diese Fahrzeuge ja im Übrigen von 1965 bis 1975. Es wurden nur ca. 1000 Stück als sportliche Variante gebaut. GTA Gran Turismo Allegrita. Allegrita heißt ja übersetzt in Deutsch die Erleichterte. Und man hatte damals ja einen konsequenten Leichtbau betrieben, und der für den Motorsport zuständige Firma Autodelta hatte eben das Fahrzeug für Alfa gebaut, und auch in diesen Fahrzeugpapieren steht nicht Alfa, sondern Autodelta als Hersteller des Fahrzeuges, der 1600er Alfa Romeo Giulia Sprint GTA, so die offizielle Bezeichnung. Die Mannschaft war ja in diesem Jahr auch unterwegs gewesen mit Thorsten Kabut, Rüdiger Förster und Horst Dassenbrock beim Rennen in den Niederlanden. In Assen wurde dort die 9. Platzierten im FAR, im Langstreckenrennen in den Niederlanden angesetzt, über die Renndistanz der 2 Stunden. Rüdiger Förster, der Oldenburger, und Horst Dassenbrock hier im Alfa Romeo Giulia Sprint GTA unterwegs. Das ist das Fahrzeug, was wir im Moment im Bild unter der Audi-Brücke auf der linken Seite gesehen haben. Ja, und da gab es im Moment auch, oh, das müsste ein Einschlag gewesen sein, oder da fehlen ein paar Teile. Die hängen runter am Fahrzeug, was aktuell hier im Bild ist. Startnummer ist für mich momentan schlecht erkennbar, aber werden das Ganze auch herausbekommen. Denke mal, es müsste die 101 gewesen sein, von der Farbgebung her. Ja, es wird bestätigt, die 101. Vielen Dank, Uwe Handwerk und Rainer Volkmar, die Mannschaft im 1979 gebauten Porsche 924. Das Ganze auch ärgerlich, da wir nur noch 25 Minuten auf der langsam nach unten tickenden Rennuhr haben. Die Mannschaft, die im Jagdheimer Sport auch in diesem Jahr in Assen am Start war. Uwe Handwerk im Übrigen im letzten Jahr nicht mit dabei gewesen bei den 24 Stunden Classic, aber Rainer Volkmar, der Mann aus Hürth im 924er Porsche, war auch im vergangenen Jahr am Start, konnte sich im vergangenen Jahr mit dem Klassensieg anfreunden. Im Bild, wir gehen in die FAR-Serie hinein. Anfahrt Brünschen, das ist Yves Scheer, dort hinter dann der Leader im Klassement der FAR, Heinz Schmersal und Mike Stursberg. Aber wir sind jetzt unterwegs mit dem BMW von Walkenhorst, dürfte dieses Fahrzeug auch mit vorbereitet worden sein. Hermann Stiebler, Yves Scheer und Letztgenannte hat eben hier das Cockpit übernommen im 2-Liter BMW. Der Blick geht hinein, oder geht er einmal zu den eingeschalteten Scheibenwischern beim Patrick und Uwe Kolb. Und wir sehen auch hier gelb geschwenkte Flaggen in dem Abschnitt, wo wir gerade eine Yves Scheer erleben dürfen. Auch die hat ja Scheibenwischer eingeschaltet. In der etwas schnelleren Gangart sind diese hier in Betrieb genommen worden. Aber für mich hat es den Anschein, dass es dort gar nicht regnet. Hier oben an Start und Ziel zieht sich die Wolkendecke definitiv zu. Und wir sehen hier momentan die Bemühungen, doch nur zu schauen, ob man nicht irgendwo den 924er Porsche, den von Handwerk und Volkmar pilotiert wird, an diesem Rennwochenende irgendwo in den nächsten 20, 23 Minuten Richtung Stadtziellinie bewegen kann, um dann damit das Rennen mit dem schwarz-weiß karierten Tuch auch zu beenden. Man läuft auf. Das ist hier aber ein Duell, was mit ungleichen Waffen über die Bühne geht, denn hier sprechen wir bei der 601 nicht nur vom 12. im Gesamtklassement, sondern eben auch vom souverän Führenden in der FAR-Serie HEC Historic Endurance Cup um die Dunlop Trophy. Und da geht man momentan auch vorbei am BMW von Yves Scheer. Ausgang Schwalbenschwanz ist momentan angesagt, und dann geht es jetzt rüber an den Galgenkopf. Der Galgenkopf ist ja ein ganz besonders prickelnder Streckenabschnitt. Hier war ja die ehemalige Richtstätte des Grafen von Nürburg. Am Galgen wurde die öffentliche Hinrichtungen vollzogen. Am Galgenkopf kannst du auch viel Zeit verlieren.
wenn du eben nicht die richtige Drehzahl hast beim Aufbiegen auf die ach so lange Döttinger Höhe, dann kommst du eben nicht richtig in Schwung und dann geht dir auch die Zeit irgendwo hier im Qualifying oder im Rennen ein bisschen verloren. Ja, vorne an der Spitze keine Neuigkeiten, Gülden, Zalewski, Küke, um das hier mal im Schnelldurchgang zu benennen. Und man ist, mein lieber Olli, in Anfahrt Richtung Ziel wieder unterwegs, Richtung Start- und Zielgerade hier im Bild, Yves Scheer. Ja, 22 Minuten noch auf der Uhr. Und ich würde mal sagen, Jörg, vor dem großen Schlussspruch machen wir noch mal eine kleine, ganz, ganz kurze Pause. Ein paar Informationen für euch hier auf der Tribüne und im Stream. Geht's dann gleich weiter. In 2 Minuten. Und damit sind wir wieder live dabei und wir sehen, dass der Regen immer stärker wird hier oben im Bereich Grand Prix Strecke. Wir sehen, dass Yves Scheer im BMW 2002 hart am Kämpfen ist, Scheibenwischer auf höchster Stufe, noch ohne Licht unterwegs. Hat sie wahrscheinlich in dem Moment nicht unbedingt dran gedacht. Aber Hauptsache ist, das Auto rollt, das Auto ist ohne Beschädigung unterwegs. Denn das ist bei diesen Bedingungen nicht unbedingt selbstverständlich. Und wenn selbst so GT3 erfahrene Leute wie Aust oder Bollrad, einer von den beiden war es, da eben im Bereich Anfahrt Hatzenbach den Porsche 924 so vehement in die Gleitplanken knallt, dann heißt das, es ist schwierig. Wir sehen auch weitere Unfallmeldungen. Die 101, Uwe Handwerk, Rainer Volkmar, hatten wir auch im Bild gesehen. Da gab es den Abflug am Posten 166. Die 149, das ist das Fahrzeug von Dirk Ossenberg, Frank Ossenberg und Wolfgang Kaufmann. Ja, der Kaufmann, genau, Ford Escort RS 2000. Unfall am Posten 170. 170 müsste Pflanzgarten sein. Die 773, die ist im Adenauer Forst verunglückt. Schauen wir mal, wen haben wir da? 773, Marius Kubis, den du eben schon mal angesprochen, einzigen Polen im Feld. Posten 100, Adenauer Forst. Und die 694, der ist in 118 verunglückt. 118 ist der Posten Breitscheid. Das ist Jürgen Schulgers und Klaus Kleber, der Abarth 1000. Also ein bisschen mein Liebling so vom Auto her. Guck mal hier, die Yves, die knallt da runter, hat es mal runter an einem Porsche vorbei im BMW. Also da hat der Ehemann Frank ihr schon anscheinend ein paar gute Tipps gegeben,
wie man im Nassen auf der Nordschleife so ein Auto flott und zügig bewegt. Und hier kommt ja dann auch zum Tragen die Reifengeschichte. FAR, dort bist du grundsätzlich mit profilierten Reifen unterwegs. Vielleicht hat der Porsche ja Slick-Bereifung drauf. Und Olli, ich glaube, das ist auch jetzt dieser Regen, das Zünglein an der Waage. Denn wer hat vorne Regenreifen drauf? Bei Sandowski wissen wir, ich glaube auch bei Küke wissen wir, die sind Slick-bereift unterwegs. Ja, aber Küke war ja eben noch mal drin gewesen. Deshalb hatte der ja, denke ich mal, dass dieser Stopp der Wechsel war. Unumstritten ist der Vorsprung für Andy Gülden riesengroß, ganz großer Vorsprung. Du zeigst es, gerade wieder drüber gekommen. Ja, ist gerade ein Schattenziel durch, ja. Zwei Runden damit noch, 17 Minuten auf der Uhr. Ja, 6 Minuten, also 2 Runden noch für ihn zu fahren. Und dann wird er einen der wohl emotionalsten Siege seines Lebens hier einfahren. Ich wiederhole es nochmal für die, die ein bisschen später eingeschaltet haben. Sein ja, langjähriger Teamkollege, Besitzer dieses wunderschönen Autos, welches mit der 220 vorne fährt, vor wenigen Tagen bei einem Motorradunfall auf Mallorca tödlich verunglückt. Und da hat man gesagt, das Auto ist eh genannt, das Auto ist fertig, das Auto ist bereit. Jetzt machen wir noch eine Hommage an Stefan Oberdörster und fahren hier dieses Rennen. Und ja, wie der Andy Gülden das fährt, das ist mehr als sensationell. Er hat mir gestern persönlich gesagt, ich sagte, boah, wird ein hartes Brot, 3 Stunden alleine. Da sagte er, ich fahre keinen Meter alleine. Stefan ist immer neben mir, der ist bei mir, der begleitet mich. Das hier für mich, ja, kann man schon fast sagen, die Männer des Rennens. Achim Leinhorst und Marc Simon. Platz 17 gestartet, kommt aber jetzt noch mal rein in die Box, okay. Mittlerweile bis auf Platz 5 vorgefahren. Wird jetzt durch den Boxenstopp wahrscheinlich noch einen Platz verlieren. Nichtsdestotrotz, klasse Rennen, schnellstes Fahrzeug auch der Klasse, der 964er Porsche. Also, bärenstarker Auftritt hier von Marc Simon und Achim Leinhorst im Porsche 964. Da wissen wir, die sind mit Regenreifen unterwegs. Ich denke, dass es hier vielleicht nur einen kurzen Boxenstopp gibt, um noch einmal Fahrer zu wechseln. Aber warum? Für die letzten maximal 2 Runden. Und hier kommt man rein und im Moment, ja, da wird man keinen Fahrer wechseln. Ich vermute mal, es gibt irgendwo Probleme. Und weißt du, was auch sein kann? Dass wir jetzt beschlagene Scheiben in diesen Fahrzeugen bekommen. Wir hatten letztes Mal ein Rennen gehabt mit der Cup- und Tourenwagen-Trophy. Da kamen wirklich einige in Assen kurz vor Rennende auch in die Box hinein. Die konnten gar nicht weiterfahren. Und jetzt ist es tatsächlich so, wenn man auf die Bilder schaut, vielen Dank an die wunderschönen Einstellungen, dass man von innen die Scheibe säubert, denn es ist ganz klar, man ist nass geschwitzt im Fahrzeug, der Regen kommt hinzu, dann gehen ganz schnell vorne auch einmal die Scheiben zu. Und jetzt sehen wir aber anstatt ein Ziel vorbeifahren Oliver Beuk und der geht damit jetzt hier ja, auf die 5. Position, denn man fällt im Moment mit dem Cup Porsche, den wir in der Box sehen, doch das ein oder andere Plätzchen zurück und das hat man tatsächlich nicht von außen, sondern von innen. Die Scheiben gereinigt, wenn wir ins Cockpit hineinschauen bei Oliver Beuke, der hat noch im Moment die, ich denke mal, optimale Sicht aus dem Fahrzeug heraus. Ja, und es ist tatsächlich, ich hatte mich auch in Assen mal gewundert, als eben auch einige Seats hereingekommen sind, da hieß es am Ende, wir hatten keine Sichtmöglichkeiten mehr gehabt und das Risiko dann durchzufahren war zu groß gewesen, so vielleicht auch hier beim Cup Porsche, der jetzt Gott sei Dank wieder die Boxenstraße verlässt, ohne dass man Hand angelegt hat an Reifen oder der Fahrer auch eher. Das müsste eben bei der 490 sein, der Achim Leinhorst, der auch hier im Fahrzeug weiterhin jetzt für die letzten 1-2 Runden noch unterwegs hat. Ja, der ist also raus aus der Box. Bitte bei Rausfahren nicht die weiße Linie überfahren. Das sprechen wir oft an. Da wird manch einer vielleicht zu Hause sagen, Leute, das sind doch Rennfahrer, die das schon zigmal mitgemacht haben. Warum erwähnt ihr das immer wieder? Weil es auch immer wieder mal vorkommt. Da gibt es, denke mal, keine Diskussionen drüber. Diese Fehler passieren immer mal wieder. Aber hier bei Achim Leinhorst ging das Ganze gut über die Bühne und wirklich stark eingesetzter Regen auf dem Grand Prix-Kurs. Und das können wir erkennen auf dem Turm gegenüber von uns, dort wo die Sportwarte immer wieder dann mit der Rennleitung über Funk verbunden sind und die Geschichten der Rennleitung an die Fahrer dann mittels den Tafeln übermittelt. Und unten leuchtet auch immer noch groß auf Lights on, also bitte soll noch hier die Scheinwerfer eingeschaltet lassen. Gülden unterwegs, der wird hier in so knapp 8 Minuten wieder an Start und Ziel auftauchen. Beim Blick auf die Uhr, wir haben noch knapp 3
13,5 Rennminuten vor uns. Also das wird im Moment hier die vorletzte Runde sein, die Andreas Gülden absolviert. Ja, wir sehen der Regen, immer mehr Regen, immer stärker. Aber ich denke mal, das wird jetzt für die Fahrer nicht mehr so das große Ding sein. Die haben sich dran gewöhnt, die wissen, was los ist. Ich hoffe nur, dass es dann im Laufe des, ja, der nächsten, sagen wir mal, ein, zwei Stunden abtrocknet, damit wir zumindest mal heute das Top-Qualifying in trockenen Bedingungen erleben können. Können noch mal gerade noch mal auf den Zeitplan schauen, was als nächstes kommt. Wir haben dann ab 13:25 das Qualifying 3, das 24-Stunden-Rennen. Dann um 15 Uhr das Formel-4-Rennen. Dann haben wir um 16.14 Uhr den ersten Lauf der FIA WTCR und dann ab 17.50 Uhr dann das Top-Qualifying 1 und 2. Das heißt, volles Programm heute, viel, viel Action. Schön, dass ja zumindest ein paar Zuschauer gekommen sind bei diesen doch ja, unschönen Witterungsbedingungen. Ich denke mal, morgen werden wir gut Zuschauer haben. Sie sehen hier bei der 480, da hängt aber auch ganz schön was runter. Seitenschweller, der sich dann nach innen und das Auto geschoben hat. Hoffentlich kommt er nicht vors Rad, denn dann könnte es ein bisschen kritisch werden. Aber sieht, denke ich mal, gut aus für Heinz Stüber und Michael Schmitz. Heinz Stüber, der hat doch auch so einen heißen VW Scirocco mal eingesetzt, jahrelang. Jörg, du bist da tiefer im Thema drin, aber... Klaus Nitzwitz war mit ihm, glaube ich, auch gemeinsam mal unterwegs gewesen. Patrick ist auch mal mit dem gefahren. Ne? Ja, es gab ja eine Jubiläums-VW Golf GTI, auch einmal die Geschichte hier beim 24-Stunden-Classic-Lauf. Dann gab es natürlich auch Heinz Stüber, er ist Versicherungsfachmann aus Köln, ist mittlerweile auch schon über 70 Jahre jung, aber immer noch unheimlich schnell unterwegs unter der Bewerbung der Scuderia Colonia. Und er hat ja einen ganz bekannten Fahrer bei sich, für uns in der Youngtimer-Szene ganz bekannt, Michael Schmitz. Und das ist einer der Meister der Youngtimer-Trophy, die auch hier in diesem Jahr an den Start gehen, wurde im Jahr 2013. Meister der Youngtimer-Trophy, Michael Schmitz aus Lindlar. Und hier gemeinsame Sache mit eben Heinz Stüber. 5:23 haben wir im Bild, das ist Urs Bresan, der Schweizer. Und jetzt kommt ein Name, Olli, da musst du dich einklinken, Stefan Wölflig. Ja genau, der fährt normalerweise auch viel NLS, VLN mit einem Ford Mustang mit alternativem Treibstoff. Wohnt hier direkt ja, in einer der drei Ortschaften, die in Mitte der Nürburgring-Nordschleife sind, wohnt in Quiddelbach, treibt da auch so eine, ja, Motorsport-Team, Stefan Wölflig. Immer wieder schön, dass er auch hier dann beim Klassikrennen mit an den Start geht. Ja, da sehen wir das Fahrzeug im Bild mit der 480. Auch hier hat man ein bisschen was verloren am Fahrzeug. Soll das Team rund um Heinz Stüber und Michael Schmitz aber gar nicht groß interessieren. Wir blicken Richtung Start- und Zielgerade und sehen hier zum einen mit der Startnummer 503 Michael Küke, den Vorjahressieger, der im Moment auf Platz 3 unterwegs ist, sich vorsichtig reinbremst in das Yokohama S. War gerade mal wieder geneigt zu sagen, rein jetzt die Mercedes-Arena, aber wir fahren ja hier die andere Streckenvariante, Yokohama S. Dort, wo wir gestern auch gesehen haben, in der Formel 4 der ADAC-Serie, dass einige Fahrer sich doch ein bisschen schwer getan haben, aus diesem Yokohama S den richtigen Ausgangspunkt zu treffen. Aber Küke, der ist ja blitzsauber unterwegs, hat bis dato, wir sehen es auch eingeblendet, 2 Boxenstopps absolviert. Ein Pflichtboxenstopp und der andere, den hat er, glaube ich, nachgelegt, um dann noch einmal die Reifen zu wechseln. Und hat die 3. Position eingenommen und es ist immer noch der bemerkenswerte Auftritt. Und Olli, da sieht man auch mal, wie stark der BMW gebaut worden ist, der 635er CSI BMW von den Bayerischen Motorenwerken. Wir sind hier im historischen Motorsport, darf man das auch mal kurz ansprechen. Die Bayerischen Motorenwerke BMW haben zunächst ja einmal begonnen, vor vielen Jahren mit dem Bau von Flugzeugmotoren, sind dann später in den Seitenwagensport gewechselt, wo gerade mit Steinhausen oder Max und Moritz man ja auch viele Titel hat einfahren können. Und beim Namen Max und Moritz, da weiß man, es ist natürlich auch Däubel vom ADAC Nordrhein und es ist ein Hörner gewesen, der ja auch gemeinsam mit Max Däubel mehrfach, viermal in Folge Meister, Weltmeister im Seitenwagensport geworden ist. Und wir haben es gestern angesprochen, der Sohn von eben Hörner, Emil Hörner, der ist hier im Wertungslauf der Youngtimer Trophy auch mit von der Partie. Also so kann man auch die Brücke einmal von BMW über den Dreiradsport, den Gespannsport hin zur Youngtimer Trophy schlagen.
8 Minuten auf der Uhr. Entschuldigung, bevor hier. Emil Hörner war natürlich der Seitenwagenfahrer. Und sein Sohn, das ist Michael Hörner, bevor ich nach hier gelünscht werde. Nee, alles gut. 5:03, Michael Küke geht auf die Nordschleife. Die Uhr sagt uns noch 8 Minuten 20. In 3 Minuten etwa erwarten wir Andi Gülden hier. Dann wird er zum letzten Mal die Nordschleifenrunde unter die Räder des Porsche 934 nehmen, die letzten Mal die 25,378 Kilometer absolvieren. Und dann, die emotionalste Runde seines Lebens? Bis jetzt? Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Ich glaube, wer den Andi Gülden kennt, ich kenne ihn seit vielen Jahren, auch privat das ein oder andere mit ihm erlebt. Und der hatte gestern schon, ich wollte es nicht sagen, aber ich hatte das Gefühl, er hatte gestern schon Tränen in den Augen. Und Tränen in den Augen bekomme ich, wenn ich sowas sehe. Ah, Mann, der Mercedes, der SEL steht da im Bereich der Hyundai-Kurve, aber knochentief im Kiesbett drin. Okay, Kiesbett ist jetzt zum Glück kein Einschlag, deshalb alles nicht so tragisch, aber schade, er wird Schwierigkeiten haben, das Ziel zu sehen, bis man den Frage da raus ist, hat. Die Frage ist, wie kommt man dorthin, oder? Ja, das ist eigentlich eine Stelle, so da zu liegen. Boah, guck mal, der ist ja mal locker 30 cm, da schauen wir mal, was da passiert ist. Da die, alles klar, ja. Da? Und jetzt gibt die Berührung mit dem Golf? Nee, alleine. Alleine. Und dann versucht der mit Schwung hinten rauskommen. Er war einfach ein bisschen zu spät auf der Bremse. Das Auto schiebt, du hast es angesprochen, der wiegt 1,7 Tonnen. Der schiebt natürlich ohne Ende. Hat auch da nicht gerade die richtig fetten Regenreifen. Und dann schiebt der, schiebt immer weiter. Dann sieht er, okay, komm ins Kiesbett, dann will er den Schwung nehmen, damit er hinten wieder rausfahren kann und buddelt sich dann aber wirklich so 30 cm tief ein. Das hintere linke Rad bis zur Hälfte komplett drin im Kiesbett. Und das wird eine harte Aufgabe, den da rauszuholen. Denn du hast es, du hast es gestern mehrfach angesprochen, 1,7 Tonnen wiegt dieses Auto, den da rauszuziehen. Die DMSB-Staffel, die haben gute Fahrzeuge, die haben eine gute Crew. Oder wirklich Top-Mitarbeiter, aber da können Sie mal sehen oder mal zeigen, was die Winde an diesem Fahrzeug zu leisten imstande ist, den da rauszuziehen. Und wenn man ins Fahrzeug schräg hineinschaut, was wir gerade können, hat man auch gesehen, wie beschlagen die Scheibe, die Frontscheibe ist. Also auch da war er mal so ein bisschen vorsichtig am Wischen. Und natürlich kommst du seltenst dran, wenn du fest angeschnallt im Sitz drin platziert bist, hast du gar nicht die Armlänge, um vorne ranzukommen. Ihm ist es gelungen, irgendwo mal ein bisschen die Scheibe frei zu rubbeln. Und wir sehen jetzt hier die vierte Gesamtposition. Der bestplatzierte Nicht-Porsche, und das ist eben die 426. Das ist die Mannschaft rund um Olaf Manthey, der eine, das darf man mal ganz deutlich sagen, hervorragende Vorarbeit wieder einmal geleistet hat. Man hat das Fahrzeug ja gestern im Qualifikationstraining auch auf die beste Startposition seit den letzten 4-5 Jahren gefahren. Und dann hat ein Olaf Manthey richtig Druck gemacht, ist in die Phalanx der Porsche-Fahrzeuge vorne hineingestoßen. Und man hat das bis dato hier sauber über die Bühne gebracht. Natürlich mussten wir auch eben mal den Einschlag erkennen. Aber Olli, jetzt kommt der Führende über die Linie. Ja, das ist dann definitiv die letzte Runde, denn 5 Minuten noch auf der Uhr. Und sobald die Uhr auf 0 runtergezählt wird, wird gewartet, bis der Gesamtführende kommt. Dann wird hier oben abgewunken und dann wird Andi Gülden diesen Sieg hier einfahren. Dann wird er in Gedenken an Stefan Oberdorf so ein tolles Ergebnis eingefahren haben. Wird dann mit der Familie, mit den Freunden, mit den Bekannten des Verstorbenen, denke ich mal, ein sehr, sehr emotionales, restliches Tagesverstehen verbringen. Jetzt schauen wir mal, wie sie den Wagen rausziehen. Ist so tief da drin, das wird eine harte Aktion. Da sehen wir schon mal. Ist da der Haken abgerissen? Ich glaube schon, ne? Ich wollte es nicht aussprechen. Ja. Wir sehen aber jetzt hier mit Sicherheit das vorsichtige Fahren, ganz vorsichtig. Er wird genauestens informiert sein über seinen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz, gegenüber Edgar und Nick Salewski. Der dürfte mal wenn ich mich hier beim Blick auf den Zeitnahmemonitor nicht täusche, ungefähr 6 Minuten betragen. Und er wird das Fahrzeug hier, den Wrangler Porsche, ganz vorsichtig um den Kurs fahren. Das Fahrzeug, ich muss mal ganz ehrlich sagen,
Das hat jetzt nichts mit der Geschichte rund um Stefan Oberdörster und Andreas Gülden zu tun. Das Fahrzeug hat es mir von Anbeginn angetan. Es hat mich total fasziniert, wie dieses Fahrzeug hier lackiert oder foliert wurde. Und bei den Einstellfahrten im Frühjahr war dieses Fahrzeug noch leicht, nicht deformiert, aber man hat viel an dem Fahrzeug gearbeitet. Man hat es da aber noch ohne die endgültige Lackierung hier oben gehabt. Da gab es so einige Partien am Fahrzeug, wo man ganz einfach noch die Grundierung gesehen hat. Es war noch nicht vorbereitet komplett für die Saison. Da wollte man noch von der Optik hier einiges tun. Hat man gemacht, und dieses absolut technisch wie auch optisch perfekt vorbereitete Fahrzeug ist jetzt hier in der letzten Runde unterwegs. Stefan Oberdörster, Andreas Gülden. Und der Stefan Oberdörster, den erwähnen wir gerne noch einmal mit. Der wird hier in Gedanken natürlich auf dem Beifahrersitz für uns alle Platz genommen haben. Boah, es ist richtig emotional, was hier abgeht. Und vor allem sehen wir jetzt wieder, dass man den Mann Gustav Edelhoff im Mercedes Gott sei Dank aus dem Kiesbett herausgezogen hat. Denn auch er wird jetzt hier seine damit letzte Runde antreten. Und man hat auch gesehen, Olli, dass ganz vorsichtige Fahrweise angesagt wird. Auch im Bereich der Herzenbach haben wir wirklich pitsche, patsche, nasse Strecke. Da geht man definitiv kein Risiko mehr ein. Man bleibt auch jetzt weit weg von den Curbs, denn ich glaube, du kannst das hier deutlich besser schildern. Du bist ja an jedem Streckenabschnitt zu Hause, machst viele Fahrerlehrgänge, briefst viele Fahrer. Herzenbach im Nassen, da muss man wegbleiben vom Curb, da darf man nicht drüber räubern. Dann wird man sofort ausgehebelt, und da geht es auch vor allem mal ganz schnell Richtung der Leitplanken, die ziemlich dicht an der Strecke stehen, und auf der grünen Fläche, auf der Wiese, hast du auch natürlich bei diesen nassen Bedingungen keinen Grip. Nein, da wirst du sogar noch schneller im nassen Gras, und du hast es richtig angesprochen, es gibt gerade Herzenbach runter, die ist sehr rutschig, sehr schmierig, hier Hocheichen ist so eine Stelle, sehr rutschig. Es gibt so manche Stellen, wo einfach aufgrund des Belages, wir haben so viele unterschiedliche Oberflächen hier auf der Nordschleife, Streckenbelag, der sehr, sehr unterschiedlich ist. Wir haben durch die Gefälle, durch diese Neigungen, nicht nur nach oben, also nach vorne und hinten, sondern er fängt schon an zu winken, sich zu bedanken bei den Sportwachten, Klasseaktion vom Andi Grün. Auch durch diese Überhöhungen, das Banking, wie man es so schön nennt. Da gibt es verschiedene Grip-Level. Und da muss man wirklich auch ein bisschen Routine haben. Es gibt zum Beispiel die Stelle Kesselchen hoch am Posten 130. Das ist ein Linksknick im trockenen Vollgas, im Nassen extremst gefährlich. Da musst du höllisch aufpassen. Und ja, Andi Gülden, der hier, wie gesagt, arbeitet auf der Nordschleife, der hier sein Leben verbringt eigentlich, der weiß genau, wo er drauf achten muss. Und ich finde es klasse, dass er in dieser Runde hier, er hat einen Vorsprung von, was haben wir, über 4 Minuten Vorsprung. Also, nee, 6 Minuten Vorsprung, 6 Minuten 39 der Vorsprung. Jörg, du machst seit Jahren sämtliche Youngtimer-Rennen. Gab es schon mal so einen großen Vorsprung vom ersten auf den zweiten? Also, kann ich mir fast nicht vorstellen, oder? Nein, ich bin auch deiner Meinung, dass wir das bis dato noch nicht in dieser Form hier erlebt haben. Natürlich hat man schon Rennen gewonnen mit 2-3 Minuten Vorsprung, aber hier, das, was abgeht, ist sensationell. Und vor allen Dingen, es ist ja nicht nur die Hommage an Stefan Oberdörster, das ist im Übrigen, hier passt alles zusammen, die Trainingsbestzeit, der schwarze Trauerflor. Und es ist der erste Sieg, den man hier einfährt mit Andreas Gülden. Und auch ein Stefan Oberdörster hat bei den 24 Stunden Classic bis dato noch keinen Sieg eingefahren. Also das ist hier jetzt wirklich der totale emotionale Moment. Denk mal, hier die Mannschaft, die 490, Achim Leinhorst, Marc Simon, die werden auch mehr als zufrieden sein. 6. Gesamtrang, nach hinten ist genug Luft. Da wird nicht mehr viel passieren auf die 480, auf Heinz Stüber und Michael Schmidt. Alles okay, das passt. Und jetzt ist die Uhr auf 0 runtergelaufen, damit wird abgewunken. Habe ich mich eben vertan, habe ich, mein Fehler. Ich habe gedacht, es wird ähnlich wie bei der Nürburgring-Langstreckenserie gewartet, bis der Gesamtführende dann hier kommt und der als Erster dann abgewunken wird. Das wollte ich auch ansprechen, dass ich auch davon ganz fest ausgegangen bin, dass wir auf den Sieger warten und nicht nach der Renndistanz abgewunken wird. Das wird aber auch ganz unterschiedlich gehandelt. Also Olli, ich war genauso der Fehleinschätzung. Damit wird es sogar eine Runde Vorsprung sein für Andi Gülden, denn wir sehen der zweitplatzierte Nick Zalewski, Edgar Zalewski, die kommen nämlich jetzt durch die Hohenrhein-Schikane, biegen jetzt ein auf die Stadt Zielgerade. Da ist aber, ich glaube, der Küke sogar noch davor gefahren, oder?
Da war noch ein weißer Porsche davor zu sehen. Schauen wir mal. Geht jetzt um Platz 2 und 3 im Gesamt. Wir sehen auf jeden Fall die 500. Und ich konnte im Augenwinkel einen weißen Porsche sehen. War das die 503? War das Michael Küke? Geht drum. Wer wird jetzt Zweiter? Schauen wir mal. Blick nach links. Nein. Nee, das ist das Auto von Christoph Breuer. Ja. Deshalb alles gut. Er ist dann auf Gesamtrang 8. Das ist das Auto von Markus Dünkelmann und Christoph Breuer. Zalewski werden Zweiter im Gesamt. Es sei denn, Andi Gülden verliert das Auto in der letzten Runde, aber das wird ihm definitiv nicht passieren. Im Notfall, der schiebt das auch bis zum Ziel. Also da kann nichts mehr passieren, alles gut. Hier kommt dann der drittplatzierte Michael Küke. Wird er nicht ganz zufrieden sein mit Platz 3? Ich glaube, die Reifenwahl beim Stopp. Also da aufs Nix gesetzt. Schau, was er macht. Ja, ja, auch die beschlagene Scheibe versucht da auch sauber zu wischen. Ja, das ist nicht so ohne. Vor allem im Normalfall sind die ja knallhart angezucht mit ihren 6-Punkt-Gurten. Da kommst du auch gar nicht bis vorne an die Scheibe. Da hat er mit Sicherheit den Gurt im Schulterbereich ein bisschen locker gemacht, damit er überhaupt sich nach vorne lehnen kann, um die Scheibe frei zu kriegen. Ansonsten siehst du da wirklich nichts mehr. Von keiner Sicht in diesem Streckenabschnitt hier, da könnte der Rudi Adams ein Lied von singen. Die Szene vom letzten Jahr, die kennen wir alle. Also da mit der Motorhaube, die ihm aufgeschlagen war, gegen die Boxenmauer gefahren ist. Also Michael Küke, Platz 3. Ja, ich sag mal ein solides Ergebnis, würde man sagen. Er ist hier angetreten, der wollte gewinnen. Da brauchen wir nicht drum rumreden. Aber Platz 3 ist okay. Top-Ergebnis liefert aber momentan die Mannschaft der 312er Heinz Effort, Thomas Adelt und Klaus-Dieter Fromme, der Mann aus Bielefeld. Dort kommt man auf der 9. Position an, Start und Ziel durch. Und jetzt sehen wir switchen noch einmal um ins Feld hinein, dass auch der Viertplatzierte, die 426, noch auf der Nordschleife unterwegs ist. Da hat man noch einige Meter vor sich und das wird mal, gelinde gesagt, auch noch so gefüllte 3 Minuten dauern, bis man an Start und Ziel durchkommt. Und hier sehen wir ihn, das Fahrzeug, den 635er CSI BMW, hinten leicht kalt verformt. Aber das Fahrzeug, das ist wirklich sehr robust gebaut. Und so hat man diesen Einschlag in der Hatzenbach dann gut überstanden. Olaf Manter, wir haben das eben angesprochen, hat ja wirklich hier eine grandiose Vorarbeit geliefert. Und ich glaube, man kann jetzt schon sagen, auch im nächsten Jahr wird diese Mannschaft Manter, Schumann hier mit von der Partie sein. Und Olli, was wir jetzt erleben dürfen, wenn diese Fahrer, die Teams nach 3 Stunden an Start und Ziel durchkommen, so heißt es ja, und wir sehen die Schwarz-Weiß-Geräteflagge, dann wird jeder von einem emotionalen Moment ergriffen sein und mit Sicherheit auch der jetzt an Start und Ziel durchkommt, der fährt auch dicht rüber zur Seite der Boxenmauer, die Scuderia Augusto Opel, denn der wittert noch Morgenluft im Kampf um die Meisterschaft, Michael Nolte im Opel Kadett C Coupé. Und er steht momentan auf der 10. Gesamtposition, auf dem Monitor niedergeschrieben, müssen immer noch ein bisschen abwarten, bis hier alle durch sind. Denn es gibt ja auch immer wieder das Einpflegen, das hat man heute gar nicht erklärt, der 3 Stadtgruppen. Aber das lassen wir jetzt auch erst einmal sein, denn wir sind hier in der finalen Phase unterwegs und wir sind groß aufgeschaltet auf der Döttinger Höhe. Und so warten wir dann natürlich auch hier auf den im Gesamt Viertplatzierten, der damit seit langer, langer Zeit mal in die Phalanx der Porsche eintritt. Denn wir haben ja in den letzten 11 Jahren nur einen einzigen Sieg eines BMW M3s erlebt und selten, dass ein BMW unter den Top 5 gewesen ist. Ich erinnere mich da noch gerne an Wolfgang Hartmann, der auch dieses Kunststück einmal fertiggebracht hat im BMW M3. Aber jetzt, Olli, haben wir Mantai, Schumann kurz vor der Zielankunft. Ja, jetzt könnte selbst das Benzin ausgehen. Das würde wahrscheinlich noch reichen, um mit der Anlasserkraft bis zum starken Ziel zu kommen. Also tolles Ergebnis für die Mannschaft aus dem Saarland. Hyundai-Händler sind die beiden Brüder, Peter und Jürgen Schumann. Setzen aber schon seit vielen Jahren diesen BMW 635 CSI ein. Wunderschönes Auto. Und Olaf Manter, das habe ich gestern schon mal gesagt, der kennt den BMW 635. Zu Genüge ist er viele Jahre in der VLN mitgefahren, beim 24-Stunden-Rennen mitgefahren. Und deshalb war er auch so flott und gut unterwegs, weil diese Erinnerung, das ist wie Fahrradfahren, hat er mir gestern gesagt, das verlernst du nicht, so ein Auto einmal schnell gefahren, dann fährst du das immer schnell. Und deshalb Gratulation, Gesamtrang 4 für Peter, Jürgen Schumann und für Olaf Manter. Da ist die Freude mit Sicherheit groß. Auch bei der Ehefrau, bei Renate.
Und ich glaube, dieses Team ist auch dabei, den Versuch zu starten, was Neues aufzubauen, aber denen läuft auch die Zeit weg. Zum einen haben die ein blitzsauberes, fantastisches und großes Hyundai-Autohaus in Saarbrücken. Sie sind ja, glaube ich, auch fast die ersten Hyundai-Händler in Deutschland gewesen. Vor, müsste knapp 30 Jahre her sein, als man Hyundai in Deutschland ja erstmals als Verkaufsschlager hatte. Und Da verliert ja einer ein Rad. Ist das Günther Schlag mit dem, ja, hinten rechts das Rad ist weg. Ist der Reifenhändler, hast du gesagt. Ja, der hat zwar genug davon, aber ja. Hoffentlich kommt er da nicht noch in Schwulitäten, dass er das Auto verliert dann in der Linkskurve vom Schwedenkreuz. Sehen zumindest mal, dass nirgendwo ein Einschlag vom Auto zu sehen ist. Das ist mal das gute Zeichen. Gut, dafür hast du 4 Räder. Wenn du eins verlierst, bleiben ja immer noch 3 übrig. Ne? Ja. Aber gut. Jetzt Scher ins Ziel gekommen und pünktlich mit Rennende kommt die Sonne hier oben raus. Das ist doch wie verhext. Also mir tun wirklich die Fahrer ein bisschen leid, die hier mit diesen Bedingungen so hart kämpfen mussten. Und dann in dem Moment, wo abgewunken wird, kommt die Sonne. Und das jetzt. Ja, jetzt. Stefan Oberdörster hat seine Hände im Spiel, denn der hat gesagt, wir lassen jetzt eine genau Zielankunft. Das ist das Strahlen aus dem Himmel von Stefan Oberdörster, der sein Auto hier natürlich im Sonnenschein über die Start- und Ziellinie sehen möchte. Und Herr Andy Gülden, ich glaube nicht, ich bin mir sicher, das ist der emotionalste Sieg in seinem Leben. Er hat schon viele, viele Siege eingefahren. Aber der hier, den wird er in seinem Leben nicht vergessen. Riesengratulation. Es ist schon eine harte Nummer. Ich glaube schon, der hat da Gefühle gehabt, in das Auto einzusteigen, die nicht so ohne sind. Und vielleicht auch so im Hinterkopf, wenn ich das Auto jetzt noch rausschmeiße oder einen Unfall habe, das ist doppelt bitter, aber nichts da. Der hat das so souverän nach Hause gefahren, gewinnt mit einer Runde Vorsprung. Also 6 Minuten waren es, bevor man da in die letzte Runde gegangen ist. Und jetzt zum letzten Mal rausbeschleunigen. Zum letzten Mal der Sieg. Nee, nicht zum ersten Mal der Sieg, aber zum letzten Mal dieses Auto hier. Und ich sag nur eins, Ruhe in Frieden, Stefan Oberdörster. Klasse, klasse, klasse. Und da ist das gesamte Fahrerlager, denke ich mal, absolut begeistert von. Und Riesenauftritt hier vom Gesamtteam. Und ich glaube, ja, wir sehen, dass die Handschuhe da ins Visier gehen. Der hat Tränen in den Augen, der Andy Gülden. Und womit? Mit Recht, denn das ist eine Aktion. Also, ach, herrlich, herrlich. Ich habe auch Gänsehaut von oben bis unten. Jörg Hennig neben mir ist sprachlos. Ja. Einfach ein Riesending. Ein Riesending, was hier abgelaufen ist heute. Und als ich die Meldung gehört habe, dass der Stefan Oberdörster gestorben ist, habe ich gedacht, ja, schade zum einen um den Menschen. Das ist bitter, 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 traurig und alles. Ich habe noch gedacht, schade, werden wir das Auto nicht sehen. Und hat das Team in Verbindung mit dem Andy Gülden gesagt, wir bringen das Auto hier hin, in Erinnerung an den Stefan. Und dass der das Ding hier gewinnt. Also da hätte ich im Leben nicht mit gerechnet. Und mit so einem Vorsprung so souverän und so toll zu gewinnen. Und einfach nur grandios. Riesendingen. Und ja, da irgendwo da oben, auf irgendeiner dieser Wolken, da sitzt der Stefan jetzt und schaut sich das an, was hier passiert ist. Unglaublich. Ja, dann zweiter Platz dürfen wir natürlich auch ganz herzlich gratulieren. Das ist die Mannschaft rund um Edgar und Nick Salewski. Und wir sagen ja immer, mit Nick Salewski wächst ein ganz, ganz großer heran, dem wir natürlich auch wünschen, dass er in aktuellen Rennserien einmal unterwegs sein wird. Aber wir hoffen natürlich, dass er hier bei uns bei den Youngtimern bleibt und Küke auf Platz 3, der Sieger des vergangenen Jahres, hat das Ding also hier in diesem Jahr auch wieder so ein bisschen bestätigt, dass er vorne zur absoluten Spitze der Youngtimer-Trophy gerade auf der Nordschleife gehört. Und sensationell wieder mal der Auftritt des BMW 635 CSI von Olaf Manthey, Jürgen und Peter Schumann. Der Fünftplatzierte im Ziel ist Oliver Beuke auf der 6. Position. Olli, das freut uns ganz besonders. Von 17 aus gestartet und das ist Marc Simon und Kollege Achim Leinhorst. Ja, da wird der Besitzer des Autos, unser Kollege Patrick, mehr als froh sein und sehr zufrieden sein. Der nachfolgende Platz, Platz 8, geht an die Scuderia Colonia mit Heinz Stüber und dem Youngtimer-Meister von 2013, Michael Schmitz.
das war die 7. Position, der 8. Platz dann an ein Fahrzeug aus der Gruppe 5. Das ist Markus Dünkelmann im 935-5 RSR Porsche gemeinsam mit Christoph Breuer. Der 9. Platz, auch das ist für mich absolute Sensationsleistung, abgeliefert von Heinz F. Pott, Thomas Adelt und Klaus-Dieter Fromme. Und auf der 10. Position der Meister der Youngtimer Trophy des vergangenen Jahres. Herzlichen Glückwunsch an Michael Nolte. Schnellstes Fahrzeug aus der FAR-Serie, dem Historic Endurance Cup. Das ist aktuell. Ja, und da haben wir auf dem Bildschirm nicht mehr die 601 in führender Position, sondern mit der 705. So steht es bei mir niedergeschrieben. Jochen Wilms und Christian Dannesberger, auch für diese Mannschaft darf man sagen, es freut einen ganz besonders, denn diese Mannschaft ist mit einer kontinuierlichen Entwicklung unterwegs. Zweite Gesamtposition im FAR Historic Endurance Cup, Ralf Oehme und an seinen Sohn Niklas Oehme. Und auf Platz 3, den versuchen wir auch noch herauszubekommen, das ist dann die 650. Und da wird auch der Olli noch einmal große Augen bekommen. Alexander Kolb und Andrew Newall auf dem Austin Healey 3000. Ja, der hat sich mit Sicherheit über das Wetter gefreut, als einer der wenigen. Denn der Austin Healey, der ist im Nassen toll zu fahren. Normalerweise wäre natürlich auch der Sohnemann Vincent mit dabei gewesen, hat man gestern schon mal drüber gesprochen. Hat sich bei einem Unfall im Laufe der Woche das Handgelenk gebrochen, kann nicht fahren, auch nicht beim 24-Stunden-Rennen. Wird mit Sicherheit zu Hause zuschauen, deshalb Gruß an den Vincent. Ganz stolz auf den Papa sein, hat er gut gemacht. Ja, so sehen wir dann auch die Fahrzeuge, die allesamt hier nach diesen 3 Rennstunden noch irgendwo fahrbereit sind, über die Döttinger Höhe rüberfahrend. Auch mit der 617 kommt in diesem Moment an der Ziellinie durch. Der nächste Mercedes 300 SE, das ist allerdings das Fahrzeug mit dem 3-Liter-Motor aus der Klasse des Historic Endurance Cup. Holger Thielert, Frank Blas, sonst ja auch Nils Thielert, der Sohn von Holger, mit von der Partie. Und so haben wir dann allesamt hier große Freude im Fahrerlager der Youngtimer Trophy und des HEC Fahrergemeinschaft Historischer Rennsport. Und an dieser Stelle darf man auch schon einmal Danke sagen an die Organisation des Trophy Service der Youngtimer, Karin Kölzer, Stefan Eckert. Mit ihren Frauen und Männern in der Organisation, in dem großen Helferkreis, hat man wieder ein tolles Feld hier trotz Corona auf die Beine gestellt. Großes Dankeschön an FAR Fahrergemeinschaft Historischer Rennsport, an Michel Thier, Ricarda Bianca, die natürlich auch keine Möglichkeiten außer Acht gelassen haben, um eben die historischen Fahrzeuge mit in das Feld der Youngtimer hineinzubringen. Das ist seit vielen Jahren so Usus in dieser Serie. Und an Start und Ziel kommt auch der 2002er BMW von Christian Jakobsen und Stefan Schröers an der Linie durch. Und auch da sagen wir herzlichen Glückwunsch zur Zielankunft, denn das ist besonders wichtig hier bei den Freunden des historischen Motorsports. Die gehen an den Start, um dann mit aller Macht, auch egal wie viele Probleme man in einem Rennverlauf hat, das Fahrzeug am schwarz-weiß karierten Zieltuch vorbeizufahren. Und auch Gideon Mann, den wir heute angesprochen haben, dort, wo man in der bayerischen Tracht eben im Fahrerlager beim Boxenstopp wir das Team bewundern durften, hat mit dem VW Golf die Ziellinie überquert. Ja, das letzte Fahrzeug, was wir gesehen haben über die Ziellinie, war das Auto von Achim Leinhaus und Marc Simon. Damit würde ich sagen, Jörg, beschließen wir ein tolles Rennen. Kommt übrigens noch der Escort von Heiden über das Ziel, Franz Josef Heiden, auch noch durchgekommen. Von uns soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Es war ein ganz, ganz tolles Rennen. Es war eine große Freude mit dir, Jörg, das gemeinsam zu kommentieren. Ich freue mich auf den weiteren Verlauf. In ja, ungefähr 15 Minuten machen hier weiter die Kollegen Uwe Winter und Lars Gutsche mit dem Qualifying 3 des ADAC Total 24-Stunden-Rennen. Danach die Formel 4. Jörg, da bist du wieder im Einsatz mit Eddie Mielke zusammen. Dann der WTCR-Lauf, da sind Uwe und Lars wieder dran. Und dann heute Abend das Top-Qualifying ab 17.50 Uhr mit Eddie Mielke und meiner Person Olli Martini. Und das ist der Mann des Tages, Stefan Oberdörster. Vielmehr Andreas Gülden, ihr beide, Andi hat es gesagt, der Stefan war in jeder Runde mit dabei.